Guten Abend zusammen. Heute Abend mal eine außergewöhnliche Uhrzeit oder Datum überhaupt, Montagabend, 23 Uhr. Warum gehe ich live? Oh, jetzt ruft schon der Erste an. Einen Augenblick noch, ja, bevor ich erstmal hier alle begrüße. Guten Abend nochmals zusammen. Die meisten oder viele von euch waren ja eben noch bei Da Vinci gewesen. Der hat ja auch dazu schon was erklärt, was ja gestern Abend nach dem Interview los war, nachdem wir das ausgestrahlt hatten. Auf meinem Kanal weniger. Da waren zwei ja, nicht so ganz harmlose Kommentare, die ich aber gelöscht habe. Alles andere war eigentlich überwiegend positiv. Ganz anders auf dem Kanal von Da Vinci. Da waren Kommentare. Ich will die jetzt nicht wiederholen. Vielleicht der eine oder andere hatte vielleicht von euch gesehen, dass ich nehme an, das ist diese Bubble aus der Facebook-Gruppe. Ja, mal ganz deutlich zu sagen, die seit, ich weiß nicht, anderthalb, 2 Jahren oder so, da war ich mal in dieser Gruppe drin gewesen, war aber gar nicht aktiv. Und die wollten mich halt immer überzeugen, Rebecca hat das Haus lebendig verlassen. Sie ist freiwillig gegangen. Und da ich anderer Meinung bin, seitdem schießen die gegen mich. Noch und nöcher. Das ist also unglaublich, ja. Das ist schon, ich will nicht sagen Mobbing, aber. Also, und bei mir auf dem Kanal haben sie ja keine Chance, weil bei mir wird sowieso erstmal alles gefiltert. Ja, die ganzen Kommentare, die muss ich dann selber freigeben. Deswegen versuchen sie es bei mir gar nicht mehr. Jetzt haben sie Futter gefunden, was Da Vinci betrifft, weil er die Kommentarfunktion offen lässt. Das heißt, es wird erstmal gar nicht zurückgehalten, sondern kann man direkt kommentieren. Und das nutzen dann diese Menschen natürlich schamlos aus. Wenn es gegen mich geht, ich will nicht sagen, dass es mir egal ist, aber ich bin alt genug, um damit umzugehen. Wer weniger damit umzugehen kann oder umgehen kann, ist nämlich Katharina. Die hat mir heute Mittag eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt und die hat mich erschüttert. Die hat mich wirklich erschüttert, denn die ist wirklich angegangen worden, die ist beleidigt worden, noch und nöcher, auf Da Vincis Kanal. Da Vinci hat zum Glück diese Kommentare wieder gelöscht und ihr müsst euch vorstellen, Katharina liest auf Da Vincis Kanal einen Kommentar und antwortet drauf. Und auf diese Antwort bekommt sie dann, glaube ich, wieder 20 Hasskommentare. Ein 20-jähriges Mädchen bekommt Hasskommentare von irgendwelchen Idioten. Sorry, wenn ich mich hier so ausdrücke. Da Vinci tut sich immer vornehm ausdrücken. Ich bin da ein anderer Typ. Ich muss da meine Meinung äußern. Ja, das sind, ihr seid Flachköppe, wirklich Flachköppe, die sowas machen, die ein 20-jähriges Mädchen quasi mobben. Ja. Und sie hat mir gesagt, die ist sowieso psychisch etwas labil und kann damit nicht umgehen. Fühlt ihr euch wohl dabei oder was? Das kann es doch nicht sein. Ja, und ich bin froh, dass Da Vinci diese Kommentarfunktion unter diesem Video auf seinem Kanal ausgestellt hat. Und was die Leute auf Instagram nicht geschafft haben, das versuchen die jetzt hier auf YouTube zu machen. Aber das werden sie nicht schaffen. Mir ist es wurscht. Mir ist es meine Person. Wenn ihr meine Person angeht, aus welchen Gründen auch immer, das ist mir absolut wurscht. Aber wenn es um unseren Gast geht, ein 20-jähriges Mädchen, die den Mut hat, sich vor die Kamera zu setzen, und wer behauptet, dass dieses Mädchen das nur macht, weil es Fame haben will, oder wo hat sie denn Fame? Wo hat das Mädchen Fame dadurch? Das ist doch unglaublich, so ein Schwachsinn. Ja, das regt mich wirklich auf. Ja, und das musste ich jetzt einfach mir hier loswerden, weil das sind alles Assis, die sowas machen. Ja, verpisst euch auf Instagram, verpisst euch
auf TikTok oder sonst wo, ja, lasst euren miesen, weißt du, nachts um 3 Uhr schreiben, nachts um 3 Uhr schreiben die solche Sachen. Nachts um 3 Uhr. Da siehst du schon, dass die Leute nicht arbeiten. Die haben nichts anderes zu tun, als ihr scheiß Leben, womit sie nicht zufrieden sind, hier den Hass, ja, darüber, über ihr eigenes Leben hier loszulassen. Ja, auf solchen Kanälen, bei mir, bei Da Vinci und sonst so, ja. Das ist unglaublich, unglaublich. Und ihr habt doch kein nix in der Hose, kein Arsch in der Hose. Ihr versteckt euch hinter euren Fake-Namen, ja. Nee, also das geht gar nicht. Wie gesagt, ich glaube, dass der Vinci inzwischen auch ein bisschen schlauer geworden ist und dass diese Leute hier nichts zu suchen haben, ja. Wie gesagt, bei mir auf dem Kanal sind die, außer zwei, die ich gelöscht habe, aber alles andere war in Ordnung. Ja? Und ja, ich will mich nicht zu sehr aufregen, weil nur solche Menschen dürften mir im wahren Leben nicht begegnen. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Also ich bin wirklich kein gewalttätiger Mensch. Aber die würden so eine Ansage von mir bekommen, ja, verbal zumindest, dass denen Hören und Sehen vergeht. Aber die haben ja zu viel Angst. Die haben viel zu viel Angst dafür, ne? So eine persönliche Begegnung. Naja, Mrs. M. schreibt, du bist nur, was Katharina betrifft. Wie gesagt, das nervt einfach nur, wenn man dann... Ihr müsst euch vorstellen, ich war gestern 3 Stunden live, ja, davon 1 Stunde Interview, 2 Stunden live. Dann sehe ich bei Da Vincis Kanal solche Kommentare. 5 Minuten nachdem sein Video begonnen hat, kommen schon die negativen Kommentare. 5 Minuten. Da sieht er doch, dass sie einen an der Waffel haben. Ja? Und ich sage nochmal, diese scheiß Facebook-Gruppe. Leute, ich reibe euch so auf. Ich kenne eure Namen. Ich weiß auch, wie ihr privat heißt. Macht ihr nochmal weiterhin so eine Scheiße. Ich reibe euch auf. Ich schwöre es euch. Das geht so nicht, was ihr macht. Ja, so einen Hass zu verbreiten. Ja, nur weil andere Leute anderer Meinung sind. Dann versucht er, die niederzuknüppeln. Gibt's denn sowas? Ich mache euch alle öffentlich, ich schwöre euch das, ja, mit Klarnamen, ja, und mit eurem Wohnort, wenn es sein muss. Meine Fresse, ey. Nabend. Hallo. Nabend, hallo, hier ist Bernie. Ja, wer ist denn da? Ja, ich bin André. Hallo, André. Du bist jetzt live dabei. Möchtest du was sagen? Ja, ich wollte fragen, wann die Suche nach der Rebecca stattfindet. Das steht noch nicht fest. Ja. Okay. Das können wir noch nicht sagen, den genauen Datum. Wieso würdest du, würdest du dann teilnehmen oder was? Oder? Ja, da würde ich gerne dran teilnehmen. Okay, du hattest mir eine E-Mail geschrieben, kann das sein? Ja, das stimmt. Genau. Ich antworte dir dann noch auf die E-Mail entsprechend, ja? Ja, gut. Alles klar. Gut. Woher kommst du denn? Aus welchem Bereich, welcher Stadt? Ja, ich komme aus der Nähe von Nürnberg. Oh, und du möchtest dann extra nach Berlin hochkommen, ja? Ja, das mache ich. Wow, Respekt, wirklich. Super, ja. Toll. Ich antworte dir dann per E-Mail, ja? Ja, okay. Alles klar, vielen Dank, ja. Ja. Bis dann, ciao. Tschüss. Wow, Respekt, Nürnberg. Hammer, will extra nach Berlin kommen. Ja, jetzt jetzt rede ich auch nicht mehr über diese scheiß Facebook-Gruppe, über diese, oh, ich hätte jetzt fast was gesagt, und bla bla bla, Weiber. Tut mir leid, ich muss das jetzt einfach mal rausbringen. Das sind so hasserfüllte Menschen, die, ich weiß nicht, was sie den ganzen Tag machen. Hängen die den ganzen Tag im Netz oder was?
Ja, gehen die keine Arbeit nach, wo du überhaupt keine Zeit hast, so einen Schwachsinn zu machen? Auch noch nachts um 2 oder 3 Uhr solche Kommentare zu verfassen. Nur um andere Menschen zu beleidigen, zu mobben. Ja, das ist Mobbing. Alles, nichts anderes ist das als Mobbing. Boah, so, jetzt beruhige ich mich aber wieder. Aber es musste mal raus. Sorry. Claudia schreibt, solche Leute direkt blocken. Ja, das mache ich ja. Bei mir haben die ja sowieso nichts drauf zu suchen. Ja, bei mir können viele schon gar nicht mehr schreiben. Und die wissen ja ganz genau, dass, wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen. Bei mir können wir natürlich auch unter den Videos und unter den Livestreams später kommentieren. Aber diese Kommentare werden von mir, werden automatisch zurückgehalten von von Facebook, von YouTube, und ich muss die manuell freischalten. Das heißt, ich lese erstmal ganz kurz den ersten Satz, ist der okay oder nicht okay? Nicht okay, tschüss. Hast bei mir nichts zu suchen, ganz einfach. Aber das wird immer weniger, wo ich so durchgreifen muss. Das kommt nämlich daher, weil diese Bubble-Gruppe da, das inzwischen nämlich weiß, ach Bernie, können wir gar nichts mehr kommentieren, dann macht das sowieso nicht frei. Also macht das keinen Sinn, da zu schreiben. Also suchen sie sich einen anderen Kanal, wo man jetzt mal jetzt mit zusammenarbeitet. Ja? Und weil dort feuerfrei quasi kommentiert werden kann. Und dann kommt so eine Scheiße raus. Ja? Wo man dann extra abends, Montagabend um 23 Uhr nochmal live gehen kann, um das nochmal richtig zu stellen. So. Dann wurde mir vorgehalten, oder uns, Da Vinci und mir vorgehalten, ihr habt ja keine harten Fragen gestellt, oder das war ja auch ein bisschen, Leute, nicht nur Da Vinci und ich müssen uns schützen, unseren Kanal schützen, sondern vor allen Dingen müssen wir unsere Gäste schützen. Gerade ein 20-jähriges Mädchen müssen wir schützen. Wollen wir denn sagen, Katharina, feuerfrei erzähl, was du willst. Und die erzählt dann irgendwelche negativen Sachen über die Familie Reusch, interner über die Familie Reusch. Und ruckzuck hat das Mädchen, hat Katharina eine Unterlassungsklage am Hals, habe ich eine Unterlassungsklage am Hals und hat Da Vinci eine Unterlassungsklage am Hals. Und wer das nicht weiß, das kostet dann mal mehrere tausend Euro. Wo wir eine Unterlassungsklage unterschreiben müssen, dass wir das oder das oder das nicht mehr sagen dürfen. Ja? Sollen wir Katharina in Schulden stürzen oder was? Nur damit eure Sucht nach Sensation gestillt werden kann? Nicht mit mir, tut mir leid. Ja? Also da muss man schon aufpassen, was man sagt. Und wie gesagt, da muss man auch gerade eine 20-Jährige schützen davor. Ja? So, ja, jetzt habe ich meinen Frust abgelassen, jetzt geht es mir besser und jetzt seid ihr dran. So, ich guck mal, wer anruft. Ich rufe mal einfach zurück. Na toll. Der hat doch angerufen. Mal sehen, wer noch angerufen hat. Ich glaube keiner. Dann warte ich jetzt einfach mal auf Anrufe. Entweder kommen welche oder auch nicht. So, ich versuch's noch mal nach Weiden in der Oberpfalz.
Nee, der ist wahrscheinlich schon eingeschlafen, obwohl er mich vor 2 Minuten hat versucht anzurufen. Okay. Ja, es ist ja auch ungewöhnlich, ne? Montag 23 Uhr. Aber wie gesagt, mir lag das am Herzen. Gerade mir hat Katharina heute so leid getan, als sie mir diese Sprachnachricht geschickt hat, wo sie sagt, sie kann damit nicht umgehen und sie ist kurz davor, gegen da die ganzen Leute, die da drin sind, Strafanzeige zu stellen. Ja, das sind nicht nur Grenzen überschritten worden, das ist so, das ist einfach Mobbing. Das ist ein 20-jähriges Mädchen, das so niedergemacht wird, nur weil sie den Mut hatte, ein Interview zu geben. Klar, ich habe ja auch Kommentare gesehen, die sagen, wo, die war ja 8 Monate vor Rebeccas Tod gar nicht mehr mit ihr befreundet und ja, aber Leute, aber sie hat Rebecca gekannt. Habt ihr Rebecca gekannt? Ich auch nicht. Ich weiß nicht, was Rebecca für ein Mensch ist. Ich habe keine Minute, keine Sekunde mit ihr gesprochen. Habt ihr eine Minute mit Rebecca gesprochen? Nein. Aber dieses Mädchen hat Rebecca fast 2 Jahre lang gekannt. Ja, und wenn sie, auch wenn sie nicht die engsten Freundinnen waren, sie waren aber Freundinnen. Sie haben sich gesehen. Rebecca war auch bei ihr zu Hause. Sie war nur zweimal bei Rebecca zu Hause. Man muss ja nicht die engsten Freunde sein, aber wir haben hier einen Menschen gesehen, der Rebecca gekannt hat. Haben wir schon mal einen Menschen gesehen, mit einem Menschen gesprochen, der Rebecca gekannt hat? Nein, haben wir nicht. Also ist es nicht toll, dass Katharina da bereit war, sich hinzusetzen, 40 Kilometer quer durch Berlin zu fahren und kein Wort davon, kannst du mir denn wenigstens irgendwie Fahrkarte ersetzen oder irgendwas? Nein, null, gar nichts, ne? Sondern ganz im Gegenteil, sie hat sich sogar noch am nächsten Tag bedankt, dass sie dabei sein durfte, dass sie was sagen durfte. Und das ist ein ganz toller Mensch, Katharina, ja. Und wenn du das hörst, nochmals vielen Dank an dich und du hast das ganz toll gemacht und die überwiegende Mehrheit der Leute haben das genauso toll gefunden. Ja. Und wie gesagt, es gibt diese Bubble-Gruppe aus der Facebook da, Findet Becky oder so eine Scheiße heißt das. Ja. Findet Becky, ja, aber mobben tun sie, mobben noch und nöcher. Ja, verpisst euch einfach, wirklich, wirklich. Also ihr habt noch nicht mal so eine Facebook-Gruppe verdient. Ja, dass euch da irgendwelche Leute folgen und auf euer Geschwafel hören. Ja, das ist nur widerlich, was ihr macht. Andere Leute dann noch aufzustacheln, hier solche blöden Kommentare loszulassen. So. Das ist schon richtig heftig. Ja. Jetzt gucke ich doch mal ein bisschen in Chat. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, legt los oder anrufen, wie auch immer. Ich weiß, viele, wir sehen es ja auch an den Leuten. Normalerweise sind wir hier, was 1000 Leute mehr ist. Aber darum geht es ja gar nicht. Heute Abend geht es ja, ist ja kein normaler Livestream, sondern einfach nur nochmal die Aufarbeitung oder meine klare Kante, sage ich mal, gegen bestimmte Leute, die jetzt nur ihren Hass verbreiten. Boah. Widerlich. Nee, ich sag jetzt lieber den Namen nicht. Ich kenn ja ihren Klarnamen. Nee, das sage ich nicht. Das macht man nicht. Aber naja, man macht auch normalerweise nicht solche Sachen, wie die jetzt mal hier gemacht haben mit ihren Kommentaren. Aber wie gesagt, ich kenne ihren Klarnamen und ich schaue mir das noch ein bisschen an, wenn ich merke, ihr gibt keine Ruhe. Dann schieße ich zurück. Ich habe euch damals schon angedroht, das zu machen. Dann weiß ich nicht, habt ihr dann irgendwie eingelenkt. Und ja, müsst ihr euch mal vorstellen, dann rief die mich auch mal an. Ich glaube auch während der Sendung. Danach nochmal privat. Genau.
Und er sagte wahrhaftig, ja, ich mag dich zwar nicht, aber ich will das und das mal loswerden. Hallo, wenn du mich nicht mögst, dann verpiss dich doch von meinem Kanal. Meine Güte, wo ist denn das Problem? Nicht jeder kann mich mögen. Ja, ich kann auch nicht jeden von euch mögen, wahrscheinlich, wenn ich den persönlich kennenlernen würde. Ja, wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann verpiss dich doch einfach. Meine Güte, ist das so schwer. Ja, nein, da muss ja immer noch... Ah, was sagt er denn jetzt wieder? Oh, da hat er doch wieder bestimmt ein Datum verwechselt, oder? Ach, siehst du, der hat doch überhaupt keine Ahnung über den Fall. Leute, ich bin kein Polizist. Ich habe keine Akte Rebecca Reusch vor mir. Ja, ich kann auch mich nur grob informieren über die Medien, über Timeline und was weiß ich alles. Ich bin kein Profi. Diese Sendung, die ich hier mache, das ist zum Austausch. Das ist zum Austausch für die Leute, die Rebecca Reusch nicht vergessen haben und nicht vergessen wollen. Dafür ist diese Sendung gedacht und nicht, dass jedes Mal bei jeder Sendung irgendwelche Neuigkeiten rauskommt, reißerische Überschriften gemacht werden oder so. Ja, das bin ich nicht. Ich mache keine reißerischen Überschriften oder sonst was. Ja, sondern hier wird sich ausgetauscht. Das ist alles. Und in der Hoffnung, dass dieser Kanal noch ein bisschen mehr Reichweite bekommt und irgendwann Leute erreicht, die sagen, hey, ich habe doch da dazu noch irgendwas zu sagen, auch was Entscheidendes für euch zu sagen. Das ist doch das Ziel dieses Kanals, dass sich Leute melden, dass Leute sich anrufen, ihre Thesen sagen und vielleicht auch mal eines Tages derjenige oder diejenige anruft, die wirklich das Entscheidende sagt, das entscheidende Puzzle dazu gibt. Dafür ist das hier gedacht. Und das haben die meisten noch nicht gerafft. Die sagen immer nur, es gibt ja nichts Neues. Das ist ja wie eine Wiederholung von der letzten Woche. Ja. Klar, wie gesagt, wenn es euch nicht gefällt, geht's bei dem Kanal, dem Kanal, dem Kanal. Ja, vielleicht machen sie es besser. Oder vielleicht erfüllen die eure Sehnsucht nach reißerischen Überschriften, nach Sensationen, die im Endeffekt keine Sensationen sind. Ich habe heute irgendwo gelesen, ich glaube, Da Vinci hat mir das gesagt, er hätte wohl irgendwie mal eine Mail bekommen, so eine Schwachsinnsmail oder Schwachsinnsnachrichten, die sagt, der Fall Rebecca ist längst von einem privaten Ermittler gelöst. Ey, Leute. Leute. Wenn ich so eine E-Mail bekommen würde, dann würde ich sofort zerreißen. Ja, zerreißen geht's nicht, ist ja kein Papier. Aber würde ich sofort löschen. Ja. Könnt ihr euch noch an das TikTok Live, letztes Jahr war das, glaube ich, von den Trovatos erinnern? Da war genauso so ein Schwachsinn. Und ich glaube fast, die haben was damit zu tun, mit dieser E-Mail, die Da Vinci bekommen hat, oder Nachricht. Ich weiß nicht, ob es eine E-Mail war. Die sagten, oh, der Fall ist gelöst. Nächste Woche kommt die Auflösung, oder morgen sogar kommt die Auflösung. Ist es alles anders gewesen, als ihr gedacht habt? Seitdem haben die nichts mehr gesagt, und das ist jetzt über ein Jahr her. Da sieht man mal, wie seriös diese Trovatos sind. Ja? Ich weiß nicht, warum die so eine Scheiße bauen. Ja. Und statt sich dann am nächsten Tag oder nach 2 Tagen hinzusetzen und ehrlich zu sein und sagen, Leute, wir haben gestern eine Falschnachricht rausgegeben, tut uns leid, wir sind selber da aufgesessen. Ne? Wo ist das Problem? Das machen sie nicht, die schießen irgendwann raus. Das erinnert mich einmal an Mike Zies, ne? Der tut auch immer irgendwas raushauen, morgen verändert sich alles und dann ist am nächsten Tag doch alles wie beim Alten. Warum? Warum? Ja. So, jetzt gucke ich aber wirklich mal ein bisschen im Chat. So. Guten Abend. Warum? Hallo? Warum? Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Auch nicht schlecht. Ich höre mich dann selber im Hintergrund, weil die das Fernsehen oder
den Laptop laufen haben, aber sagen nichts. Warum sagt man nichts? Ja, Alisa, heute ist der Wurm drin. Ja, Alisa, das liegt wirklich an dem Montagabend 23 Uhr. Das war ja gar nicht geplant. Ne? Shorty Babe, ja, das soll der Vinci dann mal, wenn er meint, das euch erzählen zu müssen oder wollen, soll er das selber machen. Ich will da jetzt da Vinci nicht vorgreifen, weil das sind ja die Mails oder Nachrichten, die er bekommen hat, nicht ich bekommen hat. Ich wollte es nur mal anreißen, was es halt für Schwachsinns Theorien gibt. Natürlich, wir liegen ja wahrscheinlich auch. Wer sagt, dass wir richtig liegen? Wer sagt denn, ich vertraue der Polizei? Aber Entschuldigung, aber wer sagt, dass das Vertrauen von mir an die Polizei gerechtfertigt ist? Keiner. Das weiß ich auch nicht hundertprozentig. Ja, es kann auch alles ganz anders sein. Aber trotzdem muss ich sagen, wer bin ich, um die Polizeiarbeit zu kritisieren? Guten Abend. Ja, guten Abend. Hallo, endlich jemand, der sich auch meldet. Ja, hallo Bernie, ich bin Hallo. die Anke Hallo, und Anke. hi, ich bin bei euch im Chat die Tweety, weil du ja immer so ein bisschen meckerst, Mensch, ihr mit euren Anonymous hier, Mit dem was? mit den Anonymous, mit den Namen, mit den Fake-Namen, Ja, sozusagen. gut, ja, okay. Das ist ja eigentlich jeder unterwegs, ne? Ja, du, ich habe mich, deswegen rufe ich auch an, weil ich mich doch sehr aufgeregt habe, was du da vorhin alles erzählt hast, die Katharina. Ich finde das ganz schlimm und ich finde es auch richtig, dass du da richtig Dampf abgelassen hast, weil wir dürfen denen keine Plattform geben, Ja, ja, genau. denke ich auch. Und selbst wenn Katharina jetzt sagt, auch ich möchte am liebsten Strafanzeige stellen, weil ich mich das so sehr belastet. Dann kann ich nur sagen, mach es, Mädel. Wir stehen hinter dir, du stehst hinter ihr, denke ich auch, und da bin sie. Und da kann ich nur sagen, machen, weil sonst machen die weiter und sie zerstören ja nicht nur dann ihr Leben sozusagen in Anführungsstrichen, sondern auch das von ganz vielen anderen Menschen, denke ich mir, ne? Die Wird ja nicht die Einzige sein. vergessen einfach, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Und Ja. wenn hier eine Strafanzeige erfolgen würde, ja, bei solchen, das ist Mobbing sowas. Und Auf jeden Fall. das kann nachverfolgt werden von der Polizei, hundertprozentig, auch wenn sie mit irgendwie Fake-Namen drin sind. Ja. Ja. Also, ja, aber warten wir mal ab, was da noch kommt. Ja. Aber ich finde es trotzdem gut, dass du es angesprochen hast und da Ja. nochmal eine ganz klare Linie gezogen hast. Ja, musste sein, das musste sein. Ja, ich finde aber auch. Ja, Entschuldigung. Das bin ich allein schon Katharina schuldig, ne? Also das wäre ja das Schlimmste, wenn ich dazu gar nichts sagen würde, ja, obwohl mich Katharina heute Mittag angeschrieben hat, ja, und sie war fix und fertig, das Mädchen, ja. Ja. Nur weil sie sich da im Dinges mal gewehrt hat, ja, mit einem Satz. Ich weiß ja gar nicht mehr, was sie geschrieben hat. Ich habe es nicht gelesen. Nur da Vinci sagte dann anschließend zu mir, da hatte gleich 20 Hasskommentare bekommen. Ja? Unfassbar. Unfassbar, wirklich unfassbar. Und das geht nicht, das kann man nicht machen. Ne? Ja, vor allen Dingen, sie ist ja nun wirklich auch die einzige, Ja. ja, von den Leuten, die sich bereit erklärt hat, überhaupt etwas dazu zu sagen, sich Ja, dazu zu äußern. genau. Und dann so eine Respektlosigkeit Ja. und eine Frechheit noch dazu obendrein. Also sorry, die haben andere Probleme, diese Menschen, und die sollten sich mal vielleicht um ihre kümmern. Ja, aber wie gesagt, auch nachts um drei. Und nachts um drei schreiben die solche Kommentare. Ja, ist unfassbar. Ja. Wirklich, da fehlen mir jegliche Worte. Also, Ja. das ist einfach so lächerlich, Ja. ehrlich. Also, wenn es nicht so traurig wäre, sage ich jetzt mal, ne? Ich finde es für Katharina wirklich ganz schlimm. Ja. Und ich,
sie wird ja auch nicht die Einzige sein, die im Internet da sowas erleben muss. Aber trotzdem jetzt gerade in diesem Fall, wo es ja wirklich auch um Rebecca geht, die ja noch gesucht wird, in Anführungsstrichen, finde ich das noch abartiger, als ich es eh schon finde. Ja. Und ich weiß nicht, was die Leute erwartet von dem Interview. Neuigkeiten oder dass die Familie, dass man jetzt genaueres über die Familie erzählt oder wie die Frau Reusch, das haben wir ja mal kurz angesprochen, ja, hat sie ja kurz erzählt, wie die ein bisschen da kontrolliert hat und hin und her. Aber weiter wollte ich darauf nicht eingehen. Wir können doch nicht verantworten, dass Katharina so viel interner aus der Familie Reusch, wenn sie die denn hat, ich weiß es nicht, ob sie die hat, aber wenn sie die haben sollte, da so viel interner Preis gibt, dann ist doch, dann freut sich doch der Anwalt oder die Anwältin von der Familie und sagt so, jetzt machen wir mal Unterlassungsklage, ne, was sie da erzählt über sie. Und dann ist das Mädchen mehrere tausend Euro ärmer. Ja, dann ist sie in dem Alter, wenn man da kein Geld groß hat, ist man fast schon ruiniert finanziell. Ja? Absolut. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen ist es doch, Da Vinci ist es meine Aufgabe, die einfach auch da zu schützen. Ja. Ja. Und ich könnte jetzt auch, ich hätte jetzt auch bei dem Interview schreiben können, was weiß ich, endlich schreibt, Freundin schreibt die Wahrheit oder sagt die Wahrheit im Interview oder irgendwas sowas so aufreißerisches, ja, hätte ich wahrscheinlich auch ein paar tausend Klicks mehr gehabt. Das ist doch scheißegal, ich will doch keine Klicks so dem, klar, man freut sich, wenn das Video geschaut wird, das mache ich überhaupt kein Hehl drauf, ja. Raus. Ja, na klar. Aber du ich machst das ja auch, also ja. Sorry. Ja, klar. Aber ich push das. Ja, ich push das aber nicht noch, nicht noch künstlich. Ne? Wir kennen doch alle hier bunte Frau der Frau im Spiegel oder wie die ganzen Scheißdinger heißen, die bei den Friseuren ausliegen. Ja, da siehst du auch vorne immer die riesen Aufmachungen und wenn du dann den Artikel liest, dann denkst du, hey, was soll denn das? Ja. Die Klatschzeitung meinst ja, genau. Die Klatschzeitung, genau. Ja. Soll ich denn auch so Thumbnails machen mit riesen Aufmachungen? Klar, das sehe ich ja massenweise. Fast jeder YouTuber macht diese Scheiße. Ja? Ja. Klar, die wollen damit Geld verdienen. Alles andere ist denen scheißegal. Das Geld verdienen hier bei dem Kanal, das ist eine kleine so Nebensache. Ja? Hier geht es aber hier um Rebecca Reusch. Ja? Ja. Und damit will ich jetzt nicht noch, man muss auch sagen, dieser Fall, der ist natürlich immer noch, selbst nach 5 Jahren, in aller Munde. Ja? Aber ich mache ja diese Videos über Rebecca nicht erst seit 1, 2, 3 Monaten. Ich mache die ja seit Jahren quasi. Regelmäßig. Seit 4 Jahren oder so, glaube ich, ne? Regelmäßig, genau. Ne? Zuletzt war es auch mal Frau Geliebs dazwischen, aber hauptsächlich immer zu 80% Rebecca Reusch. Ja? Stimmt. Weil das die Menschen auch so bewegt, ne? Richtig. Man merkt das richtig. Also egal wo man ist. Genau. Sozusagen in den Social Medias sozusagen, da ist es schon so, ne? Also da gucken schon viele nach, das stimmt. Ja. Was ich auch nochmal sagen wollte, ist, Christiane schreibt hier, bitte nicht andere bashen, Bernie. Christiane. Ich nenne ja hier keine Namen. Ja? Ich nenne ja keine Namen von anderen YouTubern. Da Vinci jetzt ausgeschlossen. Da Vinci meine ich schon mal gar nicht. Aber viele, viele oder die meisten YouTuber, was machen die denn? Die machen irgendeine Reaction. Ne? Die gucken sich irgendeinen Scheiß an, zeigen irgendeinen Scheiß in einen anderen Content von einem anderen YouTuber oder von, was weiß ich, oder von RTL oder irgendwas. Und da palavern sie drüber. Und damit haben die dann, was weiß ich, 100.000, 500.000 Aufrufe. Das ist ja irre. Ja? Die machen, erschaffen keinen eigenen Content und machen damit zigtausend Euro. Sollen sie machen. Sollen sie machen. Aber man kann es ja auch mal kritisieren. Ja? Das ist eigentlich Schwachsinn, was die viele, nicht alle, aber viele machen. Ja, ja klar, man darf nicht alle über einen Kamm scheren, ne? Das ist klar, das weißt du ja selber auch, Bernie, das wissen wir ja alle. Klar,
Logisch. Ne, der eine so, der andere so, jeder so wie er will, aber halt immer im Rahmen. Und auch im Chat bei dir manchmal, ich bin ja auch schon länger dabei, wie du ja vielleicht weißt, oder die anderen. Ja. Ich beobachte mittlerweile vieles so, ne? Also ich lese es mir dann halt einfach erstmal nur durch und so weiter. Aber bei manchen, da muss ich auch manchmal schlucken, wo ich dann denke, Mensch, das hätte man auch ein bisschen anders formulieren können, weil es manchmal wirklich auch schon an Respektlosigkeit grenzt, ne? Und ja. Dann denke ich, Mensch, da ruft doch jetzt jemand an, der traut sich. Ja. Und ihr meckert jetzt wieder nur, ja, weil irgendwelche Theorien, ja, warum nicht? Dafür bist du doch da. Darum geht es doch in deiner Sendung auch. Ja, natürlich. Und dann. Oder habe ich da was falsch verstanden? Nee, genau so ist es. Und dann heulen aber hier dann manche rum im Chat, dass die von meinen Mods Moderatoren gesperrt werden oder rausgeworfen werden. Ja. Und schreiben mir dann noch irgendwelche Nachrichten, ja, ich bin da rausgeflogen, warum, wieso, und werft den und mich stacheln sie dann, wollen sie dann anstacheln, meine Moderatoren zu entfernen, ja, oder so. ja. Nee. Also ich habe die Mods eingesetzt, ich vertraue denen, auch wenn ich manchmal bei denen auch so sehe, dass sie sich manchmal ein bisschen nicht so gut verstehen in manchen Angelegenheiten, das sehe ich dann in der WhatsApp-Gruppe, aber ich halte mich da raus, ja, weil ich bin dankbar, dass sie das überhaupt machen, ja, ja. Und was soll ich denn da groß kritisieren? Und wenn es mir auffallen würde, dass sie nicht korrekt arbeiten oder aus meiner Sicht zumindest nicht korrekt arbeiten, gut, dann würde ich die wahrscheinlich dann absetzen, ja, nicht aus dem Kanal werfen, sondern sagen, du, pass auf, das und das, oder würde nicht gleich absetzen, sondern würde mit denen reden und dann sagen, das du, Gespräch suchen. Genau, das Gespräch suchen, aber im Moment sehe ich da keinen Bedarf und ich bin da zufrieden, wie die das machen, auch wenn der eine oder andere User oder Zuschauer sich dann angegriffen fühlt, ja, ich habe da nichts Schlimmes gemacht, ja, oder nichts Schlimmes geschrieben. Wenn die mal sich im Ton vergreifen, das kann jedem passieren, jeder hat mal einen schlechten Tag, wer hat das nicht, dann kann man trotzdem, also man wird ja dann auch darauf aufmerksam dann nochmal gemacht, von anderen Usern beispielsweise oder eben von den Mods, die da sind, die du da hast, die Modis. Ja. Und dann kann man ja trotzdem schreiben, oh sorry, da habe ich mich wohl gerade im Ton vergriffen, so hat, sollte es gar nicht ankommen. Würde ja reichen, einfach diese Selbstreflexion, genau. Die fehlt bei so vielen Menschen. Ja, so, jetzt bin ich auch mal frustlos geworden. Müssen wir heute Abend. Heute ist der Frusttag. Montag ist immer der Frusttag, ab 23 Uhr. Kinderchen schon im Bett, jetzt dürfen wir loslegen. Genau. Aber Benni, darf ich dir noch was sagen? Ja. Also ich sage das jetzt ganz öffentlich, ne? Also ich bin noch bei einem anderen Kanal und ich weiß auch, dass du das da nicht so ganz so gut findest. Oh Gott, ja. Ja, genau. Mein Feind. Du hast den einen auch vorhin genannt. Aber ich höre da einfach auch mal gerne rein und schreibe auch mal einen Kommentar hin. Ja, aber immer im Rahmen. Und die Freiheit nehme ich mir auch. Und ich finde es auch gut, wenn du das akzeptierst. Also bei den Usern, die jetzt auch hier mit drin sind im Chat, die vielleicht da auch mal reinhorchen oder so. Ja, natürlich. Weil also, ich meine, das ist ja klar. Ja jetzt nicht. Ich tue ja jetzt keinen Sperren, nur weil er jetzt beim anderen Kanal ist. Aber wenn ich dann erfahre, zum Beispiel, es gibt ja einen bestimmten Kanal, ich will jetzt keine Namen nennen, wo nicht die Kanalbetreiber, sondern die da drin schreiben. Ja. Ja. Sind immer, die haben 4, 5, 6 Leute, die haben so einen Hass auf mich. da bin ich immer Thema. Ja? Ja, aber warum? Ja, weil die. Warum glaubst du, haben die das? Ich verstehe das gar nicht. Weil ich sie bei mir gesperrt habe. Ach so, und dann sind die dann sauer und sagen, ja, Benni hat uns gesperrt und wir wissen nicht warum, wir kriegen keine Antwort. Ja, ja. Ja, das ist aber auch förmlich ausgedrückt. Ja. Oh, okay. Nein, das ist einfach, oder diese Moderatorin, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, die hat ja so einen Hass gegen mich. Ich weiß nicht, ob ich hier. Irgendwie mal, ich weiß gar nicht, ob es eine Moderatorin ist oder ob es ein Mann ist, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob ich nicht mal, wenn es ein Mann sein sollte, aus Versehen seine Frau kennengelernt habe. Oder ich weiß nicht, warum der so einen Hass auf mich hat. Ich kann es dir nicht sagen. Ja.
Also wenn es dich stört, würde ich einfach mal die Person kontaktieren und dann meine Aussprache machen. Du, ich hab die auch schon kontaktiert. Und Ja. ich hatte nur mal, wir hatten ja ein bisschen Beef miteinander, wo wir uns nicht verstanden haben, haben wir uns ausgesprochen. Dann haben wir gesagt, gut, alles klar. Aber wenn ich dann sehe, dass die, also ich würde auf meinem Kanal hier nicht zulassen, auch hier im Chat, vor allen Dingen im Chat nicht zulassen, dass über andere Kanäle oder Kanalbetreiber hergezogen wird. Ja. Das geht nicht, das ist ein Unding, das macht man nicht. Da würde ich als Kanalbetreiber eingreifen. Und die machen Ja. das nicht. Ich glaube, innerlich freuen die sich Oh, da bin, sogar. also bei dem ich bin, auf jeden Fall. Ja, zwei Aber Stück, auf ne? jeden Fall. Ja. Das finde ich auch gut, ja. Ist auch richtig so. Jeder kann seine Meinung haben und dann kann man selbst entscheiden, mache ich da mit, mache ich da nicht mit oder wie auch immer. Aber die Freiheit sollte ja jedem selbst überlassen bleiben. Und aber nicht dann da so eine Hetze betreiben, weil in dem Moment stellt man sich ja aus meiner Sicht auf den verkehrten Fuß. Also, Ja, ja. und ich will jetzt, wie gesagt, ich will keine Namen nennen, ne, den ich hier geblockt habe als Beispiel, den ich einmal geblockt habe, dann hat er mich angeschrieben, ja, warum hast du mich denn geblockt, hin und her. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, du pass auf, ich fand es nicht okay, ich habe Screenshots zugeschickt bekommen, wo gegen mich gehetzt wurde und du warst mittendrin. Und deswegen habe ich hier geblockt. Nein, und das hast du falsch weiter. Irgendwas, da habe ich auch, ich schalte dich wieder frei. Und am nächsten Wochenende war es wieder genauso. Und dann habe ich ihn ganz geblockt. Ja, und Okay, dann also hatte. hat derjenige oder die Person hat praktisch was in ein Chat gegen dich geschrieben, Genau. oder wie? Ja, Oh, genau. okay. Ja. So, und dann soll er da bitte bleiben. Dann hat er bei mir nichts zu suchen. Weißt du? Ja, es ist nicht schön dann. Ja, das Nee, verstehe ich. ne. Ich fühle mich da auch nicht wohl. Guck mal, das ist hier eine schöne Gemeinschaft, die wir hier haben. Und warum wollen wir Ja. uns denn die einfach stören lassen von irgendwelchen Leuten, die mich nicht mögen oder die den einen oder anderen hier im Chat nicht mögen? Warum? Das ist doch nicht notwendig. Ja, vor allem gibst du denen ja dann wieder Futter, wenn die bei dir sind, ne? Also Genau. ich weiß jetzt nicht, wer das jetzt alles war oder wie auch diese Leute, von denen du ja vorhin gesprochen hast, bezüglich Katharina, geht für mich gar nicht, ist ein No-Go. Und die sollten sich auch mal in die Situation der Katharina hineinversetzen, Ja, ja? das können die, das Weil, sind ja keine empathischen Leute. Ja, ja, so, ich wollte gerade sagen, was ist mit der Empathie? das kennen die ja gar nicht. Die jetzt in dem Moment sagen sie, Empathie, was ist denn das? Was ist denn damit gemeint? Ja, Weißt du, dann googelt mal. die sind ja, genau, googelt mal, die sind wahrscheinlich so platt im Oh. Hirn, dass sie noch nicht mehr das wissen. Ja. Also, ja. Traurig dann, wenn es so ist, ne? Ja. Ich, ja, da fehlen mir auch jegliche Worte dann. Pff, weiß ich nicht. Ich kenne die Leute natürlich nicht. Ich kann dazu jetzt so an sich nichts sagen, außer das eben, was du jetzt so erzählt hast. Ich finde scheiße, auf gut Deutsch gesagt, wenn man das macht. Und ich war übrigens auch mal Mobbing Opfer, in Anführungsstrichen. Ich habe mich dazu auch machen lassen damals, aber da war ich noch relativ klein. Ah, okay. In der Schule Und oder was? ja, da war ich noch nicht so, weißt du, so habe ich mich noch nicht so getraut. Ja. Heute sieht das Aber anders aus, ne? dann, ja, genau. Heute kriegen sie das alle zurück, zehnfach. Ja, genau so ist es. Aber auf meine Art. Ja. Nicht mit mir. Ja, das wollte ich einfach mal loswerden. Und ja, wenn du kurz hören willst, was ich von Rebecca glaube oder was ich vermute oder ich spekuliere ja auch. Und weißt du, mal bin ich auch bei diesem Statement, wo ich sage, ja, da muss auch was passiert sein da in dem Haus. Dann erfährt man aber wieder, ja gut, die Hundespuren sind aber, also die Mensfelder sind aber bis zur Bushaltestelle gegangen. Ich hatte ja auch noch mit Frau Holle da drüber geschrieben gehabt. Dann komme ich ins Stutzen, weil ich dann denke, ja, wieso? Wieso da? Und dann höre ich wieder, nein, die sind immer zurückgegangen zum Haus. Also die sind immer wieder, die sind nicht mehr aus dem Haus rausgegangen, die Mensfelder. Ja, und die Leichenspürhunde waren wohl auch da, aber haben keine Spuren gefunden. So, das ist jetzt so den Stand, den ich jetzt momentan habe. Was davon stimmt oder nicht, gut, das
das sind ja auch nur Sachen, die mir zutragen, denn ich arbeite leider nicht bei der Kripo. obwohl das bestimmt jetzt auch in diesem Fall sehr interessant wäre, auch wenn es noch so traurig ist. Ja. Aber ich denke auch, dass Rebecca leider was Schlimmes zugestoßen ist auf jeden Fall. Und ich kann nur hoffen und beten, dass die Polizei jetzt sich jetzt echt mal zusammenreißt. Also ich muss es wirklich so sagen, weil nach 3 Jahren, nach diesen Google-Daten, die zu bekommen, das ist doch ein Witz. Ja, das stimmt. Das geht doch gar nicht. Ja, das ist schon... Ja, aber wir urteilen, fürchte ich, immer zu früh. Ne? Was hat das für Hintergründe? Warum dauert das so lange? Da müsste uns dann vielleicht mal ein Polizist, der auch damit da involviert ist. Ja, da könnte ich jetzt was zu sagen. Da wäre ich aber ganz, da müsste ich ganz aufpassen, wenn ich das jetzt sagen würde. Weil wenn man mal so ein paar Sachen zusammenzählt, also sag mal, wie die Verhältnisse so sind und so, ne, meine ich, wer wo gearbeitet hat, wer welche Anwältin hat, dann kennt der eine den, der andere vielleicht wieder den und dann könnte man ja das auch mal ein bisschen verzögert kriegen, weil plötzlich irgendwas aus der Akte verschwunden ist oder weil man was übersehen hat oder ja, gibt es viele tausend spekulative Möglichkeiten. Ja. Ich deute es jetzt einfach nur mal an. Ja? Ich würde es ganz schrecklich finden, wenn dem so wäre. Aber gut, das werden wir sowieso nicht herausfinden. Was meinst du jetzt genau? Jetzt, red mal Deutsch, hätte ich fast gesagt. Ich darf mich ja jetzt nicht so weit auf dem Fenster lehnen. Aber jetzt, warum darfst du das nicht? Also ich spekuliere jetzt einfach mal. Ich gehe es einfach mal so durch. Die Polizei hat nicht alles getan, die hat am Anfang schon Fehler gemacht. So. Was für Fehler? Was für Fehler? Beispielsweise, dass sie zu spät die Google-Daten geschickt haben. Zweite Frage, die ich mir stelle, warum dieses Bild? Warum dieses Bild, dieses Lolita-Bild sozusagen von Rebecca, hatten die da in Bezug zu so einem Puff oder sowas? Also warum ausgerechnet dieses Foto? Wollten die da diese Leute, die vielleicht in so einem Milieu arbeiten, irgendwie als Zeug bekommen, weil man sie irgendwo mal gesehen hat? Fragezeichen, weil irgendein Hintergrund muss es haben. Klar, sagen die natürlich, ja, bleibt im Gedächtnis. Hm. Aber das andere Bild von Rebecca oder die anderen Bilder, die es da gibt, die sind ja auch hübsch und schön. Also ich finde die jetzt nicht, wo man sagt, nee, das bleibt dann nicht im Gedächtnis. Das ist natürlich jetzt dieses provokante Lolita-Bild, das ist natürlich sehr provokant. Ja, klar. Hm. Ja, ja, klar. Aber trotzdem, warum haben die dann nicht ein anderes noch dazu genommen oder zwei? Wo sie ganz normal aussieht, so wie man sie ja jetzt, oder ja, wie sie damals halt ausgesehen hat, wie man sie damals gesehen hat. Ja. Ja, das passt irgendwie alles für mich auch nicht zusammen. Und dann diese Google-Daten, wieso erst nach 3 Jahren? Sorry, Leute, wacht auf. Da hat doch einer jetzt gesagt, ob es stimmt, weiß man ja auch nicht, aber dass man das innerhalb in so einem Fall relativ schnell bekommt, diese Google-Daten, und dass das nicht erst 3 oder 4 Jahre dauern muss. Sondern dass man das sogar innerhalb von 2 Wochen, vielleicht auch schon am nächsten Tag sogar bekommen könnte in so einem Fall. Also was ist da los? Ja, da was hast du ist da los? Da hast du schon recht. Und dass es erstmal 2 Jahre dauert, bis sie überhaupt die Daten bekommen. Und dann nochmal 2 Jahre, bis sie ausgewertet werden. Auswertung? Ja. Wen wollen die verkohlen? weil die derart verschlüsselt gewesen wären, die müssen wir erstmal entschlüsseln. Ja. Das ist ja eigentlich auch Humbug, oder? Ich muss das nämlich jetzt auch mal alles entschlüsseln, ja. Ja. Irgendwie ist das für mich ein bisschen plemplem, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Ja, also irgendwie, verkauft der Dummheit an die Menschheit oder so. Ich weiß nicht, wie das ist. Ja, ich meine, gerade das, was diese Google-Daten betreffen, da kommt einen schon Zweifel an der Polizeiarbeit, ne? Ist ja klar. Ja. Aber trotzdem wäre es natürlich schön zu wissen, warum das so lange gedauert hat, ja? Aber da gibt ja keine Auskunft drüber. Ja, weil guck mal, die Anwältin von Florian, die ist ja auch mal, hat ja auch mal bei der Polizei gearbeitet, ne? Ja. So, dann haben wir noch die Mutter von F. Ja. Die hat ja auch bei der Polizeigewerkschaft gearbeitet. Ja. Und die kennen sich natürlich auch untereinander, sind wir doch mal ehrlich. Ja, klar. So,
Und jetzt blenden wir jetzt mal eins und eins und dann kennt der den und der kennt die und der womöglich noch den und den anderen und wer weiß, was da alles, ob da was gemunkelt wurde. Ich kann mir das nicht anders erklären. Echt nicht. Die sind doch nicht dumm, die Leute, die da arbeiten. Die können doch nicht alle so bescheuert sein. Sorry, wenn ich das jetzt so knallhart mal sage, aber das liegt mir schon die ganze Zeit auf dem Herzen, das mal so zu räumen. Also dieses einfach, denkt logisch, Leute. So fangt an, denkt nach. So, ja. Und jetzt letztes Jahr, wo die neue neuerliche Hausdurchsuchung war, nach 4 Jahren, das heißt zeitgleich mit den Google-Daten, ne? Richtig. Und da müssen sie ja im Grunde genommen, so denke ich jetzt, da müssen sie was gefunden haben, weil es direkt danach verhaftet wurde. Da kam ja dann sofort in Uhr. Nee. Oder was jetzt, meinst du jetzt? Jetzt verwechseln das. Letztes Jahr im April oder März war nochmal eine Hausdurchsuchung, wo dann so Akustikmessungen gemacht wurden. Ach, die Akustikmessung, ja. Genau, und der Bademantel beschlagnahmt wurde und so weiter. Ne? Bademantel, ja. Davon. Jahren wurde der Bademantel beschlagnahmt. Und das war zeitgleich etwa, nachdem die Google-Daten vorlagen. Ja. Ne? Also mit den Strangulationspraktiken, die er da gegoogelt hatte, ne? Mit den Fesselsex und sowas da. Genau. Atemtechniken das und hat, sowas. Genau, das hat sich ja dann alles so ergeben aus den Google-Daten. Was mich natürlich interessieren würde, aber da machen die ja auch keine Aussage drüber. Was gibt denn noch die Google-Daten her? Ein Profil vom Handy vom Tatverdächtigen? Ein Profil von Rebecca? Und so weiter. Ja. Weiß noch genau, ich weiß nicht, ob es bei jedem Handy so ist, aber bei meinem iPhone zumindest ist es so, ich kriege wahrhaftig, ich glaube jeden Monat oder alle 3 Monate, weiß ich nicht mehr, ich glaube jeden Monat, kriege ich wirklich eine Übersicht, wo ich war, wie lange ich an dem Punkt war. Also deine Bewegungsdaten praktisch. Meine oder? Bewegungsdaten kriege ich schwarz auf weiß vorgelegt, ja. Die Fahrten da und so oft, so und so oft bin ich dahin gefahren, so oft bin ich dahin gefahren, wie lange ich mich dort aufgehalten habe und so weiter und so fort. Das muss doch aus diesen Google-Daten auch von den Handys hervorgehen, oder nicht? Ja, oder kann man das ausstellen? Ich glaube, das kann man auch ausstellen, ne? Im Handy. Ich glaube nicht, weil die kommen ja trotzdem an die Daten. Also die Kripo und die Moko, wie sie alle heißen, die kommen ja trotzdem an die Daten. Selbst wenn du es ausstellst, die haben immer irgendwelche Techniken da irgendwie dran zu kommen. Ja. Das ist genauso mit dem Snapchat. Ja, auch das ist so ein Ding, was ich da gelesen habe. Ob das stimmt, weiß ich ja wieder nicht. Ne? Also Leute, bitte habt Erbarmen mit mir. dass man dieses Snapchat, dass man den Anbieter da auch kontaktiert hat. Ja, und man wollte dann ja auch eine Meldung haben, aber die weigern sich. Ja. Was ich auch komisch finde, was ist das? Angeblich weigern die sich. Hallo, wenn doch da Tatsachen vorliegen, wie kann diese Äußerung schon alleine, die Nachricht, dass die sich jetzt weigern, da etwas herauszurücken, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja. Ja. Tut mir leid, da reicht mein Verstand und mein IQ nicht für. Ja. Bin ich zu dämlich? Keine Ahnung. Aber wie gesagt, vom Tatverdächtigen, was sagen die Google-Daten vom Tatverdächtigen? Das muss doch was ergeben. Ja. Oder hat er wirklich bei den Fahrten kein Handy dabei gehabt? Das vermute ich ganz stark. Weil er. Sonst hätten sie ihn ja im Grunde genommen, dann hätten sie einen Beweis das. Ja, klar. Ja. Na, und ich kann mir vorstellen, dass er das irgendwo hatte, aber eben nicht mit bei sich hatte. Hätte er das absichtlich zu Hause gelassen? Wir wissen ja auch gar nicht, ist er denn selber wirklich tatsächlich an dem Morgen gefahren? War er das wirklich? Wissen wir das? Also wissen das die Ermittlungsbehörden? Ich denke schon, weil die haben ja spezielle Programme, um dann diese Person in diesem Twingo kenntlich zu machen. Ja, machen wir uns nichts vor, da haben die Spezies für. Ja. Nur, dass sie uns das natürlich nicht sagen. Ja. Ne? Weil sie vielleicht auch einer anderen Vermutung nachgeben, weil was ich mich auch noch so überlegt hatte. Naja, es scheint ja nicht so, wie soll ich sagen, stabil, sage ich jetzt mal, also so ein bisschen
Naja, er schäkert, oder hat ja auch immer gerne geschäkert, in Anführungsstrichen, ist ja nicht böse gemeint, aber hatte keine Kommunikationsprobleme und so weiter. Aber das hat ja auch Gründe, warum das dann so war und hin und her. Ich will jetzt auf den Punkt kommen. Ich glaube, dass er vielleicht das schwächste Glied in der Familie ist. So. Und wenn dieses eine Glied bricht, dann könnte ich mir vorstellen, dass noch was ganz anderes dann brechen wird. Ja. Dass es vielleicht dann rauskommt, wer es gewesen ist. Und es waren vielleicht auch mehrere, die mitgeholfen haben, also Mitwisser sozusagen. Vielleicht auch ein Mittäter. Aber dass er das alleine gemacht hat und sie da irgendwo, jetzt, ich rede jetzt böse, ist aber nicht so gemeint, da in den Zwingung reingeladen hat, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja. Das geht gar nicht. Also ich glaube das nicht, dass er das war. Nein. Also, dass er das alleine da so verbracht hat, so wie es ja womöglich gewesen sein könnte. Hm. Ach, meinst du jetzt allein so ein Körper ja. in ja. Du, da hat, ja. hat mir ein Zuschauer, ich habe es noch nicht runtergeladen zum Zeigen, ja. Das werde ich jetzt aber am kommenden Sonntag zeigen, der hat wahrhaftig so sich Mühe gegeben und so eine Puppe mit Sand befüllt, also so Plastiksäcke, die aus wie ein Mensch aussehen, ja, ja. Und da Sand reingefüllt, sodass es auch mit dem Kilo, mit dem Gewicht hinkommt. Und dann okay. gezeigt, wie man das ins Auto verfrachten kann. Und das hat er geschafft. In den Twingo? In den Twingo, ja. Okay. Also jetzt weiß ich nicht, ob das auch ein Twingo war, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber er hat das aber in den Kofferraum bekommen. Okay, gut. Frage ist, wie groß war er? Wie viel wiegt er? Wie kräftig ist er? Ist er vergleichbar wie mit Florian? Ja, nein. Die Frage würde ich mir jetzt stellen. Wenn man das natürlich 1:1 so ungefähr, wie man Daumen machen kann. Ja, man sieht ihn in dem Video. Ich werde das, wie gesagt, am Sonntag mal zeigen. Er hat es mir ja geschickt. Ja, okay. War schon ganz interessant. Ja. Also, ja, so eine ähnliche Statur wie Florian. Genau. Okay. Kann man schon sagen. So, Bernie, ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch, oh, den ich komme auch nicht auf irgendeine tolle Idee dabei. Und zwar, Rebecca wurde zum letzten Mal gesehen, von Donnerstag auf Freitag die Nacht, also Freitag morgens um 1 Uhr mit ihrer Freundin war sie an der Tankstelle. Da gibt's auch Bilder von. Mhm. Da waren wohl auch noch irgendwelche Jungs dabei mit, keine Ahnung. Dann soll es so gewesen sein, dass sie danach mit Vivian telefoniert hat. Also da gab es auch noch irgendwie Stress. Und dann verliert sich ja eigentlich die Spur. Ja. Also wer hat sie außer den Familienmitgliedern seit Freitag Nacht 1 Uhr, also 1:10 Uhr, sagen wir mal, noch gesehen? Wer? Oder wer hatte Kontakt von den Freundinnen noch? Ja. Ja, obwohl, aber da muss es telefonisch gewesen sein. Was, ja, ja. Wenn die alle Familienmitglieder Zugang zu ihren Daten haben, zu ihren Telefonen, zu ihren Social Medias und so, dann da können die ja alles machen. Also ich will also, keinem was unterstellen, das sollte man nur bedenken. Ja, ja, ist richtig. Ne? Ja. Ja, oder. Ja. Aber war das nicht so, habe ich hier nicht das falsche in Erinnerung, dass Rebecca noch ein Foto an dem Sonntagabend, wo die bei Pizza essen waren, zusammen mit ihrer Schwester, jemand verschickt hat? Das weiß ich nicht. Das kann durchaus sein. Ja. Das kann aber auch ein Bild aus der Galerie gewesen sein, wo sie mal irgendwann mit ihrer Schwester essen war. Also ich sag's nur, ja, wir wissen diese Daten nicht. Und ich sag immer, wir brauchten eigentlich die Akte von den Ermittlungsbehörden, um dann das Ganze mal so zu verfolgen. Weil wir können nur spekulieren. Und natürlich wird es wild. Und der eine erzählt dies, der andere das. Der andere hat die Idee, der andere die eine andere. Ja, ist normal. Hier schreibt jemand, sie soll am Samstag noch Fotos ausgedruckt haben bei DM. Das wurde sicherlich überprüft. Okay, gut. Hm. Dann war sie da ja auf jeden Fall noch dann da. Das ist ja schon mal gut, ja. Sozusagen. Hm. Bis dahin haben wir es dann schon mal. So, und was war dann danach? Ja. Ich weiß, dass die sich wohl nochmal getroffen haben, weil es dann nochmal Stress gegeben hat. Irgendwas war da doch noch mit der Familie, dass die da
gesessen haben, oder was habe ich da gehört? Wie meinst du gesessen haben? Das weiß ich, das muss auch an diesem Samstag wohl gewesen sein. Aber da weiß ich halt nicht, war Rebecca dabei? Ja, nein. Oder haben die da unter sich nur geredet? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also wenn sie da noch gelebt hat, kann man ja schon davon ausgehen, dass die am Samstag mit am Tisch gesessen hat. So. Hm. Ja. Aber ja, und wann sie dann ermordet wurde oder weggekommen ist oder was auch immer, das wissen sie ja nicht. Genau. Das kann ja dann nur ab dem Samstag, was weiß ich, ab wie viel Uhr bis, bis wann eigentlich, ja. Ja. Und Florian, wenn er bei dieser Weihnachtsfeier war, das ist übrigens üblich in der Gastronomie, ja, dass die sonntags dann feten. Meine Eltern haben selber eine Gastro gehabt. Ich weiß, wie das Leben da ist und dass das sehr hart ist. Das kann durchaus sein, dass die wirklich diese Weihnachtsfeier am Sonntag stattgefunden hat und montags ist dann auch oftmals in den Gaststätten frei. Montag, sagt man auch dazu. So. Das kann durchaus sein. Aber wer sagt denn, dass der Kollege von ihm dann auch die Wahrheit spricht, ne? Wann er ihn nach Hause gebracht hat. Vielleicht war er auch schon eher zu Hause. Stimmt. Weiß man? Oder vielleicht war Rebecca mit Jessica auch da bei dieser Weihnachtsfeier. Vielleicht kannten die sich und er gesagt, Mensch, kommt doch rum oder so. Wir wissen es nicht. Na, das geht ja schlecht mit dem Kleinkind, ne? Ach ja, das ist ja auch noch so eine Sache. Das ist mir auch mal durch den Kopf gegangen. Woher wissen wir denn, dass das Kind auch bei ihr geschlafen hat? Sie hätte ja auch morgens zu ihrer Mutter fahren können oder ihre Mutter, die Mutter ja nicht das Kind, sie hat das Kind ja abgegeben da in der Kita. Ja. Könnte ja auch sein, dass das Kind gar nicht da war. Das heißt, sie fährt erst zu der Mutter, holt das Kind und fährt dann in die Kita. Ja. Oder geht mit dem Kind dann zur Kita. Also geht erst nach Hause und dann hätte ja sein können. Oder sie mit dem Auto, fährt dann zurück. Aber warum sollten die denn da lügen? Das verstehe ich immer noch nicht. Weil du bist der Meinung, dass eventuell vor dem Montagmorgen schon was passiert ist mit Rebecca? Ja. Okay. Oder in der Nacht halt von Sonntag auf Montag beispielsweise. Ja. Na, wenn man jetzt den Ermittlungsbehörden jetzt Glauben schenkt und die sagen, sie kann lebend das Haus nicht verlassen haben alleine, also logischerweise, dann muss es ja in dem Zeitraum gewesen sein. Ja. Wenn die Daten stimmen. Ja. Naja. Ha. Das ist, geht dir das ähnlich? Du hast ja eigentlich eine feste Meinung und es kann, also bis zum gewissen Punkt muss das so und so gewesen sein. Danach ist unklar. So, jetzt kippt der Punkt aber. Weißt du? Ja. Und du denkst, Mensch, vielleicht ist es ja wirklich, ne, vorher schon passiert und dann versuchst du da wieder den Faden aufzunehmen. Genau. Und da kommst du, und je mehr du darüber nachdenkst, umso mehr verworrener wird das alles. Ja. Ja, und dann letztendlich landet man dann doch wieder da und dann denkt man sich wieder, naja, jetzt hat der eine das auch noch geschrieben oder das habe ich jetzt noch gehört. Und dann kommt so ein, ja, bei mir merke ich das ja auch, ne? Dann kommt so ein Wirrwarr. Und dann sagt man dies und dann sagt man das noch. Und das, ach das, wenn das jetzt wirklich so war, dann haben wir das nicht bedacht. Weißt du, so wie so eine Kanone, die auf einmal dann auf einen ballert und der Kopf dann anfängt wieder neu zu rattern. Also, ja, ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich zur Polizei gehen und sagen, so, ich weiß das und das und so, die Angaben kann ich machen. Wenn ich helfen könnte, würde ich es machen. Ich kann es aber leider nicht. Ja. Ich wohne nicht bei euch in der Nähe. Wo wohnst du denn? Ach Gottchen, in Südniedersachsen, in Göttingen. In Göttingen? Ja, in Göttingen bin ich dann nochmal gelandet. Eigentlich komme ich aus Höxter. Aus was? Bei Paderborn. Aus Höxter, bei Paderborn. Ach, aus Höxter. Da habe ich mal gewohnt, ja. Oh, hast du die gekannt? Nee. Die Frauke Liebs? Nee, nicht meinst die Frauke Liebs, sondern die anderen kamen aus Höxter, ne? Die habe ich Gott sei Dank nicht gekannt. Aber das war für mich, da habe ich gedacht, ey, Anke, was ist das denn hier? Hilfe! Ja, das hätte auch nie jemand da gedacht. Also ich kenne mich da ja auch ein bisschen aus. Also Alwachsen ist ja nicht ganz so weit von Wasserborn entfernt. Ja. Nee, hätte ich nie geglaubt. Ja. Nee. Ja. Never ever. Aber wenn man die so... Ja, man soll ja die Leute nicht so verurteilen, aber als ich die dann so sah, wie die da im Gericht drei waren und alle solche Hilfe. Wie schrecklich.
Diese Frau sah schon gruselig aus, ne? Ja, eigentlich so. total. Ja. Und dieser Wilfried, oder wie der heißt, der hat ja auch keine Kuh, ne? Der hat ja irgendwie nur, weiß ich nicht, 35 oder so, hatten sie gesagt. Also, das ging ja wohl immer alles von ihr aus. Ja. Und er war so ein Trottel und hat gesagt, oh ja, gut. Ja, aber muss man darauf achten, wie er vor Gericht aufgetreten ist, ne? Mit Anzug, mit Krawatte, mit gestylten Haaren, die noch übrig waren. Ja, also der kam sich, ich schätze ihn so ein, der kam sich unwiderstehlich vor. Ja, und hat das Ganze noch verschlimmert. Ja. Das ist ja bei vielen so, die kommen sich unwiderstehlich vor, ne? Und dann denkst du, oh, was ist das denn? Ne? Ja. Ja. Oh nee, hier ist was los, ey. Oh nee. Aber mit Frau Liebster, übrigens habe ich auch mal bei Paderborn gewohnt, bin auf die rumgekommen, wie man hört. Aber die habe ich leider auch nicht gekannt. Auch nicht die Familie. Also ich habe Verwandtschaft in Bad Rieburg wohnen, aber die Frau Lietz kenne ich jetzt, die Mutter von ihr, leider auch nicht. Ja. Hm. Aber auch ganz schrecklich, ne? Und wenn man das jetzt, das Schlimme ist ja, was wir auch machen, wir vergleichen das jetzt. Also wir sagen jetzt, Frau Lietz hat so und so reagiert, die hat jetzt über 20 Jahre oder was oder noch länger gesucht, den Mörder zu finden sozusagen. Und jetzt stülpen wir das praktisch auf die andere Familie drauf. Also man kann das zwar machen, aber ich finde es nicht fair. Ja. Weil jeder ist ja anders und jeder Charakter ist anders. Und wenn die sich dazu entschlossen haben, so jetzt ist Feierabend hier mit der Öffentlichkeit, obwohl ich das übrigens auch nicht verstehen kann, weil wenn doch mein Kind weg ist, egal ob ich weiß ja nicht, ob es noch lebt oder nicht, dann setze ich doch alles, aber auch wirklich alles in Bewegung. Mhm. Und bitte jeden um Hilfe. Ja, klar. Und da ist auf einmal plötzlich, zack, kommt der Sprung und dann heißt es, nee, wir ziehen uns jetzt zurück aus der Öffentlichkeit, wir geben kein Interview mehr, ist alles vorbei. Das ist der springende Punkt, den ich bis heute nicht verstehe. Was um Himmels Willen ist da passiert, dass die so knallhart da raus sind? Ich frage mich ja manchmal, die werden mit Sicherheit nicht jede Sendung hier verfolgen, ne? Aber hin und wieder werden sie sicherlich mal reingucken aus Neugier. Und mich würde es mal wirklich interessieren, was sie denken. Hält der irgendwann mal die Fresse, dieser Penner oder so? Oder weißt du, in dieser Art? Oder sagen die, eigentlich könnte man ja, ne, froh sein, dass das am Leben gehalten wird. Und ja, aber wenn ich dann andere Hörer, die ja auch in der Schweiz zum Beispiel, ist ja auch so ein Mädel gewesen, die war übrigens bei den Leuten, die du vorhin erwähnt hast, da in dem einen Kanal, die magst du ja nicht da, ne? Diese Kritik, also da bei TikTok war das. Ja. Und da war dieses Mädchen live im Chat, bei denen live zugeschaltet. So. Und dieses Mädchen aus der Schweiz erzählte dann, dass sie damals eben auch nach Rebecca gesucht hat, also das einfach so auch auf ihr Profil gemacht hatte, auch gerade bei Insta. Ja. Und dann hat sie wohl von einer Schwester, sie konnte sich aber nicht mal an den Namen erinnern, eine Nachricht bekommen, sie möge das bitte lassen. Ja, und zwar sofort. Und weil das wird sowieso nichts bringen und sie möchten das gar nicht. So. Und dann sagt sie in dem Live noch, das habe ich nicht verstanden. Und ich wollte ja dieses Mädchen verstehen, warum, es geht doch um deine Schwester. Ne? So. Ja. Die war ganz erstaunt. Und dann ist Folgendes passiert, dann hat sie das dann auch wohl runtergenommen, ja. Aber dann wurde ihr Account sogar gehackt, ja. Und sie hat seitdem keinen Zugriff mehr drauf. Und dann hat der Herr T. dann gesagt, pass mal auf, Mädel, das ist natürlich deine Entscheidung, aber ich würde da gucken, dass du da zur Polizei gehst, ja, und dass da mal nachgeschaut wird, weil die haben auf jeden Fall Zugriff dann noch, wer war das damals und warum, also dann können sie ja folgen, so nach dem Motto. Ja, ja. Ob das jetzt stimmt, wissen wir nicht, aber dieses Mädel kam aus meiner Sicht sehr authentisch und sehr ehrlich rüber. Die war vielleicht, weiß ich nicht, 16 oder 17, keine Ahnung, 16 vielleicht. Ja.
Leute, ihr müsst mir da helfen im Chat. Ich lese auch gar nicht mit. Oh Gott, oh Gott. Ich auch nicht. Ich habe immer mal ein Auge drauf, aber. Viel Hate hier bestimmt schon. Nein. Nein. Hundertprozentig. Nein, ganz im Gegenteil. Nein. Denk nicht immer so negativ. Ja, hast du recht, Bernie. Positiv. Ja. Ja. Ja, so war das damals, aber gut. Irgendeiner, also ich fand es jedenfalls authentisch. Jemand hat mir vor ein paar Tagen, das fand ich total interessant, ein Video zugeschickt aus Instagram. Ja. Und da sagt einer, war das ein Psychologe oder irgendwas, der sagte, warte mal, jetzt muss ich das zusammenkriegen. Wer schuldig ist, der hasst Fragen. Und wer nicht schuldig ist, der liebt Fragen. Was ich meine? Okay. Also sag nochmal, ich bin gerade hier. Leider. Also wer schuldig ist, ja, der hasst Nachfragen. Ja. Und wer nicht schuldig ist, der liebt Nachfragen. Ja. Ja. Und so könnte man das jetzt schon mit dem Tatverdächtigen vergleichen. Ne? Ja, so könnte man das in Verbindung bringen. Da hast du vollkommen recht. Hm. Weil nichts sagen, das sagt ja auch jeder Anwalt. Jeder Anwalt sagt dir erstmal gar nichts sagen. So. Aber wenn das natürlich dann so weit geht, dass er trotzdem eigentlich noch frei rumläuft und dann immer wieder diese Anschuldigungen kommen, auch von außen, dass da die Anwälte nicht eingreift, da muss ich sagen, wie kommt das denn? Mhm. Weil sie könnte dagegen nämlich vorgehen. Ja. Macht sie aber nicht. Mhm. Ja, ja. Und das, weißt du, das, da denke ich dann auch so, komisch. Mhm. Ja. Ja, das ist, wie gesagt, man versucht sich ja manchmal so hineinzuversetzen, ja. Und wenn ich jetzt an dieser Stelle wäre und ich würde verdächtigt werden, jemanden umgebracht zu haben, auch noch meine Schwägerin, also die Schwester von meiner eigenen Frau, also innerhalb der Familie jemanden umgebracht zu haben. Und ich war es nicht, ich weiß genau, ich war es nicht. Dann würde ich doch sagen, Leute, fragt mich, was wollt ihr wissen? Ich beantworte euch alles. Dann können wir das aufklären. Ne? Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich meine Gründe dafür. Ja, vor allem, weil die Polizei muss ihm ja jetzt nachweisen. Ihm muss nachgewiesen werden, dass er damit was zu tun hat. Und zwar zwei Personen. Weil es waren schon zwei Durchsuchungsbeschlüsse. Ja. Und es waren ja auch schon zwei Anklagen. Anklagen nicht, nee. Halt, stopp. Halt. Nein, es war keine Anklage. Nein. Verhaftung so. Und ein Richter, der sagt nicht umsonst dann beim dritten Mal, wenn es einen Durchsuchungsbeschluss geben würde, dann einfach so mal lapidar, ja, dann müssen schon Beweise. Genau, richtig. Sonst würden, wenn jetzt nichts Dringliches wäre, wenn die Polizei oder die Staatsanwaltschaft ankommt und sagt, ja, Herr Richter, wir brauchen nochmal einen Durchsuchungsbeschluss, sonst fragt der Richter, warum, wieso, weshalb, was ist los? Genau. Und wenn die jetzt mit fadenscheinigen Gründen so ne, irgendwie was nicht relevant ist, dann sagt der Richter, tut mir leid, Leute, dafür kann ich keinen Durchsuchungsbeschluss ausstellen. Ne? Reicht nicht, genau. Reicht mir nicht so, kann ich nicht untermauern, kann ich nicht verantworten. Richtig. Genau, richtig. Und dann kommt es natürlich auch so weit, deswegen sagen die ja auch, uns fehlen noch Beweise. Weil die Indizien reichen nicht aus, um einen Indizienprozess fehlerfrei sozusagen zu führen. Weil dann noch diese, da sind noch offene Schubladen, sag ich mal. Genau, richtig. Ja? Ja. Und deswegen kann es nicht zu einer Anklage kommen, weil wenn die das jetzt machen würden und die wird, ja, der Richter sagt dann nachher, nö, ist nicht, dann da kann er für die Tat, selbst wenn es später ja herauskommt, dass er es vielleicht war, ja, kann er nicht dann mehr kann er dafür nicht, genau, so. Und deswegen sind die da auch so vorsichtig. Richtig. Und ich glaube auch, dass die Beweise nicht reichen. Ganz ehrlich. Hm. Die reichen nicht. Und vielleicht wollen sie sich auch selber gar keine Fehler eingestehen, weil man weiß es ja nicht. Ja. Genau. Ja, weil sonst wäre der doch mit dem Bau. Ja, klar. Ne? Ja. Also das wäre ja lachhaft, wenn die jetzt da Beweise haben und die lassen sich nicht im Bau rein. Also das wäre ja völlig absurd. Ja. Genau. Oh, also dieser Kopf, den man sich da macht, das ist echt irre. Ja. Wirklich, ey.
Vor allen Dingen, wenn ich an gestern Abend denke, wie gesagt, wann bin ich denn live gegangen? 20 Uhr, dann war eine Stunde das Interview, dann war ich 2 Stunden live. Dann haben Da Vinci und ich jetzt noch jede Menge Nachrichten hin und her geschickt. Ich glaube, ich bin irgendwann, wann ich einschlafen konnte, morgens um 4 oder so. Und dann bin ich, und um 7:30 bin ich wieder aufgestanden. Oh mein Gott. Und war um 9 Uhr im Büro. Doch, und dann habe ich den ganzen Tag im Büro verbracht bis um 6. Und dann gucke ich mir vorhin, Da Vinci ist dann um 8 Uhr live gegangen, dann habe ich da mehr oder weniger nebenbei geguckt, habe dann noch hier ein bisschen Wäsche gemacht, habe mir was zu essen gemacht und dann bin ich schon wieder auch um 23 Uhr live gegangen. Ja. Habe ich mir auch gedacht, das kannst du gar nicht so über längeren Zeitraum durchhalten, das geht ja gar nicht, ne? Ja, das ist schon verrückt, ne? Ja. Also für deine Gesundheit, da muss man ein bisschen drauf achten, ne? Wenn da mal so ein kleines Wehwehchen kommt, ne? Dann auch mal Pause einlegen, ja, ne? Ja. Und auch mal vielleicht ein kleines Nickerchen machen. Aber du mit deinen Zigaretten und Kaffee, da sind wir uns eh d'accord. Ich bin ja auch so eine Verrückte. Naja, so viel. Ich mach das auch gern. So viel Kaffee trinke ich eigentlich nicht so gut. An der Arbeit trinkt man so 3-4 Latte Macchiato. Ne, das ist ja nicht so ein starker Kaffee. Mehr trinke ich auch nicht. Nee. Morgens, bevor ich hier zur Arbeit gehe, dann so 1-2 Tassen Filterkaffee. Milden Kaffee. Ich hole immer milden Kaffee. Mit Milch, aber ohne Zucker. Und und abends vielleicht auch nochmal eine Tasse Kaffee. Das war's. Aber gestern habe ich es gemerkt. Okay. Gestern beim Live habe ich es gemerkt. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen gehabt, nur 2 Kaffee getrunken gehabt. Und da war mir ein bisschen schummrig ein paar Minuten. Ach, das habe ich gemerkt. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja. Das ist doch ein bisschen zu wenig. Ja. Da habe ich auch gedacht, habe ich auch eine Minute hier auf Pause gemacht und bin erstmal was trinken gegangen. Ja. Das ist, wie sagt man, im Alter merkt man das gar nicht mehr, dass man eigentlich Wasser benötigt, ne? Stimmt. Ja, und deswegen muss man automatisch, man muss das irgendwie so einen Automatismus reinbekommen, dass man jeden Tag, was weiß ich, 1,5-2 Liter Wasser trinkt oder so. Ja, wo irgendwie alle 1,5 Stunden sich so ein Weckerchen stellen und dann so, hallo, bitte trinken, auch wenn du jetzt keinen Durst hast. Ja. Ja. So nach dem Motto, ne? So nach Tamagotchi-mäßig, ne, damals? Ja, genau. Hast du auch regelmäßig füttern und Wasser geben müssen, ne? Das war doch in den 90ern, ne? Oder, oh ach, Gott, noch, nee, noch früher. Das war noch früher. Ach, das war 80er oder nee, 70er, 80er. Anfang. Also 70er kann nicht sein, das hätte ich noch gewusst. Nee. Anfang 80er muss das gewesen sein, irgendwie so. Ja, gut. Ja. Okay, ja. Damals kamen ja dann die ersten Gameboys auch raus, weiß ich noch, wo ich meiner Tochter den ersten Gameboy gekauft hatte. Nee, das war Ende der 80er, meine Tochter ist 87 geboren. Ja. Da Anfang 90er Jahre, der erste Gameboy da, irgendwas war da, ja. 80er kam Gameboy und Tamagotchi kam, glaube ich. Ja, Anfang 90er oder so. Du, ich kann mich noch zurückerinnern, wo der allererste, wir haben ja früher in der Schule, haben ja keine Taschenrechner gehabt, um Gottes Willen, da gab es ja sowas noch gar nicht. Da haben wir Rechenschieber gehabt. Kennst du Rechenschieber? Ja, kenne ich noch. Ja. Wunderbar, das ging wunderbar. Und ich weiß noch ganz genau, da war ich, wie alt war ich da, 12 oder so vielleicht, wo mein Vater mir 50 Mark in die Hand drückt und sagt, geh doch mal da runter hier zu dem Geschäft so und so, hol mal einen Taschenrechner. Der hatte wahrhaftig 50 Mark gekostet, so ein Taschenrechner. Der konnte plus, minus, geteilt und mal. Na, immerhin. Das war der erste Taschenrechner, der auf den Markt kam. Genial. Ja. Und den hast du dir dann gekauft? 50 Mark. Ja. Von dem Geld deines Papas. Das ja. Ist ja irre. Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Bernie zieht los und kauft sich einen nee, ich weiß gar nicht mehr, ob mein Vater den benötigt hatte. Ich habe den auf jeden Fall geholt. Ob ich den jetzt später benutzt habe oder mein Vater, ich weiß es nicht mehr. Das kann ich dir nicht mehr sagen. Ach so. Hm. Ich habe jetzt gedacht, ja cool, der Papa gibt ihm jetzt 50 Euro, wird einen Taschenrechner gekauft. Ja, Bernie, Sieg für dich, ne, für die Schule, optimal. Nee. Und jetzt sagst du mir, weiß ich
gar nicht mehr. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man das in der Schule überhaupt benutzen durfte, damals ein Taschenrechner, als die rauskamen. Ach Gott. Ja, nee, ich nicht. Ich musste das noch alles anders machen. Ja. Ja. Ja, früher war noch alles anders, oder? Heute denkt man, was haben wir denn früher ohne Computer gemacht? Ja, genau. Ja. Oh, da fallen mir ganz tolle Sachen ein, die ich damals gemacht habe. Also, ja. Aber die Zeit ändert sich. Es soll der Wandel sein und das ist auch gut so. Und, ja. Oder 19, ja. Anfang der 70er Jahre. Meinen Eltern den ersten Farbfernseher zu Hause. Das war ein grässlich grelles Bild, aber farbig. Und wir haben alle fasziniert vor dem Fernseher gehangen, dachte, farbiges Bild. Ja. Bernie, wir sind voll vom Thema ab. Ich hoffe nicht, dass ich schon langweilen. Heute Abend ist ja kein normaler Livestream, wo man nur jetzt über das eine Thema. Das war jetzt eigentlich, ich bin jetzt eigentlich nur mal live gekommen, um das von gestern nochmal aufzuklären mit diesem Interview, wo Katharina vor allen Dingen so angegangen wurde, um das nochmal klarzustellen. Ansonsten war kein Thema groß jetzt Rebecca Reusch heute Abend oder so, ne? Das ist Donnerstag. Wir haben heute Donnerstag. Nee, hä? Was haben wir denn heute? Montag? Nee, wir haben heute Montag. Ich bin schon total. Donnerstag geht's weiter. So. Mit Rebecca Reusch. Nee, ja. Das war einfach nur mal so. Das war wirklich 2 Stunden vorher, wo ich mir gedacht habe, du musst da jetzt noch mal einiges aufklären. Und das habe ich am Anfang des Lives hier auch getan. Ein bisschen auch lauter geworden. Und das musste auch mal sein. Aber. Ja. Egal wie laut ich ja werde, ich weiß ja, dass die Leute das gar nicht beeindruckt. Ja? Nein, nur natürlich ich, nicht, aber du wirst deinen Frust mal los und das ist auch wichtig ja, und auch angemessen in dem Fall, finde ich. Ja, und wie gesagt, ich kenne zumindest von dieser Betreiberin dieses Facebook-Accounts, kenne ich ja den Klarnamen und auch die Adresse. Ja, also, ja. Und die müssen einfach ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Mich können sie angehen, was mich eigentlich auch stört, aber damit kann ich leben, das übergehe ich dann und interessiert mich nicht. Aber wenn es ein 20-jähriges Mädchen, das für uns sich da hinsetzt und mit uns ein Interview macht, dermaßen angehen, dermaßen mobben, das geht nicht. Und da muss ich einschreiten, Ne? Würde ich sogar vorschlagen, macht eine Unterlassungsklage. Bühne auch zur Not. Aber ich will das jetzt auch gar nicht weiter aufhören. Nein, Quatsch. Mhm. Also einfach mal klare Ansage machen und wenn die da nicht aufhören, weiteren Schritt gehen. Weißt du, wo ich so froh bin, ehrlich gesagt, ich hatte nie eine Rechtsschutzversicherung. Hab gedacht, da brauchst du mit. Da habe ich mir gedacht, bist du eigentlich bescheuert? Warum hast du keine Rechtsschutzversicherung? Ich habe inzwischen eine. Und mit keiner Zuzahlung, null Zuzahlung. Das heißt, ich kann jederzeit zum Anwalt gehen und sagen, so, leg mal los, das und das ist passiert, ran an die, ran an den Speck. Ne? Ja. Also da bin ich ganz froh drüber und das werde ich auch in solchen Fällen, wenn das nicht aufhört, werde ich das natürlich auch ausnutzen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Musst du sogar dann. Ja. Also ich finde auch so, du hast ja auch irgendwo noch so eine Verantwortung, nicht nur dir alleine gegenüber, die natürlich als erstes, logischerweise, aber eben auch den Menschen, wenn du da Interviews führst, als auch den Anrufern manchmal gegenüber, also ich will jetzt nicht ganz so dramatisch sagen für unsere Community hier, aber wenn du Gäste hast und die werden dann so hart angegangen, auch ob das jetzt bei Da Vinci oder bei jemand anderes wäre, das ist einfach ein No-Go. Das brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Wer das nicht kapiert im Leben, der hat das Leben noch nicht verstanden. Tut mir leid. Richtig, genau so ist es. So. Also, nee, da kann ich nicht mit umgehen, mit sowas. Ja, will ich auch gar nicht. Die lasse ich auch gar nicht in mein Leben rein. Genau. Ja. Brauchen wir nicht. Ja, positive Menschen. Ich habe denen ja einen Riegel vorgeschoben. Bei mir kommen die ja gar nicht mehr rein. Bei mir haben sie überhaupt keine Chance mehr. Aber die sind jetzt ausgewichen, weil ich jetzt mit der Da Vinci da dieses Video gemacht hatte, ne, und Video und Da Vinci halt diese Kommentare offen hat. Und da ist halt dann Feuer frei. Und da wittern die dann Morgenluft und sagen, oh, jetzt müssen wir aber hier, ne, dagegen. Ja, klar. Ne?
Ja. Ich habe was entdeckt. Ich habe eine Plattform, wo wir uns mal wieder treffen könnten. Genau, ich hab ein Schlupfloch entdeckt. Ne? Genau. Und jetzt geht's wieder Kommt los. Mal alle mit. Ja, genau. Ja, das ist natürlich völlig absurd. Aber auch es hat ja auch was Gutes. Wir dürfen das ja nicht nur negativ jetzt sehen, sondern wir müssen ja jetzt auch mal sagen, das ist jetzt gut für Da Vinci, weil die hat ja nämlich schon mal gleich alle rausgekegelt, hoffe ich noch. Und damit haben die auch bei ihm keine Chance mehr. Und wenn andere kommen, die da doofe Kommentare machen, direkt erst gar nicht rausgehen, den Kommentar, dann genau. Kommt das auch nicht auf. Genau, ja, ja richtig. Denke ich das, ja. Genau. Oh Gott, jetzt haben wir, wie lange haben wir, oh Gott, wie lange haben wir jetzt telefoniert? Bernie. Wir haben eine Stunde telefoniert. Was? 58 Minuten. Mir kommt das schon, oh Gott, mir kommt das viel länger vor. Oh Gott. Wahnsinn, ich oder? 2 Stunden, die ganze Community, die ist schon schlafen gegangen. Ja. Weil wir immer, ne? Ja. Oh Gott. Hier wird so 2.762 Zuschauer um diese Uhrzeit angezeigt, aber die sind wahrscheinlich gerne am Schlafen, mehr oder weniger. Ja, ja. Und hören nur noch unsere Stimmen und sagen, ach, wie angenehm, da noch ne, bei sowas einzuschlafen. Ja, ja. Ne? Wenn es wieder spannend wird, dann erhebt sich die Stimme wieder, dann werden wir wieder wach. Ja. Nee, aber schön, dass ich durchgekommen bin mal bei dir. War auch das erste Mal, dass ich es probiert habe. Ja. Ich hatte mich ja, wie gesagt, auch erst immer so zurückgehalten, weil ich dachte, nee, ne? Ja, aber das war... War sehr, aber sehr schön, mit dir zu reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke, der Chat hier, die Zuschauer, waren auch angetan davon. Das ist ja toll zu sein, dass du dich auch gefreut hast. Vor allen Dingen hast du auch eine sehr angenehme Stimme, ja, und kannst dich auch ausdrücken vernünftig, ne? Ja, danke schön, Bernie. Bitte schön. Kann ich ja nur zurückgeben. Dankeschön. Sehr gerne. Ja. So. Hast du schon mitbekommen, was wir jetzt, nee, warst du vorhin bei Da Vinci mal im Dinges gewesen? Im Live? Nee. Da hat man eigentlich so mehr oder weniger auch Spaß, weil da wollten sie irgendwie Da Vinci verkuppeln. Und der hat sich ja natürlich gegen gewehrt, ne, David, wenn du hier noch mit zuschaust, hast du dich ja ein bisschen gegen gewehrt. Und da habe ich mal auf Spaß gesagt, wir müssen mal so eine Kuppelshow machen. Ja. Müssen wir mal irgendwie uns was einfallen lassen, dass wir hier wirklich die Leute irgendwie, die Single sind, irgendwie zusammenbringen. Ja, ja, das wäre ja auch interessant. Das wäre mal interessant, oder? Das gibt es wahrscheinlich hier auch noch nicht bei YouTube. Ich glaube, das sollte dann lieber im privaten Rahmen bleiben, anstatt das nachher irgendwie in die Öffentlichkeit so rauszuversorgen. Ja, aber so Herzblatt-mäßig. Kennst du noch die Sendung Herzblatt? Ja, natürlich kenne ich noch. Ja, Rudi Carrell ganz früher. Ja. Und dann, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie alle genau. Rudi Carrell und Jörg Pilawa und Bernhard Brennrich. Ach Gottchen, ja. Und hier, wie hieß er? Kai Pflaume? Ja, das war nur die Liebe zählt, ne? Nur die Liebe zählt, genau. So genau. Was in dieser Art mal so irgendwas zu machen. Dann müssen wir mal überlegen, ob wir da irgendwie was hinkriegen. Wäre mal ganz interessant. Ja, oder man trifft sich einfach ganz normal man kann ja auch so ein Speed-Dating machen. Ja. Ne, du hattest ja schon mal sowas anversiert, dass du eine Lokalität ausgewählt hattest, auch euer Treffen. Mhm. Hatten sich aber zu wenig gemeldet, auch an dem Sonntag. Was du da ja machen wolltest, mal einfach über Rebecca zu reden. Mhm. Und da könnte man das zum Beispiel ja wunderprächtig machen, so weit zurück. Wer da Interesse denn hat, ne? Und ja, warum nicht? Was schreibt hier Katrin Schmidt? Die hat schon den ganzen Abend irgendwie ein bisschen Blödsinn geschrieben. Jetzt schreibt sie da wahrhaftig, warte mal, hatte er sich neulich erst mit einer im Kaffee verabredet? Ist wohl nichts geworden? Fragezeichen. Hä? Ich habe mich mit jemandem hier aus den Chatten im Kaffee verabredet, da wisst ihr ja was von. Hallo? Meinen Sie die Eule? Keine Ahnung. Oh Leute. Ja, und selbst wenn, ja, und dann war die war es halt nicht, dann kommt die nächste. Nee. Ja, so einfach. Nee. Also hier, nein, das würde ich. Das ist jetzt einfach so salopp, weil. Ja, nee. Man merkt das ja, ob die Chemie passt dann oder nicht, ist voll egal.
Ja, aber sag mal, will ich den Chat hier ausnutzen, um dann meine Herzdame zu finden? Nein. Ausnutzen würde ich das gar nicht betiteln. Doch, das wäre so. Nee. Oh, Ja, nee. doch, das würde ich vorgehalten bekommen. Hundertprozentig, hundertprozentig. Der macht das nur, um an Frauen dran zu kommen. Ja, und selbst wenn, und? Von dir ein Problem, aber nicht du. Du hast ja kein Problem mehr, weil du hast anscheinend deine Platten gefunden. Ja, Ja. also sonst ist dir das ja auch egal eigentlich, was die Leute Ja. denken. Hast du mal David, irgendwann mal gesagt, glaube ich. ja. David, wenn du hier noch zuschaust, wir müssen demnächst mal eine Kuppelshow machen. Da müssen wir uns was ausdenken. Das ist ja wirklich interessant. Ich denke mal, bist du zufällig Single oder bist du verheiratet? Weder noch. Das ist auch nicht schlecht. Weder noch. Okay. Bist du Frau oder Mann? Weder noch. So ganz genau. Nein, ich bin schon eine Frau, ne? Also so ist es jetzt nicht. Ah, so lustig heute, echt. Tut auch mal gut, wieder so zu lachen. Ja. Au. Ja, aber jetzt nochmal zu der Frage, nicht weil ich dich jetzt Ja. anbaggern will, verstehe es bitte nicht falsch. Und auch der Chat Oh, bitte nicht sehr falsch lieb. verstehen. Bist du jetzt Nein, Single oder bist du kein Single? ich bin hier in der Partnerschaft. In der was? In der Patenschaft? Ja, Partnerschaft. Ach so. Ich habe meinen Lebensgefährten sozusagen, ich bin Ach also nicht so. verheiratet. Okay, dann bist du draußen. Dann bist du schon mal draußen aus der Kuppelshow. Außer du willst was anderes kennenlernen, kann ja auch sein, dass er sagt, Mensch, der ist schon hier, keine Ahnung, ich muss mal was Neues haben. Ja. Unfassbar. Wie lange bist du denn schon Junge. in der Partnerschaft? 4 Jahre. 4 Jahre schon. Yep. Darf ich fragen, wie alt du bist? Oh. Die berühmte Frage an die Frauen. Ja, ich bin 46, ich werde 47. Hätte ich fast gedacht, ja. Siehst du? Ja. Ja, von der Art, wie du sprichst und so weiter, ne? Also, Ja. das ist nicht mehr. Du bist ja nicht alt, um Gottes Willen. Du bist ja Ach, Bernie, im, komm, nein, jetzt hast du es vorhin schon du rein. bist doch im super Alter, hör mal zu. Na, sag mal. Oh, weia. 47, da war ich vor 50 Jahren. Ne? Ja, noch bin ich 46. Ich lege da sehr viel Wert drauf. Ich habe da so ein, ja, ich bin da diese voll jetzt schon so, Und also in so, 10 Jahren bist du dauernde 49 wahrscheinlich. Ja. 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 Gibt ja auch viele Frauen, die sind dauernd 39 über Jahre hinaus. Ja, so das, ja, das könnte ich mir auch noch vorstellen, Aber wenn aber. wir, aber wenn wir jetzt schon mal im privaten Bereich sind, warst du mal verheiratet? Nee, weil ich habe immer gesagt, wenn ich heirate, dann mein Mann. Und dann sollte das auch gewesen sein. Aber du bist ja Und nicht dadurch, dass ich aber verheiratet. leider. Nee, ich habe einen Schicksalsschlag. Also ich habe damals meinen Lebenspartner durch einen Motorradunfall leider verloren. Ach so, okay, Aber ich ja, verstehe. auf der Autobahn. Aber der war nicht schuld, weißt du? Und dieses. Das war natürlich total ätzend. Also ich musste Wann ja war das? komplett neu beginnen. Bitte? Wann war das? 2009. Okay. Da war ich noch jung, da war ich 30. Ja. Da war ich noch blutjung. Und ihr hattet eigentlich vor, zu heiraten irgendwann, ne? Ja, klar, Familie, alles, ja. Wir waren ja 4 Jahre Scheiße. schon zusammen und dann Okay. zusammen gelebt und alles. Und dann ist das halt. Da wollte ich ja nicht auf mich hören, dass ich dann das Motorrad gekauft habe, das Jahr später. Also ich wollte das nicht. Er hätte mich gefragt, ob das okay wäre, wenn er sich das kauft. Da habe ich gesagt, ja, klar, ich meine, ich finde es natürlich nicht toll, weil ich Angst habe, dich nachher durch jemand anderes zu verlieren. Nämlich genau das ist eben auf der Autobahn oder so dann doch scheppert, weil um dich herum ja nichts ist. Ja. Und ja, aber gut. Ja, und ein halbes Jahr später ist es dann leider passiert. Oh, Aber Scheiße. es sollte so sein, was soll ich sagen? Ne? Sollte alles so sein, so kommen. Ne? Wieso, wie meinst du das? Sollte so kommen? Ja, somit sind mir andere Wege
muss ja jetzt irgendwas Positives daraus ziehen. Ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit da rumjammern und sagen, ach Gottchen, wie scheiße das alles ist. Natürlich ist es scheiße. Ja, so hart, wie es jetzt anhört, aber das Leben geht weiter, ne? Für einen dann selber. Genau. Ne? Ja. Genau. Ja, ich muss dann halt wieder aufstehen und sagen, okay, komm. Das würde er jetzt auch so wollen. Ja. Und so habe ich das damals auch so gemacht. Ne? Und wie lange wart ihr zusammen? Über 4 Jahre. Probleme noch heute darüber zu sprechen oder bist du so einigermaßen drüber hinweg? Oder? Nee, das kann ich ziemlich gut. Aber was ich sagen kann, ist, ich geht ja nicht nur mir alleine so. Es gibt ja ganz viele Menschen, die ihren Partner verloren haben durch Schicksalsschläge, aber auch so, was auch immer schrecklich ist. Aber wenn man viel darüber redet und den Menschen auch nicht aus seinem Leben ausschließt, weil das geht bei mir nicht. Ich kann den ja nicht, den hat es nicht gegeben und jetzt ist er sowieso nicht mehr da. Tschüss. Das funktioniert nicht. Nee, das ist klar. Ja. Also er wird immer in meinem Leben sein, aber den Umgang damit zurechtzukommen, das ist ein Stück Arbeit. Ja. Also das ist auch jedes Mal so. Also zum Beispiel, wenn der Jahrestag ist oder so, oder erst Geburtstag, ne, sozusagen, klar, dann kommt das natürlich. Aber immer im Rahmen. Ja. Also nicht mehr, dass ich da wie damals immer diese Zusammenbrüche hatte, nervig, also dieses ist vorbei. Ja. Aber gut. Ja. Schicksal oder so. Keine Ahnung. Das heißt, wenn ich jetzt mal so blöd fragen darf, wenn jetzt dein jetziger Partner ankommen würde, sagt hier, pass auf, ich würde mir gerne ein Motorrad kaufen. Ja, also, aber ich bin dann weg. Ja, wollte ich gerade sagen, ne, das würdest du nicht mehr akzeptieren. Ne? Einfach du, aus der Angst heraus, ne, dass da wieder was passieren könnte. Ne? Ja, ich wusste auch, dass er damals hat eine große Verantwortung gehabt, auch in seinem Leben, auch im Beruf und so. Und ich wusste auch, er ist kein Raser. Er hatte sich auch er hat jetzt hier keine Kawasaki oder so gekauft, sondern, ach, wie hieß denn der Pölz nochmal? Jetzt komme ich da gar nicht drauf. So eine Shopper-Ding, so eine Art. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Auf jeden Fall war es kein Rennsimmel. Ja. Und, und trotzdem ist es passiert, weil wegen einer anderen Dame, ne? Die ist dann, also, da sind ja 5 Autos dran beteiligt, 4 Autos dran beteiligt gewesen. Und es kam auch überall, also auf allen Sendern damals. ARD, ZDF, überall. Z1, RTL. Aber ich habe es mir nicht angeschaut. Ja, glaube ich. Ja, wollten meine Eltern auch nicht und, oh, war ja. Ja. Naja. So hat halt jeder sein Päckchen auch mal zu tragen. Ja, ich habe auch gestern Abend vor dem Live, ich habe es aber erst nach dem Live gelesen, wirklich eine sehr, sehr, sehr lange E-Mail bekommen. Mhm. Und da wurde auch... die hat mir geschrieben deswegen, weil vor 1,5 Jahren, ich mache ja schon lange Videos über Rebecca Reusch, und ein Video vor 1,5 Jahren, sie sagt, die Video Nummer 31, wen es interessiert, der kann das ja auch nochmal auf meinem Kanal schauen, Video 31, da war unter anderem Rebecca Reusch und Missbrauch das Thema. Missbrauch von Jugendlichen oder von Kindern. Und da fühlte sie sich getriggert. Ich habe den Fehler gemacht, sie hat mir keinen Vorwurf gemacht, sie hat nur gesagt, Bernie, hättest du vielleicht vorher so eine Triggerwarnung machen sollen, ja. Aber sie fühlte sich wirklich getriggert und hat das dann übersprungen. Und warum, wieso, hat sie dann mir ihre Geschichte erzählt, ne? Wirklich in einer sehr langen Mail. Und das war so schrecklich, so schrecklich. Ich möchte jetzt nicht weitere Details preisgeben. Ich habe sie nochmal zurückgeschrieben. Gestern Abend, heute Abend nochmal zurückgeschrieben, ob wir darüber nochmal ein bisschen sprechen wollen oder und vor allen Dingen, ob ich denn auch ohne ihre Identität preiszugeben, diese E-Mail mal hier vorlesen kann. Also wirklich sehr, sehr erschütternd, was da abgelaufen ist. Vom kleinen Kind auf bis zum 14. Lebensjahr. Aber wie gesagt, da muss ich erst das Okay von ihr bekommen. Ne? Aber das war schon richtig heftig. Ne? Und vor allen Dingen, da gibt es dann eine Person, wo sie dann von erzählt hat, dass sie, also in DDR ist sie aufgewachsen, da war das damals passiert und es muss wohl auch
wie soll ich sagen, eine bekannte Person aus der DDR auch da involviert gewesen sein. Ja. Und aber wie gesagt, ich will da jetzt nicht zu viel drüber raten. Ich muss Alles gut. erst mit ihr darüber sprechen, ob das Ja, in klar. Ordnung ist, dass ich diese E-Mail hier vorlese. Aber es wird, das ist, war Wahnsinn. Also das hat mich sehr, sehr berührt und ja. Glaube ich dir. Ja. Ja, schrecklich. Also, was vielen Menschen passiert auf dieser Welt, was gar nicht sein Was muss. sehr. Du weißt ja nicht, was in, vielleicht in der näheren Umgebung hier in der Nachbarschaft vielleicht alles passiert, was wir gar nicht wissen. Ja. Ja, neulich war die Polizei hier, also bei mir gegenüber so, ne? Also auf der Ja. anderen Seite, wo ich wohne praktisch von dem Dörfchen. Ja. Und dann hieß es auf einmal, ja, der Mann hat die Frau wieder geschlagen und sie hat dann aus Not, hat sie dann die Polizei gerufen, ist auf die Straße gerannt, ne? Ja. Und dann, die haben auch noch ein Kind irgendwie, das ist in einem pubertierenden Alter und noch eine Tochter, aber die ist schon älter, die ist auch schon ausgezogen da. Und da hat der Mann sie wieder verprügelt, ne? Ja. Also, ich kapiere es auch nicht. Und jetzt ist sie aber Gott sei Dank, weil das schon oft war wohl, ich kenne die auch nicht, ist sie Gott sei Dank jetzt mit dem Kind daraus und lebt jetzt Gott sei Dank woanders. Ja. Endlich geschafft, kann ich nur sagen. Gott sei Dank. Unfassbar. Ja. Ja, das nur mal so zu Aber Nachbarn und so. das sieht man auch dran, jetzt um auf diese Mail zurückzukommen. Ja. Wie sie, die ist ja inzwischen 50, hat sie gesagt. Und wie sie das bis heute noch verfolgt, ne? Ja. Und solche schlimmen Ja. Sachen, also wenn ihr das, wenn ich die Erlaubnis bekomme, diese E-Mail vorzulesen, die Details, was da passiert ist, dann werdet ihr alle geschockt sein. Also das ist unglaublich. Ja, glaube ich dir, dass man da auch geschockt ist. Oder du jetzt sowieso in dem speziellen Fall. Und wenn wir das dann hören, natürlich auch, garantiert. Ja. Natürlich. Ja. Denn es ist ja für jeden, der ja sowas erlebt oder andere Dinge, schlimme Dinge erlebt, immer anders. Der eine empfindet es so, der andere so. Deswegen kann man das auch nie vergleichen. Ja. Ja, das ist doch gar nicht so schlimm wie meins oder so. Das finde ich so schlimm, einem Menschen das zu sagen. Was maßen die sich an, so eine Beurteilung abzuliefern? Finde Ja. ich nicht richtig. Nein. Ja. Nein. Ja, und Genau. es gibt zwar Unterschiede. Ja, natürlich ist es schlimm, wenn ein Kind stirbt. Um Himmels Willen. Das ist das Schlimmste auch für mich jetzt, wenn ich mir das so vorstelle. Wenn das stimmt, ist für mich gar keine Frage. Ja. Aber ich würde es nie vergleichen. Naja, du hast deinen Partner verloren. Ihr hattet ja wenigstens Jahre. Aber mein Kind war gerade 5 Jahre alt. Ich finde das furchtbar, solche Vergleiche zu machen. Ja. Ich finde, das passt nicht, weil. Nee, nee, passt. Ich finde das nicht fair dann. Also den Menschen gegenüber einfach nicht. Ja, der selber auch in Trauer dann ist und so. Und nee, weiß ich nicht. Oder die Oma ist gestorben oder so. Und dann, ja, wie alt war sie denn? Ja, 75 oder 85. Bullshit ist genauso scheiße. Ja klar, logisch. Ja, also deswegen, nee, ich bin da nicht so. Ich mag das auch so nicht, wenn da Leute so sind und können die gerne sein, aber ich denke da anders drüber. Ja. Jetzt kam die berühmte Frage des Mannes. Ja. Jetzt haben wir ja fast eine ganze Nacht miteinander verbracht, 1 Stunde 16 Minuten. Wie heißt du Nee, noch? du musst. Wie heißt du noch mal mit dem Vornamen? Anke, genau. Das ist die. Denk an Danke und dann das ist das nächste. Kennst du das nicht vom Mann? Ne? Da hat er mit der Frau dann die Nacht verbracht und fragt am nächsten Morgen, wie heißt du eigentlich nochmal? Ja. Der war da was. Ich werde nie vergessen, ich war ja zweimal verheiratet, werde nie vergessen, wo man dann mit meiner zweiten Frau lag ich im Bett, also jetzt nicht jetzt, ne, so wie du denkst, sondern einfach im Bett und wir haben uns unterhalten, ne? Und dann sagt sie dann irgendwas und dann sagte ich, ach, und statt ach ihren Namen zu sagen, sagte ich, ach, den Namen meiner Ex-Frau. Oha. 3 Tage war Sense. 3 Tage hat sie kein Wort mit mir gesprochen. Oh, das tut natürlich auch dann echt schon weh. Also, Ja,
Ja. Das ist nicht angenehm für eine Frau, das stimmt schon, wenn dann der Partner dann auf einmal von der Ex spricht. Aber ja, übrigens, das ist mir auch mal passiert. Und ja, ist halt so. Da ne? Habe ich mich dann auch entschuldigt, und aber mehr kann man ja dann auch nicht machen. Ne? Ja, Ist genau. halt so gewesen, und da war auch, ich habe das dann nachher, glaube ich, so erklärt, da war so ein Triggerpunkt. Ich weiß nicht, und dann hatte ich diesen Fall vor mir, und dann kam der Name draus, weißt du, so nach diesem Motto. Ja. Da kam dann so ein bisschen, ach so, das. Ja. Ja, man ist ja immer so grundsätzlich irgendwo mehr oder weniger, aber ich glaube, das ist bei Mann und Frau so, ein bisschen eifersüchtig auf den davorherigen, oder? Den Ex-Partner. Nee, habe ich jetzt nicht so erlebt bei meinen, ne. Okay. Also die ich jetzt so im Laufe der Jahre mal so hatte an meiner Du, Seite. Nee, warst du weil ich das mehrere auch ganz Jahre, offen kommuniziere. warst du Bitte? mehr, warst du mehrere Jahre Single oder Ja, ja, ne. ne? Hm. Ja, locker, klar. Ja. Natürlich. Und wo habt ihr War auch euch, gut so. jetzt bin ich neugierig, wo habt ihr euch kennengelernt? Kinder. Nee. Nein. Damals war das Bildkontakte. Soll man nicht glauben? Bildkontakte. Ja. Da habe ich damals den Thorsten kennengelernt, ja. Völlig irre, ich habe das auch nie gedacht, aber Wie Bildkontakte? ja. Wir reden von einer Bildzeitung oder was? Nee, Bildkontakte. Das ist eine Internetseite, da ist auch so eine Single-Börse. Ach so. Und da habe ich den damals drüber kennengelernt. Ja. Die Ach, ich Älteren weiß gar nicht. von uns, sie werden sich vielleicht daran auch noch entsinnen. Die gibt es Damals, heute noch, die Seite. wo es noch kein Internet gab, Ja. da gab es dann irgendwie so Telefonkontakte. Ach, Da musste, ja, da da konnte. musst du, musst, da musst du auf dem Band sprechen. Du rufst so eine Hotline an, dann sprichst du auf dem Band. Ja, ich bin so und so alt und so, bla bla bla. Ich suche das und das und das und das. Und auf diese und diese Anzeige auf übers Telefon konnten dann Ja. die interessierten Frauen sich melden. Ach, du meinst so eine Art Partnervermittlung? Ja, im weitesten Sinne, So, nur per aber Telefon. nur per Telefon, genau. Ja. Also gibt es das nicht auch bei Teletext oder so? Da gibt es das doch, glaube ich, auch noch, ne? Dass man da sind auch irgendwie immer so. Also Auch ich immer weiß halt nicht. unterwegs, ja. Ja, wenn man durchsetzt, dann passiert das schon mal, dass man da irgendwo hängen bleibt oder man sieht dann wieder halt, ne? Guck Okay. mal, da suchen wir schon wieder Damen oder so. Ja, ja. Oder Männer, was auch immer. Ja. Ja. Ja, Nee, und das das soll auf seine Art und Weise möglich werden. ja, und das war dann so, da bist du wahrhaftig abends um 10 bin ich da noch ins, ich hatte noch kein Auto da. In den kleinen Ort, wo ich mit dem Bus in den nächsten größeren Ort und dann bis nach Darmstadt damals gefahren, von Marburg nach Darmstadt. Wow. Und bin dann dahin und hab die dann getroffen da. Ja? Also das war ja ein Blind Date. Du hast ja nicht gewusst, wie die aussieht. Ja, und wie war das dann? Du warst doch bestimmt total aufgeregt. Und sie auch wahrscheinlich, oder? Du, das war ja damals, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das damals alles viel lockerer war als heute. Oder vielleicht bei den Jugendlichen heute immer noch genauso, weiß man ja nicht. Aber man kommt da an, hat sich begrüßt und das war auch ganz normal, dass man dann dort geschlafen hat. Ja. Ja. Ach, guck an, siehst du? Da Ja. war das. Ach, okay. Ja. Ich weiß nicht mehr, ob wir Okay. miteinander geschlafen haben oder ob ich dann nur geschlafen habe. Das weiß ich gar nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber es war Das damals spielt auch keine Rolle. Hauptsache, ihr habt einen schönen Abend, und ja. an den kannst du dich noch erinnern. Also vielmehr, wie das war, wie du dann da Ja. hingefallen bist und aufgeregt warst und so. Das ist doch wunderbar. Ja. Davon zehrst du doch heute noch. Das ist doch super. Ja, so an gewissen Sachen erinnert man sich heute noch, ne? Wahnsinn, ja. Ja, ist gut so. Ist Ja, gut so. ja. Ist gut so. Ist alles genau gut so. Weil da kriegt man auch wieder Ressourcen her. Kraft für das, was da noch alles kommen mag. Ja. Ist so, echt. Ja, Sehe das aber genauso. wie gesagt, mit Da Vinci muss ich mal was aushecken, dass wir hier irgendwie demnächst mal so eine extra Ja. Sendung machen, Kuppelshow oder irgendwas müssen wir uns mal Ich mache dann fallen lassen. Moderatorin, ne, mit Dres zusammen. Ja. Ja. Kleiner Spaß. Nee, du hast meine Nummer, ne? Kannst ja anrufen, wenn du da irgendwo mal Hilfe brauchst oder was. Ja. Kein Thema.
Genau. Auch wenn ich weit weg bin. Ja, aber naja. Du bist immer in meiner Nähe, ich hab's verstanden. Okay. Gut, Anke. Entschuldigung. Ja. Wie, Ja, dann. wieso erinnert mich der Name Anke immer an Holland? Engelke? Nee, an Holland. An Holland? Das Ja. ist Frau Antje. Nee, das war, da gab es doch immer so eine, Antje die Anke, Brinkhäse aus nee, Holland. die Anke war die Blumen angeboten hatte, Rosen, Tulpen aus Holland oder irgendwas, oder? Rosen aus Amsterdam kenne ich noch und Tulpen aus Athen kenne ich noch, aber Nein, das nicht, andere nicht, mit Holland weiß ich jetzt nee, nicht. kein Lied, sondern das war wirklich eine Fernsehwerbung, wo sie Blumen aus Holland beworben haben. Und das war die Anke. Das weiß ich noch. Ja. Muss ich mal googeln, ob ich das noch finde. Ja, google Die mal. Anke. Oder Ja. Antje. Antje gab es auch, aber mit Käse, ne? Aus Käse aus Holland oder Genau. so. Daran hatte ich jetzt so gedacht. Genau. Ja. Aber eine Anke gab es auch. Kick an. Danke, Anke. Ja. Ja. Kennst du Ja, auch noch, zurück ja? zu Lück oder zurück zu Bernie sind wir Ja, drin, aber das zurück passt nicht ganz zurück. so, ne? Genau. Zurück zu Bernie, da müssen wir noch was anderes finden. Ja, dann müssen wir was anderes finden. Genau. So, ja, Anke. Mensch, jetzt Ja. sind wir 1,5 Stunden hier am Werk gewesen und es wird Zeit, sich zu verabschieden. Ja, typisch, Mann. Vielen Dank, 1,5 Stunden reichen. Tschüssikowski. Reicht jetzt auch. Ich muss atmen. Ich brauche Luft. Ja. Ich brauche meine Zigaretten. Ja. Ich brauche Kaffee. Ja. Ach, du rufst Alles auf, ja? richtig. Ich rufe auch, ja. Ja, ein Glück. Manchmal auch aus dem letzten Loch, Aber aber das ist ein davon anderes Thema. abgesehen, ich würde gerne aufhören, aber ich schaff's nicht irgendwie. Furchtbar. Bernie, ich sage dir ganz ehrlich, ich will noch nicht aufhören. Ja. Weil ja, mir schmeckt es ja. Also wenn es mir nicht schmecken würde, dann will ich es ja nicht machen. Das wäre ja Unfug. Also das wäre ja völlig. Und der Kopf steuert das. Das ist mir schon bewusst. Und deswegen muss ich mir immer bewusst machen, das schmeckt nicht, schmeckt nicht, schmeckt nicht. Und wenn ich dann so ein Ekelgefühl kriege, Ja. dann habe ich gewonnen. Aber da muss ich erst mein Inneres so trainieren, hin, Ja. weißt du? Genau. Das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Ja. Der Wille ist noch nie so da. Anke, wir bleiben in Verbindung und wir reden bestimmt noch mal demnächst, ne? Garantiert. Spätestens bei der Kuppelshow. Gut. Ja, aber da musst du mir früh genug Bescheid Ja, aber geben, lass weil ich dann. bin jetzt erstmal 5 Wochen out of order. Oh, wo bist du denn? Ich bin erstmal unterwegs Dubai. in Thüringen. Das schreibt Was? mich nach Thüringen. Also jetzt dachte ich Dubai und du sagst Thüringen. Ja. Also. Dubai, nee, so weit bin ich noch nicht gekommen. Ich muss erstmal klein anfangen, kleine Schritte. Ziele und Ja. dann zum Ziel. Oh, wo fährst du hin? Ja. Nach Dubai? Nee, Thüringen. Ah, okay. Ja, ne? Ja, ich hab ja meinen Frust am Anfang der Sendung ausgelassen. Also, das ist weg. Ja, Ja, und dann ja. habe ich gedacht, jetzt müssen wir das ganze Ruder rumreißen. Ja. Jetzt müssen wir ins Positive irgendwie kommen und Genau. ja, Und morgen soweit man das bei dem Fall überhaupt kann. So, muss man auch sagen. sieht dein Partner die Wiederholung dieses Lives und sagt, Anke, ich muss mit dir reden. Ja, mach nichts. Komm mal Ich bin her. dann eh schon weg. Ach, du fährst ohne deinen Partner. Du fährst ohne deinen Partner. In Ich muss Kur. mich erstmal ein bisschen erholen, ja. In Kur. Ja, ich mache mir ein bisschen Pool. Ja, und was ist mit den Schatten da? Der hält hier die Stellung. Nee. Oder was meinst du jetzt? Die berühmten Kurschatten. Ach so, mal, so weit habe ich noch gar nicht Aber gedacht. ich denke, dein Partner wird dir schon vertrauen. Also ich denke, du bist auch da Ja, in dieser Richtung wenn mit er hat, Sicherheit ja. vertrauenswürdig, ne? Wenn, dann Genau. hat er das Problem, nicht ich, ne? Also, Ja. das muss ich jetzt mal so knallhart sagen. Nein, Quatsch. Jetzt mal Butter bei den Tische. Wir sind hier erwachsene Leute Ja. und entweder man vertraut sich oder man vertraut sich nicht. Oder man führt Genau. noch eine Beziehung, was ja auch viele machen. Dann ist das halt so. Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Ja.
Das also, ich stimmt. bin da jetzt nicht so ein Fan von der OB, also offene Beziehung, aber. Nee, um Gottes Willen. Ne? Das ist ja, das ist ja, ist was das nicht ist. so meins? Nee, das kann ja nicht sein. Was ist denn daran Liebe dann? Also, nee. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Ja, es gibt ja viele, die das trennen können. Ja, stimmt. Ne? Stimmt. Aber ich bin zu emotional. Emotional melancholisch. Das pack ich nicht. Nee. Nee. War ich aber auch schon immer. Also von daher alles gut. Ja. Ich bin mir immer treu geblieben. Das ist das Wichtigste. Da du noch nicht verheiratet warst, das ist jetzt meine letzte Frage an dich. Nehme ich an, dass du auch noch keine Kinder hast? Nee. Das, nee. Was, nee? Nee, also, da gehören ja auch immer zwei dazu. Echt? Nee, das hat nie, passen. Hast du nie einen Kinderwunsch gehabt? Oder, ja, klar. Natürlich. Ja, ne? Sicher. Aber da muss ja der richtige Mann auch da sein dafür. Ne? Das ist klar. Und dadurch, dass ich da leider zwei, dreimal in die Schokolade gegriffen habe, selbst schuld. Andere, die hätten schon längst irgendwie im früheren Alter gemacht, ne? Also vor 30 noch, und haben sich dann einen netten Mann geangelt, den das vielleicht nicht doll fanden, aber der Kohle hatte, und dann gibt ja auch solche, habe ich auch kennengelernt, wo ich dann denke, nee, das wäre niemals dein Weg. Und das war auch nie mein Weg. Und deswegen, das ist auch so, wie es jetzt ist. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man sagt ja so allgemein, Frauen unter 30, die schauen eher nach dem Aussehen, und ab 30 schaut man mehr auf den Geldbeutel, ne? Ja, das weil man, macht man auch schon im frühen Jahren, glaub mir das. Ja, weil man ja da gibt's auch viele. Das ist einfach dieses Nestverhalten, ne? Man will ein Nest bauen, ist ja Kohle nötig, ne? Was bringt das, wenn du dann einen Partner hast, der selber nichts auf der Kippe hat oder arbeitslos ist oder sonst was? Genau. Kinder kosten auch Geld, ja. Klar, es gibt Kindergelder, das reicht ja bei weitem nicht aus. Es gibt ja auch noch den Kinderzuschlag dann, ne? Dafür. Also, ja. Kann man ja auch beantragen für sehr schwache Einkommensverhältnisse von den Eltern. Das geht auch. Ist ein bisschen komplizierter, aber es geht, ja. Ja. Ist ein heikles Thema. Marienkäfer schreibt, nee, Quatsch, ja. Dreh schreibt, nee. Dreh offiziell schreibt, ja, ich bin hier nur ledige Leute hier. Marienkäfer, bist du auch ledig oder was? Nee, also Dreh schreibt, er ist ledig. Marienkäfer würde mich jetzt mal interessieren. Marienkäfer? Ja. Schreib mal, ob du. Warum sehe ich den Chat jetzt eigentlich? Dann muss ich das jetzt komplett ausmachen, Marien? Oder ist das jetzt hier am Handy? Ich habe keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich auch nicht, wer nicht. Ich, also, weißt du, ich und Handy, ne, das ist irgendwie. Ja, danke. Okay. Ach, Marienkäfer, was hast du vor, hä? Marienkäfer, erzähl mal, bist du auch Single? Ach, das kriege ich schon alles raus. Ich krieg das alles raus. Sie traut sich jetzt vielleicht. Ja. Kann ja sein. Es sind noch so viele Leute da. Ja, ich werde wahrscheinlich vor Donnerstag auch nochmal ganz plötzlich live gehen abends. Und da ist Butter bei den Fischen. So, wer ist Single? Oh. Wer sucht? Ja. Mike 73 schreibt, ich bin auch ledig. Hier, wir sind alles nur, das ist doch die perfekte Community, um hier sowas auf die Beine zu stellen, oder? Ja, und wenn das alles nicht funktioniert, dass man sich an einem Ort trifft, kann man ja auch so ein mit Webcam das machen, rein theoretisch. In einem geschützten Raum. Genau. Bei Let's See Meet oder sowas, das ist ja auch kostengünstig, da braucht man, glaube ich, gar nichts mehr bezahlen. Genau. Da braucht man aber ein Headset für, ne? Ja. Und irgendwie so eine Kamera oder so, das wäre auch eine Möglichkeit, weil es eben nichts kostet, ne? Ja, genau. Also, finde ich jetzt auch, ja, für euch da ganz cool. Martin K. schreibt, bin mit meiner Partnerin schon 9 Jahre zusammen. Auch nicht schlecht. Ja, siehst du? Ja. Auch schön. Ja. Es gibt auch noch Leute, die nicht schnell schreiben. Hummelinchen schreibt, ich befinde mich im Übrigen in Scheidung. Ja. mit 1000 Emojis hinter. Ja. Ja. Tutti Frutti, ich bin auch ledig. So,
Walter, aber das Walter, schon alles beantworten jetzt Walter Eckert, Walter Eckert ist ganz weit vorn, der fragt, ist das jetzt live? Ja, Walter, es ist live. Ja. Es ist, du siehst doch hier, du siehst ja hier oben links die Uhr eingeblendet. Da ist es jetzt 1 Uhr, 2 Minuten und 31 Sekunden. Das sehe ich auch beim Handy, aber bei dir sieht das aus, als ob die Uhr, also bei dir steht 0:10:24. Was? Also ich, ja, irgendwie ist mein Dings hier, hängt wahrscheinlich hier mein Internet. Ach nee, hier oben steht wahrscheinlich seit 2 Stunden, 1 Minute online. Oh Gott. Da steht live, siehst du wahrscheinlich links und dann daneben 2 Stunden, 1 Minute oder ist das nur bei mir? Ich weiß es nicht. Nee, das ist, glaube ich, wenn nur bei dir, ich sehe es bei mir nur 0:10 und 59, also jetzt 50 Sekunden. Ach, ich bin hängen geblieben mit dem Live. Ich bin hängen geblieben, pass auf. Ich muss das ausmachen erstmal und dann neu starten hier bei YouTube, garantiert. Ah. Maria Kron schreibt, bin erledigt. Oh Gott. Haben wir jetzt kaputt geredet? Nein, ledig. Das ist ein Wortspiel. Ach so, ledig. Ich hab grad erledigt. Ja, oh schreibt sie, aber das ist eigentlich so... ja, erledigt so von WKO Mühle. Ja, ja. Was? Der eine schreibt, meine längste Beziehung war 11 Monate, aber diesmal ist es bestimmt für immer. Okay. Ja, also bitte, ey Leute, ich will einfach nur, oder ich, also wer will nicht glücklich werden und oder sein, ja, also ja. Und wenn es nicht mehr passt, dann passt es nicht mehr, passt es, ist super schön, genießt jeden Moment, jede Zeit, also macht das Beste draus. Ja, also ich habe ja auch, ich bin ja auch schon, oh mein Gott, wann habe ich mich denn, wann sind wir geschieden, 2006 und so 2005 sind wir auseinandergegangen, das heißt, ich bin jetzt seit 19 Jahren Single. 19 Jahre. Boah. Ja. Bernie. Ja. Wie kommt das? Und ich war bestimmt von 18 Jahre oder 17 Jahre davon der Meinung, ich bin glücklicher Single. Aber wenn ich dann zurückdenke, ja, was das eigentlich für schöne Zeiten waren, gemeinsam da durchs Leben zu gehen, gemeinsam das und das zu machen, gemeinsam diese Erlebnisse zu teilen und so weiter, hat das schon seine erheblichen Vorteile. Ja. Vorausgesetzt, du tust dich nicht wegen Kleinigkeiten jeden Tag streiten. Das ist ja dann die Hölle. Ne? Ja, pass auf, Bernie, jetzt habe ich mal eine Frage. Ja. Was? Du hast mich ja jetzt auch schon so viel gefragt. Jetzt frage ich dich auch mal. Was sind denn für dich Kleinigkeiten? Kleinigkeiten? Kannst du das mal präzisieren, bitte? Ja. Boah, dann warte mal, das ist jetzt schwer, Kleinigkeiten. Weswegen hat man sich früher immer gestritten? Also, was ist so das, wo du sagst, das geht gar nicht? Wie bei einer Partnerin oder was, das geht gar nicht? Ja. Boah. Also, was ich zum Beispiel immer gehasst habe, wenn man Streit hatte, so ins Bett zu gehen und das nicht irgendwie geklärt zu haben. Ja, das kann ich auch nicht. Das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Oder ignoriert zu werden, weil sie auf irgendwas sauer ist. Und dann stundenlang nicht mit mir zu reden oder so. Oh. Hasse ich genauso. Das ist ganz schlimm. Diese Ignoranz ist ganz schlimm, ja. Ja. Oder zu sagen, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der jetzt jede Kleinigkeit ausdiskutieren will, aber bei meiner letzten Frau, da war ich auch 7 Jahre mit verheiratet hinterher, und nach den 7 Jahren habe ich gedacht, wer war diese Frau eigentlich? Ja, weil wir so wenig miteinander gesprochen haben eigentlich. Immer wenn ich sagte, wir müssen mal, ne, ich möchte gerne mal darüber sprechen. Nee, du willst nur schon wieder diskutieren. So wurde das immer abgetan, weißt du? Aber Beziehung ist doch Kommunikation. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Und nicht nur ins Bett hüpfen, ist immer ganz blöd ausgedrückt. Genau. Entschuldigung für meine Wortballer unten an die Z. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich das jetzt gerade so salopp gesagt habe. Ja. Und da, wie gesagt, nach der Trennung, was jede Trennung ist ja für einen schwer im Grunde genommen. Ich habe auch ein Jahr darüber gebraucht, um da hinwegzukommen. Und habe sämtliche Sachen durchlebt. Ne? Trauer, Hass, was gibt es denn? Drei Phasen gibt es doch da irgendwie. Wut, Verzweiflung, Angst.
Nee. Scham? Wut sowieso, Ja. Verzweiflung am Anfang, dann anschließend Wut und dann Ja. irgendwie so irgendwie, ja, du bist nicht mehr ansprechbar im Grunde genommen, ne? Und also das ist, und die Phase dauert wahrhaftig so um ein Jahr rum, ne? Bis du wirklich darüber hinweg bist. Ja, das ist Ja, schon heftig gewesen. ich habe Oder, immer, und also man weißt denkt. du, was das Schlimmste ist? Kann ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ist ja schon so lange her. Wir hatten ziemlich oft Streit in der letzten Phase, so sagen wir das Ja. letzte halbe Jahr, ne? Und ich Ja. habe mir, weil ich habe das einfach nicht ausgehalten. Weil ich bin der Letzte, der irgendwie Streit haben will und so Spannung. Ich hasse sowas, ne? Weil ich bin so mehr oder weniger doch harmoniebedürftig und habe mir Ja. da schon eine Zweitwohnung genommen. Und du wirst nicht glauben, wie oft ich das letzte halbe Jahr ausgezogen bin, eingezogen bin, ausgezogen bin, eingezogen bin. Und immer wenn ich dann ausgezogen bin, habe gesagt, mir reicht's jetzt. Und spätestens 2, 3 Tage später klingelt das Telefon von meiner Frau und sagte, oh, komm, willst du nicht wieder zurückkommen? Und das war nicht so böse gemeint und bla bla bla. Und ich, Idiot, bin immer wieder zurückgegangen. Und irgendwann war wieder so eine ähnliche Situation, wo ich sagte, komm, ich fahre jetzt in meine Wohnung. Und bis sie dann sagte, ja, dann lass aber den Schlüssel hier. Ich dachte, okay, hier hast du, ne? Und dann habe ich tagelang nichts von ihr gehört. Da habe ich gedacht, irgendwas stimmt doch da nicht. Und dann habe ich zu Hause angerufen, da war noch ein Festnetz zu Hause. Und da geht eine männliche Stimme dran. Ach, Und dann ich glaub's ja nicht. sagte ich, wer bist du denn? Ja, ich bin der Freund von Bärbel. Sagte ich, wie bitte? Sagte ich, seit wann das denn? Ja, das würde mich nichts angehen. Sagte ich, Kumpel, pass mal auf, du redest gerade mit meinem Telefon, sitzt auf meiner Couch und du willst mir nicht sagen, was da los ist? Ja, wir sind jetzt seit ein paar Tagen erst zusammen und bla 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 bla. Ja, und da, und ja, das war dann das Aus, ne, dieser Ehe. Hanna, Ja, das war schon der also Hammer. Das war sehr überraschend für mich, muss ich ehrlich sagen. Ja. Was willst du zumal machen? sie ja anscheinend keine Andeutung richtig gemacht hat, oder? Nee, überhaupt nicht. Also das hättest du richtig merken können. Mir ist es nur aufgefallen, dass Ja. an dem Tag, wo ich dann ausgezogen bin, absichtlich Streit angefangen hat. Weil ich habe vorher noch, die war noch arbeiten, ich war schon zu Hause, ich habe dann Essen vorbereitet, Essen gemacht und so weiter, ne? Essen aufgetischt. Und sie suchte absichtlich Streit. Ja, und dann hatten wir auch Streit bekommen. Da habe ich gesagt, komm, ich fahre jetzt. Ne? Was soll's? So, und das war das letzte Mal dann. Ne? So. Krass. Aber dann hat es sich ja eigentlich schon vorher abgezeichnet, weil wenn sie ja vorher schon gegenüber so gewesen ist, Ja. also immer wieder dieses Hin und Her und dann hast du ja jedes Mal deine Grenzen gezogen und bist zwar gegangen, aber so Ja. das Durchhaltevermögen war dann ja auch nicht ganz so da, weil ist ja auch die Frau, man hat ja auch noch Gefühle. Klar. Also, was macht Ja. man? Man geht erstmal wieder zurück und guckt, so nach dem Genau. Motto. Und ich bin ja, wenn ich in der Ehe bin oder in der Beziehung bin, dann vertraue ich meiner Frau oder meiner Partnerin blind. Ja? Und deswegen war das Ja. so für mich diese Situation, dass da plötzlich ein anderer Mann da ist, so überraschend gewesen, so damit konfrontiert zu werden, womit ich ja null gerechnet habe. Ne? Und das war schon richtig heftig, ja. Also, boah. Ja, Mein das lieber kann ich mir Charlie. vorstellen. Ja. Das ist auch nicht toll, natürlich nicht. Aber was hat dich das auch wieder gelehrt, dass du eben nicht, nimm's mir nicht böse, wenn ich jetzt so knallhart sage. Ich bin ja immer gerne ein Mensch der klaren Worte, dass du einfach eben nicht jedem vertrauen kannst. Ja, Nee. auch in einer Beziehung oder so. Immer Wasser ins Auge haben, jetzt nicht hier wegen jeder Kleinigkeit nachgucken, ob es stimmt, das meine ich nicht. Aber niemals sicher sein. Niemals diese 100%, niemals. Ja, das Gibt's nicht. hab ich inzwischen gelernt. Ja, wirklich. Also immer Ja. ruhig sagen, wenn du merkst, oh, ich komme da schon wieder hin in diese Schiene. Und deswegen, Vorsicht. jetzt könnte man natürlich fragen, ja, warum ist denn der schon seit 19 Jahren Single? Genau aus diesem Grund, ja. Weil ich habe Angst, nochmal verletzt zu werden. Ja? Weil ich genau weiß, was das Jahr danach, das war so schlimm gewesen.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also das wäre wirklich. Aber wenn du jetzt mal so überlegst, ne? Also du bist ja jetzt bestimmt auch, wie soll ich das jetzt sagen, also auch schon mal verletzt worden, auch jetzt, wo du Single bist. Also war ja nicht nur in der Ehe oder in einer anderen Beziehung so, sondern das ist ja auch so im Alltag. Von einer anderen Frau meinst du, oder was? Ja, aber auch von anderen Menschen. Und ich will dich jetzt einfach nur, ich wollte dich das einfach nur fragen, was machst du denn dann, wenn du merkst, oh, das hat mich jetzt aber auch verletzt? Wie gehst du dann damit um? Was machst du in solchen Situationen? Ich ziehe mich zurück. Und dann? Wie und dann? Was passiert Nee, dann? ich Also. halte mich fern von diesen Menschen. Ah, okay. Aber es fühlt sich ja in dir dann wahrscheinlich immer noch nicht gut an, ne? Bitte nochmal. Es fühlt sich dann in dem Moment ja nicht gut an, auch wenn du dich jetzt zurückgezogen hast. Es ist ja nicht. Ja, natürlich fühlt Oder. sich das nicht gut an. Das ist ja klar. Genau. Wer wird schon gerne verletzt, ne? Richtig. Aber im Grunde genommen können mich ja nur die, oder allgemein sagt man ja, nur Menschen verletzen, die jetzt in deinem die du gut kennst oder die du in deinem engeren Umfeld hast, ja? Wenn dich Genau. irgendein anderer anquatscht und du Idiot oder Blödmann, sagt ja, alles klar, geh weiter, interessiert Das mich ist nicht, gut. ne? Ja, das ist gut. Ja. Aber wenn es jetzt aus einem engeren Umfeld ist, was ich aber so jetzt noch nicht erlebt habe, ne? Wobei ich auch sagen muss, vielleicht habe ich auch kein engeres Umfeld. Kann ja auch sein. Ne? Was ist ein engeres Umfeld? Ne? Ja. Aber Ja. vielleicht, aber das liegt, ich bin auch wie gesagt 19 Jahre Single und ich bin immer, ich rede jetzt so viel Privates von mir, ist ja Wahnsinn. Man lernt sicherlich mal die eine oder andere Frau kennen. Dann bin ich aber, wie soll ich denn sagen, dann gehe ich auch mal essen oder sonst was, aber ich habe es nie gemacht, zu denken, naja, so richtig eine Beziehung will ich nicht mit ihr haben, aber in die Kiste gehe ich mal schnell mit ihr. Habe ich nie gemacht. Ja? Also da Warum habe eigentlich ich. nicht? Nee, weil ich das nicht ausnutzen möchte. Nee. Hat das was mit anderen zu tun? Vielleicht hat die auch so gedacht. Man sagt, ja gut, Benny ist vielleicht jetzt nicht so Beziehungstyp für mich, aber auch mit immer so eine Runde, warum nicht? Also, weißt du, was ich meine? Also ganz ungezwungen, weil dann ist es doch völlig in Ordnung. Du darfst ja nicht immer nur so denken, also vermute ich, dass du so denkst, nee, ich muss mit der Frau zusammen sein, um dann Spaß zu haben. Näheren Kontakt eingehen zu dürfen. Ich weiß nicht, ob das was mit Ja, Glaubenssätzen zu tun hat auch oder so, aber da ist irgendwas, was dich da so immer zurückhält, habe ich den Eindruck. also bei mir ist es so, wie soll ich denn sagen, ich kann nicht jetzt jemanden daten, ja, und dieselbe Nacht in die Kiste springen. Das kann ich nicht, möchte ich nicht, weil, weiß ich nicht, ich finde, da gehört eine Kennenlernphase dazu, ne? Deswegen könnte ich zum Beispiel auch nie ins Bordell gehen, zum Beispiel, ja. Das würde mir überhaupt nichts bringen, ja. Weil das interessiert mich einfach nicht. Ne? Ich suche da halt was anderes. Und jetzt können wir mal zum Beispiel, das wissen ja viele von euch schon, und da bin ich ja auch mal vor 3 Jahren fast platt gemacht worden über Instagram. Da war ich, ich bin ja auch nur ein Mann, ja, und so. Und dann sucht er natürlich auch mal auf eine Singlebörse oder und damals war es eine Seite, da haben die Männer sich getroffen mit den Frauen. Und haben dann für das Treffen, also für die Zeit, dass die Frau mit einem verbringt, andere sagen, Prostitution wäre das, ja, egal wie man das nennen kann. Und da habe ich dann auch mal eine Frau kennengelernt. Ne? Und natürlich hat die monatlich von mir eine Unterstützung bekommen. Ich habe ihr mal das gekauft und das gekauft. Das lief dann so ab, wir haben uns jedes Wochenende getroffen. Ja? Und wir haben wirklich das ganze Wochenende miteinander verbracht. In dem Moment, wo wir uns dann mal angenommen Freitag getroffen haben, dann war das so, als ob wir wirklich ein Pärchen wären. Wirklich, wir haben es super verstanden und wir haben die Zeit genossen miteinander. Und am Sonntag war es dann vorbei und am Freitag ging es weiter. Und dazwischen hatten wir keinerlei Kontakt. So. Okay. Und damals kam dann irgendwann mal 37 Grad das ZDF auf uns zu. Ach Und cool. ja, Aha. und haben gesagt, Und Wolder, jetzt geht's
Habt ihr Melanie da, im TV. Ja, habt ihr nicht mehr Interesse und bla bla bla. Da vor der Kamera da habe ich gesagt, ich habe kein Problem damit, wir machen ja nichts Verbotenes. Ne? Und dann haben wir die 37 Grad Reportage gemacht, das war 2015. RTL hat sich auch dann gleich drangehangen, hat auch eine Reportage von uns gemacht, bei Punkt 12. Und das wurde mir dann natürlich hinterher von gewissen Leuten, von gewissen Damen, die sowieso irgendwie einen Groll gegen mich hegten, wurde das dann ausgenutzt. Ja? Wie gesagt, das wurde 2015 über Instagram wurde ich dann richtig platt gemacht. Da wurde wahrhaftig behauptet, ich würde ja Instagram nur machen. Da waren wir auch jeden Abend live. Ne? Und ja. Da waren etliche Zuschauer. Und irgendwann hat der Wind sich gedreht und haben drei Frauen sich gegen mich gestellt. Und haben mich wirklich versucht, platt zu machen. Haben diese Reportage von 37 Grad rausgesucht. Haben dann, und du darfst nicht vergessen, diese Frau, die ich da gedatet habe, die war 30. Ich war 55 und sie war 30. Wo ist denn das Problem? Ja, das war ja keine ganz junge Frau mehr. Und da wurde behauptet, ich würde diese Instagram-Chats nur machen, um Frauen kennenzulernen, um Frauen zu verführen und. Nee. Die haben mich wirklich versucht, platt zu machen. Und ich habe das, was ich gemacht habe, das war wahrscheinlich das einzig Richtige, dass ich Instagram gelöscht habe. Ich habe Instagram gelöscht. Das hätte ich auch gemacht. Sonst wäre ich, weil ich konnte nicht mehr schlafen. Ich konnte mich richtig in Kascha Lehnert reinversetzen. Ich konnte mich wirklich richtig reinversetzen, wie da gemobbt wurde, wie da gelogen wurde, wie deine Person schlecht gemacht wurde. Und diese Damen sind teilweise hier noch drin. Bei Da Vinci im Chat. Weißt du wie? Ja. Und lassen Kommentare ab und so weiter und so fort. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und also das war eine Lehre für mich, ja. Wenn es dann wirklich so gewesen wäre, dann wäre ne, Kritik angebracht. Aber Leute, ich habe mit einem seriösen Fernsehsender, 37 Grad finde ich seriös, ja, mit ZDF. Und die haben das einfach nur die haben das auch nicht bewertet. Die haben das nur gezeigt. Wie haben wir uns kennengelernt? Was machen wir dann? Die waren mit uns an der Ostsee, haben gedreht, ne? Und das war wirklich richtig professionell. Und da war nichts Verwerfliches dran. Da war nichts Verwerfliches dran. Und du, wenn man sagt, ja, das ist ja eine Art Prostitution. Ach Leute, wenn ich eine normale Beziehung eingehe, dann kaufe ich meiner neuen Freundin doch auch mal dies oder jenes. Ist ja, das ist normal. Ist das Prostitution? Entschuldigung, nein, nicht normal. Hallo. Ja, ist das Prostitution? Aber manche das, machen das für Frauen. Genau. Ist das Prostitution? Oder aber, wenn ich war, wie gesagt, ich war damals 55 und sie war 30. Und wenn heute ein Peter Maffay, der 75 ist, eine 20-Jährige heiratet oder so ähnlich, ja? Das ist ja wieder was anderes. Die Prominenten dürfen das, ja? Nur wir dürfen das nicht und wir Normale dürfen das nicht, ja? Also das ist schon, aber wie gesagt, das war ja auch weit von der Wahrheit alles entfernt, was die drei Frauen damals gemacht haben. Die wollten mich einfach nur platt machen. Und ich habe das alles noch auf Festplatte, diesen Live, den die damals gegen mich gemacht haben. Das ging fast 2 Stunden. Stunden ging das. Und das habe ich alles noch hier auf Festplatte. Ich würde es ja so gerne mal hier zeigen, was diese Frauen hier fabriziert haben. Naja. Ja, zum Glück ist das vorbei, aber es verfolgt einem immer noch, ja, teilweise, weil die keine Ruhe haben, weil ich habe ja dann auch schon wieder so Kommentare gesehen hier bei Da Vinci, glaube war das, Bernie, der steht ja auf junge Frauen. Hä? Wo? Hä? Wo stehe ich auf junge Frauen? So ein Schwachsinn, ja. Also. Danny, und wenn es so wäre, völlig egal. Ja. Jeder soll doch sein Glück selber suchen. Und wenn es bei dem einen so ist und bei dem anderen so, ja, Herrschaftszeiten, wo sind wir denn? Ja. Also für eine Beziehung, ich sag mal, für eine Beziehung zum Beispiel, da würde ich unter 40 gar nichts nehmen.
Das käme gar nicht für mich in Frage. Ja, weil ich habe ein Ja. gewisses Alter erreicht und die Frau, ich möchte ja auch, dass die Frau ein bisschen auf Augenhöhe ist. Ja, was will ich denn mit so einem jungen Hüpfen von 30 oder 25 oder was? Das ist doch Blödsinn, ja, in dem Alter. Ja. Ja, klar. Das machen Männer, die sich mit dieser Frau vielleicht schmücken wollen. Weißt du, wie ich Ja. meine? Ja, und Ja, schmücken, alles genau. klar. Das ist wieder was anderes. Das ist genauso, als wie du einen schönen Ring trägst, ein schönes Auto fährst und deswegen holen sie sich eine junge, hübsche Frau. Ja? Aber das ist ja gar nicht meine Intention. Ja? Die haben aber, sind ja auch Mädchen dabei, die haben wirklich auch ein Ego-Problem, ne? Also, das hat ja immer was mit Macht zu tun, auch ein Stück weit, ne? Ich will jetzt nicht alle, um Gottes Willen, Leute, bitte nicht denken, ich schere jetzt alle über einen Kamm. Aber es gibt ja solche, die sich dann damit schmücken, ja? Ja. Weil sie, manche sind ja auch ein bisschen narzisstisch veranlagt und müssen damit rumprallen, weil sie sich sonst nicht so gut fühlen. Ja, gibt es ja auch bei Frauen, aber bei Männern immer noch überwiegender. Oder hier bei den Nachbarn, der eine fährt das Auto, jetzt sagt der andere, boah, der hat ein neues Auto gekauft, guck dir das mal an. Hör mal, Luise, wir müssen da, nee, ich muss zur Bank, wir müssen da mal auch unser, hier, der kann weg, auch jetzt hier. So, und dann geht das nämlich los. Und dann sitzt du hier ernsthaft und denkst, wie krank ist diese Welt? Ja. Oder bin ich jetzt krank, weil ich nicht so ticke wie die? Oder ich komm da einfach nicht mehr mit. Ja. Weißt du? Aber Aber gut. weißt du, Anke, dass wir alle bekloppt sind? Entschuldigung, ich will euch jetzt hier im Chat nicht anmachen, aber wir haben halb zwei, wir Ja. sind immer nur 650 Leute hier im Chat. Ja, Wahnsinn. Ja. Guck mal, die haben auch keinen Morgen. Also ich muss morgen ganz früh aufstehen, weil ich muss nämlich ein paar Kilometer fahren. Aber das juckt mich jetzt nicht. Aber ich finde schön, dass noch so viele da sind. Und Ja. ich habe auch gerade mal so ein bisschen gelinst. Scheinen sich nicht ganz so langweilig zu fühlen, glaube ich. Ja, das ist vielleicht auch mal schön. Das ist ja hauptsächlich eigentlich hier immer Rebecca-Thema, aber heute Abend halt nicht. Und es ist doch mal schön. Wir reden jetzt fast 2 Stunden. Ist doch mal Wahnsinn. schön, über solche Sachen zu reden, auch mal ein bisschen zu lachen und nicht immer nur so Ja. ernste Themen zu machen, ne? Obwohl, ich muss sagen, ich hatte jetzt auch gerade was gesehen. Also es ging ja auch dann hier mal um, naja, um Depressionen auch mal oder dass es einem nicht so gut geht und so. Und dass die Leute unterhalten sich anscheinend auch hier untereinander darüber, was ich total super, Ja, super finde. absolut. Guck mal, die Cordula hier, die, was schreibt die denn hier? Oh, ich kann nicht lesen, ey, was ist denn jetzt mit meinen Augen los? Anrufen sind voll bei dir, Bernie. Wir machen die Nacht durch. Wir Ja, machen die Nacht durch bis ja, morgen früh. ja, Guck mal, genau. Lisa, die du kannst mir das ja mal sagen. Alisa ausgesprochen oder Alisha? Ich habe keine Ahnung. Alisa, ne? Bernie, Was? das ist deine Angestellte. Ja, aber ich habe noch nie mit ihr gesprochen. Na, angestellt ist gut. Nein. Okay. Ach, guck mal, jetzt fand auch mal so schöne Abwechslung da irgendwie. Finde ich auch schön, dass man auch mal Ja. so Feedback hört, weil man ja auch nicht so weiß, wenn ich war das auch zum ersten Mal hier anrufen, ne? Ja. Da ist man ja auch unsicher. Ja, genau. Ja. Nee, schön, dass es so ist, wie es ist. Freut Ja, mich. Echt. ja. Das baut einem ja auch auf, ne? Ja, klar. Ist mal Muss was man ja auch mal so sagen. anderes als immer über ist ja ein schweres Thema, Rebecca Reusch, ne? Ja. Ist aber auch mal schön, über was anderes zu reden, auch mal zu lachen zu können, ja? Und das brauche ich auch manchmal, ist ja klar. Ne? Ja, finde ich auch gut. Ja. Also das braucht man auch, um dann wieder, ja, wenn das wieder dann um das Thema geht oder um andere Themen auch, die ja auch schlimm sind, ne? Also wenn ich da an Frauke Lietz denke, dass der Täter bis heute nicht, also das ist auch sowas, ne? Das finde ich auch, da ist ja auch so viel passiert, was ich nicht gut fand. Aber ey, gut, das ist ja auch nur meine Ansicht. Alisa schreibt gerade, und Ja. außerdem habe ich dir mehrfach angeboten, mir bei WhatsApp zu schreiben. Ist das jetzt auf mich bezogen? Glaube ich nicht, oder? Doch, auf dich? Sicher hat Weil mich Alisa. hat sie nicht angeschrieben. Die kann mich ja nicht anschreiben, glaube ich. Das Alisa, geht doch gar nicht. Ich wen meinst meine du? dich. Nee, ich weiß nicht, ob mit wem Alisa hier oben irgendwie so was geschrieben hatte. Keine Ahnung. Alisa, wen meinst du damit? Meinst du Ich? mich damit? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ja, sicher, Bernie. Schreibst du hier? Sehe ich.
dich, Bernie, doch, dich. Ach, Bernie, ehrlich? Okay, ja. Ich denke dran. Ich behalte mir mal jetzt hier im Auge. Ne? Ja, ist doch schön. Genau. Guck mal, hier mal schöne Komplimente hier kommen hier. Schön siehst du aus, steht hier auch und so. Oh, schön, finde ich toll. Ja, schön jetzt, bescheuert. Ne, unter der Community jetzt meine ich jetzt, untereinander. Ach so, ja. Ja, das finde ich total toll. Ja. Schön. Ja. Ich sag ja, Anke, wir müssen hier eine Kuppelshow rausmachen. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Das geht durch die Decke. Das geht durch die Decke. Wir sind hier 50.000 Zuschauer. Ich hätte da ja voll Bock drauf. Ja, ne? Also ich mache ja den Scheiß mit, ne? Muss ja. Ich sagen. Also manches auch nicht. So, Entschuldigung, ja. Ich muss mich ein bisschen korrigieren. Aber wenn es so zu mir passt, ne? Ich bin ja auch so eine spontane Dame, dann mache ich das einfach. Ne? Dann habe ich da auch Bock drauf. Diese Lust haben, was zu machen, was mal auch zu verändern oder so. Sich selbst ist immer sehr spannend, weil man dann gar nicht weiß, oh Gott, wo lande ich nachher? Aber finde ich super interessant, dass man sich immer wieder neu entdeckt. Ja. Und wenn man den anderen dabei helfen kann. Ja. Ja. Das ist doch schön, ne? Ich meine, guck mal, ich habe das Gefühl, wir sind überwiegend Singles hier drin. Irgendwie habe ich das Gefühl. Und was gibt denn Schöneres, den einen oder anderen vielleicht zusammenzubringen? Weiß man doch nicht, oder? Ja, finde ich total toll. Ja. Katrin Schmidt schreibt, er wollte nur kurz 10 Minuten was sagen. Jetzt labert er 3 Stunden rum über Quatsch. Ach, Katrin. Hast du das vorher angekündigt, dass du 10 Minuten nur erzählen willst? Nee, ich habe gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Eine Stunde oder so. Ach, Katrin, ich behalte dich jetzt mal im Auge. Ich behalte dich jetzt mal im Auge. Wenn die hier nur stänkert, da, das ist das erste Mal. Warum stänkert die denn? Ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe das auch nicht. Das war jetzt so angenehm. Oder war das vorhin eine andere? Entschuldigung, das kann ich auch vertun. Vorhin hatte ich auch eine. Die hieß ja auch Katrin, oder? Weiß ich nicht. Alisa schreibt, Katrin meckert heute gern viel. Ja, aber lassen wir so meckern. Wir wollen vielleicht jetzt nicht geht gleich, sie auch einfach mal nicht gut. Genau, wir wollen sie jetzt nicht hier gleich verbannen. Nein. Ja, so will ich. Soll ja auch jeder seine Meinung behalten, ist ja auch okay. Ja, klar. Was bin ich? Was? Auch so eine, was bin ich? Wo steht das? Eine Scanner. Ich kann nicht lesen. Ich bin blöd jetzt gerade. Leute, helft mir doch mal. Sag doch mal was. Ach so. Dann ist die Anruferin auch so eine Scanner-Persönlichkeit wie ich, XD. Scanner-Persönlichkeit, keine Ahnung. Kamali, was meinst du denn damit? Scanner, hä? Habe ich schon noch nie gehört, den Ausdruck. Aber das finde ich super interessant. Guck mal. Ach so, Katrin schreibt jetzt, nein, ich stängere nicht. Ich wundere mich nur, dass Bernie ohne Brille so fit ist heute. Nicht böse gemeint oder so. Viele wissen ja von, ich habe meine Brille verloren oder meine Katzen haben die verschludert. Ich habe keine Ahnung, ich finde die nicht mehr. Habe ja am letzten Freitag eine neue Brille bestellt. Die wird aber wahrscheinlich erst nach Ostern kommen. Und solange bin ich halt ohne Brille. Und ich habe gemerkt, die ersten 2 Tage war das für mich sehr ungewohnt, aber inzwischen habe ich mich wieder dran gewöhnt, ohne Brille rumzulaufen. Ist immer noch ein blödes Gefühl, aber ich komme von Tag zu Tag besser zurecht damit. Ne? Deswegen, ich kann auch noch alles lesen hier. Ne? Nur beim Autofahren sehe ich auch natürlich Fußgänger. Also, es ist nicht gefährlich jetzt mit mir. Draußen in der Öffentlichkeit. So, bist du noch da? Ah! Hallo? Hallo? Bernie? Ja. Ja, ich bin's nochmal, Anke. Ja, wo warst du denn? Ich rede mir hier wirklich alles von der Seele und du bist weg. Das kann nicht sein, hör mal. Ich muss dir das mal kurz erklären. Ja. Das ist so blöd bei mir. Also, pass auf, nach 2 Stunden. Ja, irgendwann kippt das Handy. Dann kippt einfach die Leitung, bums, egal mit wem ich rede, passt nicht mehr, zack, bis rausgeschmissen. Ach so. So. Okay. Und ich habe immer das Nachsehen, weil die natürlich denken, ich hätte einfach so aufgelegt. So. Das heißt, ich kriege es sowieso immer ab.
Also deswegen wollte ich dir nur sagen, ich konnte jetzt nicht dazu. Und es ist beim Handy genau der gleiche Blödsinn. Ja, es gibt ja Ü18-Handys, ne? Ja, es heißt, dass ich mit dem auch wollte. Ich weiß auch nicht, meine Augenwelt auch ein bisschen schlechter ist. Ich weiß auch nicht. Also ich bin keine Brillenträgerin normalerweise, absolut null. Ja, die ganzen Jahre gut gegangen. Und jetzt plötzlich kommt irgendwie so, naja, wir wollen doch mal gucken. Wie es dir auch geht, wenn du mal nicht mehr so gut gucken kannst. Und das kotzt mich gerade voll an. Ich will keine Brille. Oh, diese Brille, okay, aber nicht jetzt hier die ganze Zeit. Da gibt es mir auch einen Zeiger. Da schreibt einer... Da schreibt einer, ja. Das wäre ja auch ein guter, Bernie's Love Café. Ja. Das ist doch mal geil, oder? Ja, dann machst du noch einen neuen Dingensbums auch hier. Nee, das mache ich hier alles auf dem Kanal hier. Achso, das kannst du dann machen? Okay, ich dachte, du müsstest dann zwei Kanäle haben, weil das eine ist das eine und das andere ist das andere? Nee, man kann ja hier Spaten machen, ne? Das eine dreht sich nur um Rebecca, das andere um das. Ja? Ja. Oh, ich muss mal ganz vielen Leuten hier Danke sagen. Also die jetzt nehmen gerade hier, auch ihr mit, ist automatisch schon nach 2 Stunden und so. Also ganz doll Danke, wenn ihr mir hier irgendwas kurz reinschreibt oder so, oder auch den Bernie logischerweise. Ich finde das ganz toll, dass wir das hier wirklich auf einem ganz anderen Niveau heute machen. Also ich finde das so toll. Es macht so viel Spaß. Ja. So, Bernie, jetzt zurück zu dir. Danke nochmal an euch. Zurück zu dir. Okay. Gut, dass du nicht zurück auf dich gesagt hast. Das hätten jetzt viele wieder falsch verstanden. Also zu mir. Oh, okay. Nein. Spaß. Nein, alles gut. So, zurück zu mir. Okay, erzähl. Ja. Wo waren wir denn verstehen geblieben? Wir sind jetzt Jura, wir hier bei meinem neuen Thema. Love Kaffee. Love Kaffee, genau. Ja. So, jetzt muss aber überlegen. Du könntest das L-O-V-E nehmen, du könntest aber auch L-A-U-G-H nehmen. Okay, was heißt ein Love nochmal im Englisch? Lachen. Ach, lachen, ja. Ja. Nee, Love Kaffee wäre ja dann schon interessanter, ne? Wenn man dann in dieser Richtung da mal irgendwas machen will, müssen wir uns mal überlegen. Ja. Oder vielleicht solltest du mal eine Abstimmung machen, so mit 1 und 2 in den Chat. Also einfach mal so die Leute befragen, so, hey, worauf hättet ihr Lust? Wäre das jetzt einfach so auf Love, ne? Oder eher weiterhin Talk, aber eben nicht dann über sowas immer so reden, sondern auch mal über alltägliche Dinge. Wäre ja auch eine Idee. Ja, also die Idee habe ich schon länger, zum Beispiel sowas, wie ich heute Abend gemacht habe, einfach mal spontan. Ja. Aber immer ab Mitternacht. Von 12 bis 1 zum Beispiel. Ja. 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 Da sind bestimmt auch noch einige dabei, so verrückt sind wir ja alle. Und dann wirklich auch wie heute Abend über Gott und die Welt gesprochen. Ja. Was hast du gerade gesagt? Über die Welt und, nee, über Gold, hä? Was? Über Gott und die Welt gesprochen. Ja, das stimmt. Ja, genau. Über uns, über Gott kam auch mal kurz zwischendrin vor, also alles richtig, ja. Genau. Das auch gesehen. Mhm. Weil das ist ja auch mal einfach mal so, einfach nur mal quatschen, weißt du? Ja. Weil ich merke auch, dass da wirklich auch viele sind, die... Also wenn ich mal immer so liebäugel mal, da sind wirklich auch viele, die auch ihre Probleme haben und die sich da vielleicht bei dem ein oder anderen Thema auch mal berührt fühlen. Und das finde ich total toll, weil ich finde, es gibt kein Tabuthema für mich. Mhm. Es gibt kein Tabuthema, weil ich finde es so wichtig, dass man da draußen geht und sagt, ja, pass mal auf, so und so bin ich und dazu stehe ich und wer damit ein Problem hat, kann gehen, hört sich halt an. Ist aber nicht böse gemeint, sondern dann passt die Chemie einfach nicht. Ja. So, unter den Mitmenschen jetzt meine ich. So, ich rede jetzt nicht hier mal von Partnerschaft oder so, sondern einfach vom Typ Mensch. Ja. Und dann soll man doch aber den anderen doch bitte einfach akzeptieren und respektieren und dann sagen, okay, dann wünsche ich dir noch ein schönes Leben. Mein Leben sieht halt anders aus, aber werd du glücklich. Ja. Genauso wie ich will auch nur glücklich werden oder Zufriedenheit, Gelassenheit, was auch immer. Ja, das sind große Worte, die man hier sagt, aber die sind wichtig. Ist ja, so. Ja, genau. Und Bernie, ich schwöre dir,
wie lange war das jetzt? 17, 18 Jahre, wo du Single bist? 19, warte mal, 2005 19. haben wir uns getrennt. Ja, 19 Jahre, ne? Scheiße. Hammer, ne? Willst du dazu weiterführen? Eigentlich nicht, aber schau mal, ich bin ja doof eigentlich, ne? Was habe ich denn eigentlich für ein Leben? Ich gehe morgens zur Arbeit, bin bis um 5, 6 Uhr im Büro, kauf noch was ein, mach mir Essen, setz mich hier vom Computer, mach ein Live. Das ist K.O. Ja. Und dann am nächsten Tag wieder. Gehe ich mal weg, um irgendeine Frau kennenzulernen oder so? Ich war ja noch nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel, wo mal jemand vielleicht kennenlernt. Ne? Ich fahre mal mit dem Auto die 3 Kilometer hin und zurück. Gehst du denn lieber tanzen so in so ein, gibt ja so Tanzcafés oder sowas? Nee. Warum nicht? Weil ich kenne, weil ich da muss es doch wimmeln, ja, von diesem Tanzlokal. Ja, und wimmeln mega von cool. Und wimmeln von Berlin ist ja die Single-Hauptstadt, ne? Und hat auch noch Frauenüberschuss. Ja, also jetzt ran an der Bulette. Ja, aber soll ich denn alleine abends irgendwo hingehen? Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Hast du denn keine Bekannten oder so, die mal sagen, komm, wenn die das zusammen hingehen oder wo du mal vorschlägst, immer, hast du nicht Bock, mit mir da mal hinzugehen? Vorher gibt's Fußball natürlich ganz gut. Du bist auch Fußballfan. Ja. So. Vorher Fußball. Du bist Hamburg, ich bin Schalke. So, jetzt habe ich mich geoutet, jetzt komme ich im Chat. Um Gottes Willen, Anko und Schalke, ach du Schande. Ja. Seit meinem 8. Lebensjahr. So, egal. Ja. Weiter geht's. Ja. Dann könntest du ja. Doch, du kennst doch ein paar Leute, Mensch, Jungs, Männer, die hier erstmal hier ins Stadion ab oder was und dann oder in eine Kneipe gehen und gucken und anschließend geht's Tralafiti. Nee. In so ein Tanzlokal oder so. Nee. Nicht? Nee. Nee. Das gibt's, was macht ihr denn da eigentlich? Ja, ich hab keine Ahnung, was ich mit meinem Leben mache. Ich hab keine Ahnung. Danny, du brauchst einen Plan. Ich brauch einen Plan. Ja, und du brauchst kleine Zwischenziele. Also wer verkauft mir einen Plan hier? Nee, es geht nicht um Verkaufen, sondern das höre ich raus. Das sagst du selbst. Weil du hast mich gerade gefragt, was mache ich eigentlich den ganzen Tag hier? Ja. Eigentlich bin ich ja blöd, hast du ja auch noch gesagt. So, ja, das klar. Kann ich gar nicht beurteilen und du weißt, dass das auch nicht stimmt. So. Ja. Also du brauchst einfach ein bisschen mehr Mut. Ja. Ja. Ne? Du brauchst irgendwie jemanden, der dich mal so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, so Benni, das machen wir jetzt mal. Ne? Mhm. Und dann machen wir das auch zusammen. Dann stehst du da auch nicht so alleine duft da rum oder so und dann fordern wir mal die Damen zum Tanzen auf. Zum Beispiel. Mhm. Oder ihr geht in so eine Kneipe rein und manchmal hast du es ja noch, dass Frauen da drin sind. Also ja, manchmal. Also ich gehe da einfach auch gerne rein. Ich bin ja auch gar keine Ü40, sondern ich bin ja eigentlich jünger. Deswegen mache ich auch noch sowas mit. Also, ne? Also ich kenne ganz viele, die sagen, da gehst du rein. Ich sage ja, warum denn nicht? Oder steht da jetzt ab 42 ist Schluss oder ab 47, dann gut, dann bin ich da auch falsch. Aber ich habe noch kein Schild gesehen. Aber schau mal, also ich gebe ja jetzt so viel private Sachen von mir preis, Wahnsinn. Aber muss ja auch mal sagen, ist ja nichts Schlimmes, finde ich. Oder jetzt Sommer, ne? Sommer, ja. Alle fahren in Urlaub. Ja, ich denke, oh, Bernie, fahr doch mal in Urlaub. Aber wohin? Ja. Alleine? Mama. Alleine? Nein, pass auf. Nein, pass auf. Viel geiler. Es gibt ja solche Single-Reisen. Ich hab keinen Plan. Ich habe da noch nie mitgebracht. Aber nur als Beispiel, da wärst du nicht alleine. Single-Reisen? Weil dann sind da ja mehrere. Oh Gott, ich bin da Singlereisen. Ja, gibt es, glaube ich, sogar auch auf AIDA oder sowas, glaube ich, bieten das überall nicht mehr. Leute, ich habe keine Ahnung. Du musst mal ins Reisebüro gehen und einfach mal so nachfragen, ob es nicht sowas mal gibt. Singlereisen? Also ich würde das, ja, ich würde das machen an deiner Stelle. Also wenn ich jetzt Single wäre, ich würde das sofort machen. Ehrlich? Ja, warum denn nicht? Was hast du denn zu verlieren? Ich hätte oder keiner. Eine schöne Kaffeefahrt, schreibt hier drin. Ja. Ja, also Kaffeefahrt, hallo, bitteschön. Ich bin zwar alt, aber ich fühle mich nicht so alt. Und da keine Kaffeefahrt. Ja, deswegen Innenhofe, ne? Die stehen schon da parat und dann, du brauchst jetzt nur jemanden, der bei dir mal vor Ort ist, der dich da mal so ein bisschen pusht. Der da Bock drauf hat, dich so ein bisschen
Das ist jetzt nicht böse gemeint. Nicht, dass du jetzt denkst, dass du das nicht kannst. Nein, es geht einfach nur um den ersten Schritt erstmal wieder zu gehen, um auch zu sich selbst wieder so, ne, so ein bisschen mehr Vertrauen. Hier schreibt einer, gibt es Kaffeekäse noch? Ich kenne ja Kaffeekäse vom Namen, ich war aber noch nie da drin, ich weiß auch nicht, ob es das noch gibt. Ich habe mal in Frankfurt Main gelebt. Und damals gab es so, das ist so eine Münchner, so eine Art Münchner, eine Gaststätte, weißt du, mit Live-Musik und hin und her. Und da fand ich das Interessante, jeder Tisch hat ein Tischtelefon gehabt. Ja. Mit der Nummer oben an so einem Fähnchen. Und wenn dich eine Frau interessiert hat, dann hast du die Nummer angerufen. Ja. Das war interessant. Aber ich habe nie angerufen. Ja, also man muss ja auch gucken, was ist seriös, was nicht. Und wenn du schon merkst, bei einer Frau zum Beispiel auch, die ist mir nicht so ganz geheuer irgendwie. Ich kann das jetzt nicht so beschreiben, aber da muss ich nochmal genauer hingucken. Und wenn das Gefühl von dir dann nicht weggeht, dann lass die Finger davon. Hör auf, dein Körper signalisiert hier schon das Richtige. Du musst es nur wahrnehmen. Ob du das jetzt am Bauch merkst oder der Kopf sagt irgendwie, nee, pass mal auf, ne? Oder irgendwie so ein Hochgefühl kommt auf einmal oder was weiß ich. Dadurch, dass du ein emotionaler Mensch bist, kennst du das. Dass dann so solche Signale kommen. Ja, klar. Und das so. Ja, ja. Also ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, von den 19 Jahren war ich bestimmt 17 oder 16 Jahre glücklicher Single, wo ich sagte, also toll, ich kann machen, was ich will, ich muss niemanden hier irgendwie eine Erklärung abgeben. Aber ich kenne das ja auch noch aus meinen früheren Beziehungen, wie schön das eigentlich war, jemanden an der Seite zu haben, wo man sich drauf verlassen kann. Ne? Und das ist schon was Schönes, ne? Auf jeden Fall. Aber es muss halt auch passen. Du musst erst mal finden. Ja? Und wie findest du, wenn du nur arbeiten gehst, nach Hause, arbeiten gehst, nach Hause, mal in den Supermarkt einkaufen, findest du nichts, ne? Das ist richtig. Und was sagst du damit im Grunde genommen, dass du damit ja auch nicht mehr ganz so zufrieden bist? Natürlich. Kann das sein? Natürlich, ja. Aber ich wüsste nicht, wie ich jetzt da rauskommen sollte. Also das ist jetzt so... Also, du bist meine Psychologin und das ist interessant. Nee, das ist wirklich ein interessantes Gespräch. Ja, okay. Ja. Ja, also ich höre immer so raus bei dir, dass du, also du willst auf jeden Fall was verändern, weißt aber jetzt gerade nicht wie. Genau. Weil von wegen Arbeit viel, da kommt viel Arbeit und so, da ist viel Arbeit, die du erledigen musst, um deine Brötchen zu verdienen. So. Genau. Dann noch der Stream hier. Ja. Das kostet ja auch immer Zeit und Geld und Nerven und keine Ahnung. Mhm. So, und dann hast du aber auch noch das andere Ziel, also die beiden Sachen hast du ja schon mal erreicht, Arbeit und hier Freizeit. Und jetzt kommt aber die Dame, die Herzdame fehlt noch. So, ja. Und wie könntest du denn jetzt, also was macht dir richtig Spaß? Wie jetzt, was macht mir richtig Spaß? So ja, wo du sagst, hobbytechnisch, so, boah, da habe ich voll Bock drauf, da gehe ich ab, das macht richtig sauer, da kriege ich Energie, da... Ich bin ein riesen Fußballfan, ja, und mein Dings ist ja HSV, ne, und genau. Ich würde so gerne regelmäßig mal nach Hamburg fahren, ne? ist ja keine Entfernung. Ja. Aber da macht es auch keinen Spaß, alleine hinzufahren. Aber es gibt doch die Fanclubs. Kennst du diese Fanclubs, wo die dann mit Bussen losfahren nach Hamburg oder so? Ja, klar, es gibt schon. Ne? Ja. Und bist du da mal mitgefahren? Nee. Ich hab jetzt hier ein Angebot bekommen. Ich bin ja auch HSV-Mitglied. Und da habe ich jetzt ein Angebot vor kurzem bekommen. So eine VIP-Fahrt. Ja. Das heißt hier... geht hier los in Berlin. St. Pauli-Spiel zum Beispiel, ne? Da war das, glaube ich, HSV gegen St. Pauli. Und dann mit Übernachtung und dann freier Eintritt natürlich in den Stadion und mit Verpflegung und bla bla bla. Lass mich nicht lügen, 300, 350 Euro oder sowas sollte das kosten. Okay. Wo ich auch erstmal am Überlegen war, das wäre ja interessant. Ja, klar. Ja. Und einfach, weißt du, dieses,
wenn es jetzt nicht am Geld liegt oder so, ja, und du könntest es dir leisten, du kannst es dir leisten, machen. Nicht überlegen, machen, weil in dem Moment, zack, hast du einen Schritt nach vorne gemacht. Ja. Weil, denk dran, Motivation, Frau kennenlernen, Frau kennenlernen, Frau kennenlernen, egal wo, Frau kennenlernen. So, Da, Motivation, Frau kennenlernen. ja, da erinnere ich mich noch an meine Jugend. Kennst du das? Also die Männer kennen das wahrscheinlich. So das Gefühl, ein paar Kumpels gehen weg, drei, vier Leute und sagen, komm, heute Abend Ja. reißen wir Frauen an, auf. Was war der Ende der Nacht? Du hast keine Frau aufgerissen. Gehst du aber unbedarft dahin, ohne dass irgendwelche Ziele zu haben, irgendwohin, lernst du eher jemanden kennen, als wenn du unbedingt suchst. Ja, und jetzt pass mal auf, wenn du da Leute kennenlernst, das ist ja immer das Geniale an der ganzen Geschichte. Du lernst da irgendwie einen Gär kennen. Was weiß ich, das ist Paul jetzt oder so. Oder ein Johannes. So. Und jetzt seid ihr da zu dritt und ihr trinkt da euch mal richtig ein und so und ihr redet dann auch mal über Frauen oder auch dann natürlich über Fußball, Politik, was alles so geht. Finde ich übrigens immer sehr interessant, sowas. So. Und dann, jetzt kommt aber von Paul die Cousine da entlang. Und du sagst, Mensch, wo kommt die denn jetzt auf einmal her oder so? Jetzt nur als Beispiel. Oder der feiert Geburtstag, lädt dich mal ein oder so. Oder ihr seid irgendwo und plötzlich sagt er, hier, das ist übrigens Isabelle und da steht noch Marie. Mit denen habe ich auch schon getanzt oder mit denen habe ich mich auch schon unterhalten. Die sind auch ganz nett. Das ist hier Bernie und na, weißt du, so. Der eine kennt den anderen und der andere kennt wieder den anders. Manchmal dauert es. Aber trotzdem ist ja, du darfst nie die Hoffnung aufgeben. Ja, das So, gebe wenn ich du schon. natürlich nicht ins Tun kommst, dann ist das ziemlich gering, dass da was ins Auge springt, Ja. sozusagen. Ja. Aber, nein, Danny, mach. Wann wartest du denn noch? Ja, wirklich. Ja, Ja. mal gucken. Ich meine, so alt bin ich ja noch nicht. Ich gehe noch nicht an Krücken, ne, und so weiter. Aber jetzt, wo du noch so alles so kannst und machen kannst und so weiter, Zeit genießen auf jeden Fall. Also ich kann dich da nur zu aufmuntern, weil das ist echt, ja. Oder du sagtest jetzt gerade Fußball. Hast du denn um die Ecke irgendwie eine Kneipe, wo die dann auch schon mal live übertragen oder so? Nee. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Nee, das sehe ich überhaupt Nein, gar das nicht. war Weil wenn jetzt. du hoffnungsloser Fall wärst, Danny, dann wüsstest du gar nicht, dass du das haben möchtest, dann wüsstest du das gar nicht. Du würdest nur immer merken, du bist unzufrieden. So, aber wüsstest gar nicht, warum will ich das eigentlich? Du bist schon viel weiter. Das ist Weißt du, ja, wie ich meine? kennst du das jedes Jahr, wenn Silvester ist und dann denkst du so, ab nächstes Jahr läuft es anders da. Und läuft's an und Das läuft's kenne an ich, und ja. läuft's anders? Nein, es läuft nicht anders. Weil vielleicht kleine Zwischenziele fehlen. Oftmals setzen wir uns ein ziemlich großes Ziel. Also ob das beruflich ist oder auch im privaten Bereich. Zum Beispiel, ich will 4 Kilo abnehmen. So. Ja, das ist ja schön, wenn ich 4 Kilo abnehmen will. Aber bis wann soll das geschehen? Was will ich dafür tun? Also diesen Plan auch dann bis ins kleinste Detail zu haben. Weil kleine Schritte, auch wenn man nur 500 Gramm Wasser abgenommen hat oder 200 Gramm, ja, aber es ist ein Schritt. Und bis man dann bei den 5 ist, das dauert ja. Und deswegen sind diese Zwischenschritte, finde ich persönlich, unheimlich wichtig, damit man immer das Ziel auch hat, weil das motiviert ja dann auch. Guck mal, ich habe schon 200 geschafft. Weißt du so? Ja. Naja, vielleicht fällt Und. für mich ja doch noch mal was ab irgendwann. Ja, natürlich. Ja, Sag mal. natürlich. Sag Sag mal, diese Worte will ich jetzt aber nie nochmal hören hier, diese das Selbstzweifel. Nee. nur. Nein, du brauchst ein bisschen Motivation und du brauchst auch die richtigen Leute um dich herum. Das brauchst du auf jeden Fall. Ist so. Ja. Ne? Die dich auch mitreißen können und die du mitreißt. Und das ist immer wichtig. Wenn man Ja. solche Menschen um sich herum hat, die einem auch ein bisschen ähneln, ne? Ja. Das, ja.
Naja. Ganz still. Hör mal, hast du dich jetzt so. Nein, nein, ich bin auch nicht Gut. nachdenklich oder so. Nein, nein. Ich Nee? wundere mich, dass wir immer noch fast 600 Leute hier im Chat sind. Um 2 Uhr. Ja, jetzt habe ich die Hosen runtergelassen. Jetzt bin ich irgendwie, keine Ahnung. Nein, Quatsch. Ich muss Ja. ich ehrlich sagen, ich habe auch kein Problem damit, von mir gewisse persönliche Sachen zu erzählen. Was soll's, ne? Ja. Also, es sind ja auch keine schlimmen Sachen im Grunde genommen, ne? Und ja. Nö, das muss auch mal sein, ne? Ja, na klar. Na klar. Aber Kamali, ich weiß jetzt nicht, war das vorhin schon mal irgendwas geschrieben? Diese Motivationstrainer nerven nur. Okay, ich habe mit Motivationstrainer noch keine Erfahrung gemacht, aber du anscheinend schon. Nee, ich glaube, der hat Kannst mit ihm, mit oder? irgendjemand anderes darüber. Die tun ja Ach, auch untereinander dann kommt hier. davon, wenn man dann einfach so blöd dann wieder hier einfach wieder was nur so liest, ne? Wenn Ja. man das nicht ständig, ja, man muss wirklich ständig dabei sein, um dann zu wissen, ah, okay, da war eine Frage oder ach, das betraf mich gar nicht oder so, das ist blöd. Ja. Also sorry Leute, wenn ich da vielleicht bei dem einen oder anderen jetzt falsch war. Sorry. Nee, Das also war jetzt mein Fehler. der Chat ist wirklich sehr gut heute Nacht. Schön. Ja, alles gut. Schön. Schön, 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 schön. Ja, alle sind sie lieb und vertragen sich. Muss ja auch mal sein. Sehr cool. Ja, ja wär vielleicht mal irgendwie mal eine Idee. Also spätestens sage ich mal, wenn ich aufhören zu arbeiten, wenn ich das endlich schaffe, Ja. da mal das ruhen zu lassen. Und dann ist es ja schon mein Ziel, fast täglich, ne, was zu machen. Ja. Müssen wir mal gucken, ne, wie das so jede neben dem zweimal live zu bestimmten Themen, wie bei Geräusch oder andere Themen, dann einfach mal Genau. nachts noch, ne, wie jetzt ab Ja. 11 Uhr zum Beispiel loslegen, Ja. über Gott und die Welt labern und Ja. ja. Auch das Miteinander hier im Chat, das ist so schön hier. Ja. Ich lese ja jetzt nicht alles mit, weil ich mich natürlich auch auf dich konzentrieren will und auf unser Gespräch hier. Aber ich finde es total cool, wie die auch hier untereinander und ein Miteinander da ist. So irgendwie, das ist, also ich kann mir jetzt auch was einbilden, aber naja, das glaube ich jetzt nicht. Ja. Wer schreibt, wo ist Bernie? Hä? Ich bin ja hier. Siehst du mich noch? Ja, Ja, ne? ich glaube, das ist nicht mehr angesprochen von dir wahrscheinlich oder so. Ich weiß Kamali es schreibt, eine nicht. Beziehung kann auch anstrengend sein. Ja, also Ja, auf jeden Fall. entweder hast du Glück und du hast eine super Partnerin an deiner Seite, oder du hast Pech und hast in die Dings in die falsche Lostrommel gegriffen. Das kann man nie Ja. vorher wissen, ne? Das stimmt, das weiß man. Guckt den Menschen erstmal nur vorne an, sozusagen, ne? Ins Gesicht, so. Genau. Ja, aber was dahinter ist, dann, Ja. das weiß man nie. Und es ist auch immer spannend, weil Menschen entwickeln sich ja immer weiter oder vielmehr werden auf einmal anders aufgrund verschiedener Situationen, die sie dann auf einmal plötzlich erleben im Leben. Also sei es auf der Arbeit oder mit Freunden, Bekannten, wie auch immer. Das heißt, du wirst einen Menschen nie richtig kennenlernen. Weil das alles so schnelllebig auch ist. Dann ist da wieder was, dann ist da was und ist da ein Problem und da ist Freude und Entschuldige mich, ja. Robert Ja, mach Henger ruhig. schreibt, hat jemand heute mitgezählt, wie viel Kippen er geraucht hat? Robert, hat jemand mitgezählt, wie oft du heute auf Toilette warst? Keine Ahnung. Ja? Das ist jetzt die Ich Frage. habe die ganze Zeit nicht eine einzige geraucht. Ich sitze die ganze Zeit in der Küche. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Völlig krank. Ich bin krank. Ja, aber du rauchst wahrscheinlich auf dem Balkon auch, ne, oder? Mal. Nee, die Zeit, pass mal auf. Nein, das erzähle ich jetzt nicht. Das erzähle ich dann beim nächsten Mal. Da gibt es auf jeden Fall eine Geschichte zu bezüglich draußen, draußen drin, wie auch immer. Und nee, also die muss ich dann nochmal ein anderes Mal erzählen. Wieso? Wieso? Weil ich glaube,
dass ich gleich, langsam gleich mal so ins Bett müsste. Also ja. Also ich muss ja um 8 Uhr ja nicht aufstehen erst, da sollten sie schon losfahren. Ich müsste eigentlich um 6 Uhr locker aufstehen. Robert, alles gut. War jetzt auch nicht böse gemeint von mir. Mit wie viel Mal warst du auf Toilette heute? Okay. Nee, Katrin Schmidt schreibt, sie raucht also alle 15 bis 20 Minuten eine. Ja, wenn ich jetzt so echt? Hier vom PC sitze, dann rauche ich eigentlich mehr, als wenn ich an der Arbeit bin, logischerweise, ne? Ist ja klar. Ja, das ist einfach für mich auch so ein bisschen Entspannung, ne? Obwohl es ja nicht gesund ist, ne? Von gesund kann man, oder von schmecken kann man auch nicht reden. Ja, aber, ich schon. Weil ja? Sonst würde ich mir die Kippen nicht kaufen. Doch, ich rauche da so eine bestimmte Marke. Ich mag die einfach und das ist einfach toll. Ja. Das ist nicht Marlboro, nein. Und wie sie alle heißen. Oh Gott, jetzt mal ja schleicht der irgendwie, oder wie sagt man? Himmel, jetzt kommt noch ein Teufel. Könnt ihr hier gleich? Junge, Junge, Junge. Also ich habe ich rauche auch viel, also mehr als 20 am Tag. Und gerade wenn ich so vorm PC sitze, ja, und euch lausche oder hier dann schreibe mal hier im Chat oder so, dann ja, dann ist das so wirklich. Aber jetzt, guck mal, die ganze Zeit nicht eine einzige Kippe, aber jetzt merke ich, ich muss mal einen rauchen. Und nein, wie gesagt, ich gehe nicht nach draußen. Ja. Ist meine Bude. Ja. Und dann lasse ich mir von keinem Menschen sagen, ja, Anke, dann geh doch mal nach draußen zum Rauchen. Ja, also, da ist die Tür, da kannst du gerne wieder rausgehen. Dann hast du frische Luft direkt. Ja, es haben sich ja in der Vergangenheit schon welche beschwert. Oh, du hast so zwei Katzen, die rauchen damit. Nein, also ich wiederhole es immer gerne nochmal. Ich habe wirklich einen sehr, sehr guten Luftreiniger hier stehen. Und sobald ich die Zigarette anstecke, es dauert keine 30 Sekunden, dann geht das Ding an. Da merkt er, oh, der Alte raucht schon wieder. Ich muss mal hier ein bisschen frische Luft machen. Und er bläst wirklich frische Luft richtig raus. Der filtert die ganze Luft. Das ist wunderbar. Hör mal, kannst du mir nicht mal so eine, ich habe mir nämlich jetzt so ein Ding gekauft gehabt, das kannst du knicken, dieses olle Ding, was ich da jetzt stehen habe. Hör mal, ich habe mich so geärgert, ich hatte das über AAMAZ und so da besorgt, ne? Ja. Und ich habe gedacht, Mensch, was wird das jetzt sein? Das Ding wird das jetzt alles wegblasen, kriegst auch noch rechtzeitig Frischluft. Ja. Pustekuchen, Bernie. Sag mir doch mal oder schreib mir das mal, was du für einen hast da, der das direkt wegsaugt. Was das mit also das ist, wie das heißt. Guck mal, ich bin jetzt hier am PC und auf der anderen Seite, da wo hier diese Balkontür ist, daneben steht quasi hier hinter dem Katzendinges, steht dieser Lüfter. Und der läuft jetzt, weil ich habe mir gerade vor 5 Minuten die Zigarette angesteckt. Dann fing der nach 30 Sekunden langsam an zu laufen. Und inzwischen ist dieser Rauch da hinten angekommen offenbar. Und der läuft jetzt auf volle Pulle. Und wenn du die Hand oben drüber hältst, dann siehst du mal, was der für Luft da rausbläst. Ne? Frische Luft, alles gesiebte Luft, sage ich mal, gereinigte Luft. Weil ja da Filter noch und nöcher drin sind. Also das bringt schon unheimlich viel, ja. Wie heißt denn da drinnen? Levoid oder sowas. Levoid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist das relativ neu? Nö, den habe ich jetzt schon bestimmt seit 3, 4 Jahren habe ich den schon. Okay. Also das ist genial, so ein Luftreiniger ist wirklich genial. Der hat ja einen Sensor, der merkt das, die Luft ist im Moment nicht so gut. Ach, der hat einen Sensor, ja gut. Der hat einen Sensor, ja, dann natürlich. War der ja auch nicht gerade mal für ein paar Euros, also ich habe jetzt hier einen, 150 Euro hat der gekostet. Ja, gut, okay. Das muss man auch investieren, glaube ich, um da was zu Also Minimum. Also für 50 Euro gibt es auch Luftreiniger und die kannst du in der Pfeife rauchen. Du musst Minimum 150 Euro. Ich schicke gerade einen zurück. Ich schicke gerade einen zurück. Also ich hatte einen gekauft für 80, aber den kannst du voll knicken. Also ja, das ist bekloppt. Ja. Nee, habe ich gesagt, was ist das denn jetzt? Das dauert und dauert, dann hast du da so einen Strom verbraucht. Da habe ich gesagt, nee. Komm. Ja. Nein, mach ich nicht. Ja. Nee, das ist Feierabend. Wunderbar. Du kannst ihn auch mit der App steuern, hier übers Handy, weißt du. Und, das ist praktisch.
Ja, und dann dieser Filter kostet 30 Euro, nee, also Zweierpack Filter, kostet 30 Euro und Okay. du musst alle, sag ich mal, 3, 4 Monate musst du den Filter wechseln, ne? Aber wenn du dann den Filter wechselst, dann siehst du mal, was da für ein Schmodder drin ist. Ja, das sehe ich auch so, wenn Was? ich den Aschenbecher mir anschaue Ja. und da die ganze, den Ja. kalten, das ist das Schlimmste, finde ich, wenn ich vergesse, abends da irgendwie den Aschenbecher dazu leeren oder so. Ja. Oder zieh mir, ich habe so ein Kippding, ne? Also dann Ja. zicke ich da drauf, dann ist die Zigarette da ja drin. Ja. Und wenn ich dann vergessen habe, wegen einer Zigarette da drauf zu klicken, abends oder nachts noch, und den anderen Morgen, ich sage dir, ein Traum von Duft, ne? Wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ist richtig ekelhaft. Ja. Also, und da denke ich dann auch ganz oft, wenn du dir das wirklich jetzt abgewöhnen willst, danke, ne? Dann machst du das jeden Tag genauso, wie du es jetzt gemacht hast. Du nimmst jetzt die ganze Zeit diese Asche auf. Und immer wenn du eine Kippe anmachen willst, musst du nur dran riechen und dann heißt es, aber. So. Also, Ja, dass man dann so ein Ekelgefühl entwickelt. ja. Ne, den Verstand einfach selber verkohlen, sozusagen. Ja, genau. Genau. Wäre vielleicht ganz sinnig. Ja. Aber Anke, ganz sinnig, ich glaube, wäre es jetzt, wenn wir langsam in das Bett gehen. Wir haben 2 Uhr. Sage und Ja. schreibe, ich wollte 1 Stunde live gehen, jetzt sind wir 3 Stunden live. Und davon reden wir Unfassbar. zweieinhalb, von 2,5 Stunden reden wir jetzt. Aber Anke, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Dito. Ja, wunderbar, schön. Ja, Ja. fand ich auch richtig schön. Ja. Hätte ich auch gar nicht gedacht, so irgendwie, weil ich dachte, so, Mensch, es ist ja schon streng dann halt, oder, ja, natürlich, ne, gerade jetzt, wo dieses Thema da mit Katharina dann ja auch war, mit dem Mobbing, habe ich schon gedacht, oha, naja, mach mal, und wenn nicht, dann ist halt nicht, und dann hast du ein bisschen Erfahrung reicher, ne, Ja, so, ja. genau. Nee, super. Vielen, vielen lieben Dank, dass du angerufen hast. Und wir Ja, reden Dito. ganz, ganz sicher nochmal, demnächst auch nochmal. 055, welche Stadt ist das, wenn ich fragen darf? Ach ja, hast du gesagt, Kassel wäre ja 0561, genau, muss genau in dieser Richtung sein. 05641 bei Kassel, genau. Oder Ja. 0561. 0561. Ja, genau. 0561. Ja, ich bin alter Hesse, deswegen weiß ich das. Ach, du bist Ja, aus Marburg. Oh, ja, da kann ich schnell mitteilen mit deinem Dialekt. Schön. Nee, Ich kann ein bisschen Kölsch. richtig hessisches Dialekt sprechen sie an die Frankfurter Raum, ne? Marburg ist ja Mittelhessen und in Kassel reden die nochmal Ja. ganz anders da. Da betonen sie ja das R nochmal richtig. Das stimmt, das kann ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Das Rollende, ja, noch Ja. ein bisschen geht's, aber das Ja. ist minimal, ne? Ja. Da Aschebecher, geht noch genau. mehr. Aschenbecher, genau. Aschebecher. Gute Ja. Der blaue Bock. Ja. Kennst du noch den blauen Bock? Ne? Bestimmt, ne? Bitte nochmal. Den blauen Bock. Ja, den kenne ich noch. Das Jens war zu doch mit Ofen. Nee. Herbert, oder wen meinst Nee. du jetzt? Nee, Der wie blaue hieß denn Bock. der blaue Bock? Wie hieß Ah. denn der? Ach, ich weiß nicht mehr, wie der Moderator hieß. Blaue Bock. Das war doch mit Herbert, meine ich, als der. Hieß Nee. der vielmehr. Nee. Hieß der nicht Herbert und dann so und so im Nee, wahren. nee, nee, nee. Der. Kann mal einer googeln von euch kurz? Wie hieß denn der blaue Bock? Die Sendung zum Blau. Heinz Schenk! Heinz Schenk. Ja, Heinz! Heinz! Genau, Genau, Heinz Heinz Schenk. Schenk! Wer war das Danke, jetzt? Super! Kurdela. 100 Points! Genau, Locker! Heinz Schenk, ja. Genau, Das Heinz war noch Schenk! Zeiten, ne? Oder Ach, einer du wird altes Licht! gewinnen mit ich kann. Ach, mit Rudi Carrell! Nee. Oder? Auch nicht? Das Ich bin alles war durcheinander! am laufenden Band. Nee, und Rudi Carrell hat doch die verfickte 7. So, da Das wollte ich kann hin. auch sein, ja. Ja, das war meine Zeit dann mehr. Ja, das andere habe ich bei Oma geguckt, stimmt. Da war ich aber noch so sehr klein. Oder Donnerlippchen. Das war geil, ne? Ja. Mit Jürgen von der Lippe. Ja, das muss man Oh. jedes Mal gucken. Ne? Der Das ist Vollstrecker, echt gut. mit dem Vollstrecker. Ja, genau. Das war aber auch ganz Vollstrecker, Ja, das sage ich dir. genau. Ja, das waren schon coole Sachen damals, das stimmt. Das passte auch so rein. Ich glaube, wenn ich es heute gucken würde, dann.
wäre es ein bisschen komisch wahrscheinlich, Ja, könnte ich mir vorstellen, ne? ja, ja, ja. Oder ruckzuck die ganzen Sendungen, ne? Jo. Jo. Ja. Die Pyramide. Ja, Hitparade. Das waren so ja. meine Lieblingssendungen, die beiden. Ja. Guten Abend aus Berlin oder so, ne? Guten Abend. Live aus Berlin. Heute Abend. Ja, irgendwie Studio so. so und so. Ja, irgendwie. Genau. Dieter Thomas Heck. Genau. Ja. Mega. Oder hier, die schreiben auch schon. Guck mal, wir müssen da mal drauf eingehen, oder du? Guck mal, hier steht auch Rosenkranze und Rate dann mal mit Kuhlenkampf. Rosenthal. Ja, Kuhlenkampf. Tutti Tutti Frutti. Frutti. Ja, Tutti Frutti. Genau. Und Dalli Dalli. Das war die Ja. Spitze. Ja. Genau, ja. Ja. Heinz Erhardt war auch toll, genau. Ja. Ja. Einer wird gewinnen Cool. mit Kuhlenkampf, genau war das, ne? Ja. Machen wir jetzt hier Schleichwerbung? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung davon. Ich frage jetzt ganz blöd. Nö, Wir warum? machen doch jetzt hier. Nö, ne? Nö, Nö. nö, Ich habe nö, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich muss das mal googeln, glaube ich, was das alles genau heißt. nö. Ich gucke mir ja hin und wieder noch so ganz alte Sendungen. Sie findet man auf YouTube jede Menge von den ganzen Ja. Talkshows damals, weißt du noch? Wo Kerner noch Genau. jung war oder hier, ich weiß nicht, wie die alle hießen. Und was da für Gestalten dann teilweise war, die sich da angeschrien haben oder gekloppt Ja. haben während der Sendung. Wahnsinn. Da ging das damals ab. Absolut. Hier, der große Preis, schreibt Katrin Schmidt gerade, oder hat Ja. sie vorhin geschrieben, ne, mit Wurm und Wendelin, das fand ich auch geil. Ja. Oder Aktenzeichen XY mit Eduard Zimmermann. Ja. Kultig. Kultig einfach. Geil. RTL Ja. Samstagnacht. Ja, ach ja, hör mal. Richtig, das war doch mit der Esther Schweins und so, Ja, ne? Und mit genau. Wiegald Boning Ja. und mit Mirko Nonchef. Oh, Ja. das habe ich geguckt. Ja, Ja. klar. Ja. Das war unsere Zeit, Cordula, genau. Ja. Geil. Ja. Ja. Harald und Eddie, warte mal, was war das denn nochmal? Harald und Eddie? Ja, Harald Oh, Junke. wie war das denn nochmal? Helf mir mal. Harald Junke und Eddie, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das war auch so, die haben Sketche gemacht, ne? Oder hier, Dieter Krebs auch oder so, was Dieter ist das? Krebs, Nee. ja, Ach, Dieter das war Krebs. geil. Oh, perfekt. Dieter Krebs Geil, war perfekt, oh mein Gott, ja. ey. Ja, Sieht mir auch heute mit noch viele Sketche, ne? Evelyn, wie hieß die nochmal? Evelyn Hamann, Hartmann, glaube, nicht? ne? Hamann, so, Hamann, genau. ne? Die Richtig cool. Sketchparade, genau, ja. Ja, ZDF-Hitparade, schreibt Karin, war auch Pflicht. Ein Ja, Herz und Claudia Pein schreibt noch ein Herz an. Herz und eine Seele, Ja. ja. Oder die Weihnachts. Warte mal, was steht da wieder? Ich kann nicht auch wieder. Ey, Leute, was ist denn los? Ich muss mir den nächsten Stapel hinstellen oder so, dann kann ich auch wieder lesen. Disco mit Ilja Richter. Ach, du ahnst es nicht. Ja, Licht das aus, stimmt. Spot an. Genau. Dieter Hallervorden, Cool. Helga Feddersen, ja. Ja, genau. Das war ja sensationell damals. Ja, Ja. ja, ja. Kommt auch keiner mehr dran. Ja. Harry, geh schon mal den Wagen holen, Derek. Ja, klar. Ja, Hallo. ja. Kavali schreibt das gerade auch. Ja. Helga Federsen hatte die Andrea Storbeck geschrieben, genau. Und Disco hatte Carsten Schmidt, genau. Helga Federsen, das hatte Melanie auch geschrieben, genau. Und Your International News Anchor schreibt, ich liebe Evelyn Hartmann. Aber ich sage immer Hartmann, Leute. Entschuldigung, Hartmann natürlich. Hausmeister Ohne Grause. Ä. Bitte? Hausmeister Grause. Ja, das war auch geil. Ja. Dennis, genau, ja. Das war auch cool. Ja. Egil Ja. Alfred, ja, der war schon Hammer, ne? Ja. Ja. Das war schon Aber das heavy alles, sowas, ja. sowas in dieser Art gibt es heute gar nicht mehr, oder? Ach, nee, aber ganz ehrlich, ich meine, so die Schauspieler, Also, wenn ich eine Iris Berben da sehe, die ja grandios schauspielert, ja, Ja. oder auch Barbara Russo, die kriegt auch immer ganz gute Rollen, finde ich. Ja. Da kommen ja die anderen, die jetzt bei diesen Soaps da so, also ich weiß nicht, die kommen ja nicht ganz so mit, ne? Die haben ja auch, glaube ich, gar keine Ausbildung. Weiß ich jetzt nicht. Ich stelle das jetzt einfach mal so in Frage. Also, kein Plan. Klimbim schreibt hier einer. Ach ja, Gott, ja.
Natürlich. Dieter Krebs als Martin, ne? Was? Ja, ich bin der Was? Martin, ne? Claudia? Oliver schreibt, Fritz Wepper ist gestern gestorben. Stimmt. Echt jetzt? Ja, oh Gott. ja. Boah, ein super Stimmt. Schauspieler, ne? Wahnsinn. Ja, hat auch gute Filme gemacht, ja. Ja, gute Der hatte doch Serien hier auch. auch mit der, ach, wie hieß der nochmal? Oh, die große, schlanke, oh meine Güte. Mit der hat er doch auch zusammengespielt, die zwei Hamburger oder so. Zwei Münchner aus Hamburg. Oh mein Gott, wie heißt der denn jetzt noch, Leute? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Uschi Glas, oh mein Gott, Ah, hab ja. ich's wieder. Schwarz-Weiß-Klinik, auch toll, ja. Joachim Ja, schon alles. Fuchsberger. Ja, genau, Praxis Bülow-Bogen. Oh ja. Oh, worüber können wir, was wir alles wissen? Wahnsinn, oder? Leute, wir müssen uns das mal überlegen. Wir wissen echt viel. Ja. Da bitte ich jetzt mal. Ja. Montagsmaler, genau. Ja, Genau. genau. Auch noch. Ja. Ach, ja, ey. Ja, dass es da keine Ja. Revivals gibt oder sowas, ne? Ich meine, Ja, wenn. wie heißt denn hier die Sendung mit dem Zong? Das haben sie ja wieder ins Leben gerufen, Ach, ne? Jörg Dreger. Ja, Ja. genau. Wenn ich natürlich dann die zwei wähle, kann ich in der Zeit nochmal schnell die zwei umdrehen und dann ist da wahrscheinlich der Song dann drin, und wo vorher aber das Auto gestanden hat. Ja, toll. Ja, Also wenn ich jetzt ganz böse bin, ja. ja. Ja, das wird dafür alles so gemacht werden. Ja, ist doch klar. Hey, Aber hier. schreibt Bernie, wirst du Cannabis ausprobieren ab April? Na, das habe ich früher mal Das ist ausprobiert, auch eine aber interessante Frage. aus diesem Alter bin ich draußen. Ne? Ach, glückliche Familie, diese Drombusch. Ja, ich habe es geliebt, Leute. Nee. Ihr anscheinend auch. Ja. Oh, ich liebe das auch Oder immer noch, ich ja. heirate eine Familie. Ja, mal, da war die Welt noch in Ordnung zu dem Zeitpunkt, als das ausgestrahlt wurde. Ja, die drei Damen vom Oder? Grill. Die drei Damen vom Ach, Grill. ja, das ist Und ganz früher. Liebling Kreuzberg. Stimmt, das war auch cool. Ja. Ja, cool. So, ich glaube, Bernie, für mich ist Ja. die Zeit jetzt echt kürzlich gekommen, Ja, na klar. um mich hier mal telefonisch zu verabschieden. Und ja, auch einen ganz lieben Dank an den Chat, weil das war einfach, das hat richtig Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt nicht immer gelesen habe, aber scheint ja alles ganz cool gewesen zu sein. Und ihr Ja, hattet auch Spaß, wenn ich das jetzt so absolut. richtig interpretiert habe oder Absolut. interpretiere. Super. Danke. Ja, Ganz schön. Ja. lieben Dank. Ich werde dann nur hier abspeichern, aber du bist ja jetzt sowieso in Chur. Aber vielleicht rufst du aus Chur mal an während der Sendung. Aus Ja, ich versuche, je nachdem, wie ich da Netz habe, aber. Chur. Du bist ja, fährst ja nicht in die Schweiz, sondern in die Chur, nicht nach Chur. Genau, Rea. Sag einfach Rea. Genau. Genau. Unsere kleine Farm, das gucke ich heute noch, jeden Abend. Ja. Jeden Abend und heute nachher, wenn ich ins Bett gehe, werde ich Sandy mit ins Bett nehmen und werde mir noch eine Folge die unsere kleine Farm angucken. Ja, das mache ich. Du kannst Jeden was. Abend, jeden Abend gucke ich noch Folge unsere kleine Farm. Ja. Ja, oder Pippi Langstrumpf und so. Und Heidi. Ja. Ja, mein Engel auf Erden. Ja. Oh Gottchen. Blackie Flipper, Black Beauty. Ja. Jetzt Warte fühlen wir mal, aber uns. einer hatte ich. Ja? Der Preis ist heiß. Aber jetzt fühlen wir uns alle wieder jünger, oder? Ja, jetzt fühle ich mich gerade richtig blutjung. Oh, herrlich. Die Bücher von nebenan. Sehe ich hier unten Ja. noch. Dennis und Denver Clan. Oh, Dallas und ja, Das Dallas war war ja so ja, geil, ey, hallo, jeden Dienstag, 20:15 Uhr, das weiß ich noch. Oh, oder? mein Pass auf, ich Gott. muss dir was erzählen. Meine Oma und mein Opa, da war ich früher ganz ziemlich oft. Pass auf, war ich auch super gerne. Und dann, ich wusste ja, dass die das immer gucken da, ne? So, und dann ist jetzt echt ein Insider. Und dann habe ich da so als kleines Mädel da so gesessen und so. Und immer, wenn diese Knutsch-Szenen kamen oder irgendwelches kurzes Bettgesteige da einmal kurz eingeblendet, entweder sagst du dich vorher, du hältst dich jetzt sofort die Augen zu. Ja, okay, auch noch, ja. Oder ich dann direkt mit der Hand und machte Patsch. So. Ja. Und ich sage, Anna,
Ja. Und sie, ja. Ich so, Mama, als ob ich das noch nicht weiß. Ja. Oder hier schreibt an der Lindenstraße. Lindenstraße hat man auch geguckt. Lindenstraße, auch Leute, ja, das, oh, jetzt fühle ich mich ja noch jünger. Ach, Mann, das ist ja schön. Die ja, wollten's. oh, wie viele Die Leute. wollten's. Bonanza. Oh, Karin, danke für die für viel Spaß und Erholung auf Pur. Jetzt, wo ich noch live bin, würde ich mich mal ganz kurz auch dann kurz persönlich bedanken. Super, ihr seid echt geil. Ja. Pumuckl, ja, der Landarzt. Dr. Quinn, ja, das habe ich nicht geguckt, weil das fand ich irgendwie doof. Ich weiß nicht Ja, warum, ich aber mich auch hat das nie nicht. getriggert, also Ja, wo gereizt. stimmt. Nein, Ah, Big Brother, oh Gott, ja. Columbo. Auch nicht meins, überhaupt nicht. Habe ich Ich gar weiß nicht aber nicht geguckt. warum. Oder Kocheck. Ja? Kocheck. Auch nicht. Ja, Habe der ich gar ging, den habe ich mal geguckt, aber nicht. weiß ich. Ja, vielleicht bin ich, weil ich Nee, jetzt auch bin, keine Ahnung. wie hieß das denn mal hier? Bin ich jetzt blöd? Was habe ich eben gesagt? Nicht Kocheck davor. Columbo. Columbo hast du Das war gesagt. deswegen so toll, weil man von vornherein den Mörder kannte. Ja. Und dann nur noch gezeigt wurde, wie der überführt wird. Ja, genau. Er mit seiner. Hat er da nicht irgendwie eine Pfeife oder ein Kaugummi immer dabei? Wie Ja, war das nochmal mit dem Glatzköpfigen da? und Trenchcoat, das war sein Markenzeichen. Ach, genau. Naja, genau. Irgendwie. Oh, guck mal hier, die schreiben so viel noch. Ey, das ist ja völlig irre. Schloss am Wörthersee, Kuhlenkampf. Ach, immer. Das fand ich ja immer schön. Mit Roy Black oder Oh. was? Ja, mit Roy Black. Aber ich habe das immer ganz gerne geguckt, weil ich die ja von Ich heirate eine Familie kannte. Wie hieß sie denn nochmal? Julia Biedermann? Nee, Quatsch. Wie hieß sie denn nochmal? Die Originalschauspielerin damals. Das weiß ich nicht. Die von, also erstmal war es ja, oh Gott, wie hieß die denn jetzt noch, die Tochter von den beiden, von ach, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat die da auch mitgespielt. Ja. Das ist ja Schimanski. echt cool. Ja, Schimanski. das Mann muss. Also, Ja, ne? das gucke ich heute noch gern. Ja. Das waren nur gute Tatorte damals, ja. Ja, das war total cool. Miami Vice. Ja, das habe ich dann später nicht mehr so geguckt. Das hat mich auch nicht Ich weiß so nicht. richtig interessiert. 13, 14, und das kam immer so nachts irgendwie um, oder vielmehr spät abends um 23 Uhr oder so. Und ich war bei Oma und dann habe ich heimlich den Fernseher oben angemacht, weil da einer stand. Und habe dann noch ganz leise Miami Vice geguckt und bin dann aber dann dabei eingepennt. Ja, Ja. ja. Ich kann mich noch, Geil. ich kann mich noch an meine Jugend erinnern oder meine Kindheit. Da lief jedes Jahr Ja. zwischen Weihnachten und Silvester, wir haben dann immer zwischen den Jahren, haben wir das genannt, lief immer die Folgen Huckleberry Finn und Tom Sawyer. Tom Sawyer und Huckleberry Finn, genau. Lief Ja, dann. das fand ich auch immer cool. Ja. Oh Leute, wir müssen mal so ein Revival machen. Ja, Ja, das muss ich gerade bei mir so viel auf innen drin, wa? das ist so schön. Ja, wirklich, das müssen wir mal so. Wir müssten mal so eine Zusammenstellung machen, aber da müsste ich halt von den Sendern die Genehmigung bekommen, das abzuspielen. Aber das wäre mal interessant, ne? So dann hier so eine, ja, Revival-Nacht, ne? Ja, das finde ich auch mal cool, genau. Mit Ja. ausgewählten Filmen, Zuschauer haben gewählt, so müssen wir Ja. bei denen gucken, dann kommt der andere und danach kommt der andere. Und die anderen, die wählen wir dann auch danach. Genau, Das ja. wäre doch mal, ja, weil irgendwie könnte, wenn es den Zuschauern oder Zuhörern gefällt, ja klar. Ja, aber wie Warum gesagt, nicht? dann kann ich ja nicht einfach so zeigen, dann müsste ich schon die Sender anschreiben und die Genehmigung einholen, aber wäre mal interessant. Ne? Ja. 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 Mach doch mal. Ja, ich weiß ja nicht, was die sich so wünschen da. Also kann sie ja mal irgendwie so einfach dem mal schreiben, so rein theoretisch. Ja. Oder du stimmst mal irgendwann ab und sagst, hier, ich habe mir jetzt welche ausgesucht, drei Stück, und eins, zwei oder drei. So, eins ist das, zwei ist das und drei ist das. Bitte einmal eintippen, eins, zwei, drei. Ja. So. Dann können sie entscheiden. Das ist natürlich das Einfachste. Ja. Wenn du das denn machen willst, also für Ideen haben. Ich merke schon, du bist sehr kreativ und an Ideen fehlt es dir definitiv nicht mehr. Ja, aber wie gesagt, solche, das sind ja fremde Sachen, die darf ich nicht einfach hier so zeigen, ne?
Und ob es jetzt Musik ist oder Bilder sind oder Videoausschnitte sind, ist ja alles geschützt. Und dann würde hier YouTube ganz schnell nach 2 Minuten den Kanal erstmal sperren, bis ich das abstelle, ne? Das hatte ich schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal. Da war der Livestream plötzlich unterbrochen. Voilà. Ja, dann musste ich das ausstellen, also nicht den Livestream, sondern das, was ich zeigte. Und nach 5 Minuten war dann wieder offen der Kanal. Okay. Ne? Ja, du musst ja wirklich zu jedem Dings musst du eine Genehmigung haben. Ne? Und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier Sat.1 oder RTL oder wen auch anschreibe und sage, ich habe das und das vor, habt ihr die Genehmigung dafür? Vielleicht erteilen sie einem die Genehmigung, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Probieren kannst du es. Probieren kann Wenn du man dir doch. sicher bist, Das was du. ist ja nur eine E-Mail hinschreiben, ne? Dann kann man das Ja, ach so, erklären. ja, mach eine Anfrage. Gut, Genau. das ist ja dann nicht so schwierig. Wir Okay, haben das ja. und das vor, eine Nacht mal hier so Revival zu machen. Habe ich die Erlaubnis von euch? Dann müsste ich natürlich wahrscheinlich direkt schon im Voraus schon angeben, welche Szenen ich zeigen möchte. Aber das ist ja auch nicht das Problem. Und dafür eine Machen die das dann Freigabe auch mit zu. der GEMA YouTube oder wie läuft das? Oder musst du das bei der GEMA machen? Das weiß Klärst ich du das mit der nicht. GEMA Das oder klärst du das mit YouTube? Mit YouTube muss ich gar nichts klären. Okay. YouTube tut ja auch nicht dazwischen gehen, sondern das Achso. sind irgendwelche Programme, die Musik erkennen und dann sofort dazwischen gehen. Und man kann es zwar zeigen, ja, und das wird eventuell auch nicht alles gesperrt, aber die Monetarisierung, die fliegt weg. Ja, und der Ja. Rechteinhaber würde dann die Gelder bekommen aus der Werbung. Ne? Aber wie Okay. gesagt, da muss ich mich mal selber schlau machen, aber wäre mal interessant, so eine Nacht zu machen. Ne? Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Ja. Gut, Mega. Anke. Jetzt machen wir aber Ja, ihr wirklich Lieben. langsam hier Schluss. Ja, das sagen wir auch schon seit einer Stunde. Ja. Halt drei Leute. Ich kann gar nicht lange mehr schlafen. Oh Da kann Gott, ich gleich bitte. durchmachen. Ich mache mir jetzt dreimal Kaffee und dann Espresso und dann los, wa? Wieso, wann musst du denn wieder aufstehen? Ja, ganz ehrlich, um 6. Geht doch noch, Darfst du losfahren, vorher hast du. duschen? Erstmal hier, ne, ich brauche morgens immer ein bisschen länger als früher, weil ich bin halt schon ein bisschen älter. Da muss ich irgendwie erstmal, bis ich in die Gänge komme. Oh, Bernie, ich sag dir. Da muss ich erstmal 2 Stunden, bevor es eigentlich losgeht, aufstehen. Das ist ätzend, ist das. Da könnte ich doch noch schlafen. Nein, Madamchen ist jetzt irgendwie in so einem Alter, wo das, ja, das irgendwie anders laufen soll. Keine Ahnung. Mein Kopf spinnt einfach, glaube ich, momentan. Ja, den muss ich wieder umpolen und dann läuft das auch wieder. Das ist mir dann auch egal ist. Ja. Ja, echt. Also was bescheuert, 2 Stunden, ey. Aber ich sehe auch morgens dann immer so, oh, momentan sehe ich echt aus, als ob ich da gerade irgendwo, also nicht im Bett war, sondern irgendwo anders, so völlig knautschig und, oh, nee, ey. Ach, herrje Marie, ey. Nee. Naja, Gut, so ist das, Anke, ne? Jetzt hat wieder seine Sachen. du meldest dich mal zwischendurch aus deiner Kur. Wenn wir hier Ja, live ich sind, helfe. würd mich freuen. Ja. Und ja, dann nochmal ganz, ganz lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Es war wirklich Danke dir auch. richtig, richtig schön, ja. Ja. Aber jetzt muss ich ins Bett. Ja. Das Und die merke anderen wahrscheinlich auch. Und Die Anna, ganz wir toll, haben danke an euch um alle. halb drei nachts immer noch 500 Leute hier im Chat. Schon Respekt, cool. wirklich Respekt, ja. Respekt. Ja. Leute, War euch allen schön. eine gute Nacht, ja. Von mir auch, natürlich. Ja. Und dass ihr mich auch so unterstützt habt, so, also, weil es war jetzt nun, ja, ziemlich lang. War ziemlich lange, aber interessant. Ja, Ja. schön. Ja, ich finde es schön, wenn es euch gefallen hat, dann rufe ich auch gerne wieder an. Also klar, das ist ja dann auch Motivation, ne? Genau. Aber erstmal bin ich jetzt nicht da und macht's gut, bis bald, Bis ne? bald. Und passt auf euch auf, vor allen Dingen. Na klar, wir hören uns. Bis dann, Anke. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach, was ein angenehmes Gespräch. Wow.
Wie lange habe ich denn jetzt mit der gesprochen? Mit Anke? 3 Stunden, wa? Wahnsinn. So, jetzt haben wir 2:30. Jetzt gehen wir alle ins Bett, oder? Das reicht ja jetzt. Wahnsinn, ey. Eigentlich wollte ich nur eine Stunde mal Dampf ablassen hier über diese, ihr wisst ja schon, über diese Hater von den Damen. Habe ich getan und dann gab es ein sehr schönes Gespräch, was mich, ja, was mich wieder aufgeheitert hat, sage ich mal. Wir haben viel gelacht. Viele von euch waren ja bis zuletzt dabei. War toll. Wir sehen uns am, was haben wir denn heute? Bin ich blöd? Montag, ne? Donnerstag, 20 Uhr bei Bernies Nachtcafé wieder. Und dann geht es wieder mit dem ernsteren Thema weiter. Rebecca Reusch. Danke fürs Zuschauen und bis Donnerstag. Tschüss, macht's gut.